Weihnachten kommt wieder früh dieses Jahr. Wir begrüßen euch zur zweiten Rocket Beans Scrabble Night. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Ich muss schon grinsen, denn auf diesen Abend freue ich mich das ganze Jahr. Heute ist es endlich wieder soweit, die zweite Rocket Beans Scrabble Night und die zweite Nacht. Das heißt natürlich, ich habe auch zwei deutsche Meister hier heute an meiner Seite. Zum einen Alex ist da, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Und Ben ist wieder da aus dem Vorjahr. Hallo, freue mich auch wieder da zu sein. Dreimal Meister, einmal Meister, die beiden sind wirklich mit das Beste, was Scrabble Deutschland zu bieten hat und teilen sich die Turniersiege regelmäßig auf. Das ist so ein bisschen, als hätte ich Federer und Nadal heute da, um das mal ein bisschen einzunorden. Und wir verbringen heute wieder einen sehr schönen Scrabble-Abend zusammen. Ben, erzähl mal ein bisschen, letztes Jahr warst du schon dabei, wir wussten noch nicht so richtig, was erwartet uns denn da. Wie war das Feedback für dich, wie ist es in der Retrospektive? Ja, also sehr positiv, also auch so von, also ein großen Fan ist der Sohn von einem Kollegen von mir, der das, glaube ich, 10-mal geschaut hat und immer wieder noch Neues gefunden hat und da auch total begeistert angefixt wurde. Also generell waren viele einfach überrascht, ach, das ist ja interessant, ach, das macht ja Spaß, ach, das könnte ja, ist ja was anderes als immer nur streiten, ob der Schwanz ungültig ist oder nicht. Ja. Also dieses Feedback haben wir sicherlich bekommen. Was man natürlich auch merkt insgesamt bei unserer Turnierszene ist im Moment gerade, also jetzt dieses Jahr wieder ganz ordentlich, aber für Neue war es einfach schwierig, wieder reinzukommen, weil einfach die Treffs lange nicht liefen, die Treffs auch im Moment, manche sind jetzt ganz eingeschlafen, manche sind nur wenig da und deswegen war das immer ein bisschen schwierig, gerade neue Leute reinzukriegen und da hoffen wir natürlich heute wieder ein gutes Forum bieten zu können, um Leute einfach dazu für zu begeistern, Spaß daran zu haben und weil wir das halt regelmäßig haben und was ich sehr schön gerade fand hier mit, wenn wir Nadal und Federer sind, dann muss man dazu sagen, ja, also es gibt tatsächlich auch noch einen Djokovic und Murray, ja, oder ein Murray. Ja, definitiv, das ist das goldene Zeitalter des Scrabbles, kann man mal sagen, in Deutschland, ja, ja. Muss man wirklich sagen, ja. Alex, letztes Mal warst du digital auch ein bisschen am Start, hast die ganze Scrabble Night begleitet, dieses Mal bist du im Studio und wirst mich ja auch heute beim Kommentieren unterstützen und wirst auch abwechselnd mit Ben dieses Mal in der Regie die Punkte zusammenfassen. Ja. Und das erleichtert natürlich das Kommentieren auch ein bisschen. Letztes Mal hast du das ja in Personalunion machen müssen. Ja, Punkte zählen, noch irgendwie meine Gags verstehen, auch noch das Spielgeschehen einfangen. Heute bist du da ein bisschen erleichtert. Ja, ich sag mal nicht, was am schwersten war, aber Punkte zählen. Alex, hast du es letztes Jahr, hast du ja verfolgt, wie, was erwartest du heute hier für ein Niveau? Du hast ja auch mit einem unserer Spielern Coaching gemacht. Mhm. Was glaubst du, was erwartet uns hier heute? Ich meine, es war letztes Mal schon gutes Niveau, aber man hat damals halt gesehen, also Start-Ziel-Sieg von Lisa und ich glaube, es wird heute spannender, weil wir Tobias Escher am Start haben, den Taktikfuchs, mit dem ich schon ein bisschen das Vergnügen hatte, ihn vorzubereiten und man hat direkt gemerkt, der Taktikfuchs kann das auch übertragen auf Scrabble, also da erhoffe ich mir, dass er Konkurrenz macht bei Lisa und ich glaube, Fabian, da sah das ganz ähnlich aus. Ja, also da war auch einfach so, ich sehe ein Wort, er sah gleich Wörter. Das ist immer so eine ganz wichtige Sache. Man sieht eine Bank und es gibt Leute, die sehen nur Buchstaben und er sah auch gleich Wörter. Also da freue ich mich auch drauf. Also mit dem habe ich ja ein bisschen trainiert. Und ja, also ich glaube, wir können uns wirklich auch auf spannende Matches freuen. Schön ist es natürlich für alle, weil sie jetzt auch ein bisschen mehr wissen, was auf sie zukommt. Und ich habe auch das Gefühl, die ein oder anderen Tipps aus dem letzten Mal sind ja heute auch nach einem Jahr nicht, nicht obsolet. Ja. Sie bleiben auch weiterhin wichtig. Und ich glaube, was halt wirklich spannend ist, ist auch nochmal von einem zweiten Experten das Ganze mitzubekommen. Weil vieles sehen wir gleich. Also wir hatten eben drüber gesprochen. Also etwa 85% würde ich sagen, würden wir sagen, objektiv besser Zug, machen wir so. Alex arbeitet viel mit dem Computer. Ich mache viel, ich habe lange viel Worttraining gemacht und mache auch relativ viel Bauch. Ich habe auch mehr Bauch als er, aber egal. ja, also deswegen ist das nur nachvollziehbar und das macht es auch so spannend, weil einfach da die verschiedenen Charaktere einfach da sind.
Nicht nur verschiedene Charaktere, sondern auch verschiedene Arten von Scrabble haben wir heute hier am Start. Denn dank Mattel ist hier diese zweite Rocket Bean Scrabble Night möglich. Und das bedeutet auch, dass wir uns heute mal der neuen Edition hier widmen. Das ist Scrabble Fallengefahr. Diese beiden Profis werden sich da nachher noch ein bisschen austoben. Und Scrabble Fallengefahr wirbelt das ganze Scrabble noch mal ordentlich durcheinander. Denn man kann quasi die Premium-Felder, die es ja sonst geht, zu treffen, um eben mehr Punkte abzustauben, die kann man quasi verminen, kann eine Falle hinterlegen. Das führt dann zu Punkteklau, das führt zu einem Buchstabenklau und so weiter, was völlig andere Dynamiken reinbringt in das Spiel. Das werden wir gleich noch sehen mit der Fallengefahr. Aber jetzt, wir sehen sie schon zwischendurch. Guck mal doch einmal rein. Wen haben wir denn heute da? Unsere vier Spieler und Spielerinnen sind schon im Studio. Lisa ist da als Titelverteidigerin, natürlich. Lisa ist da, ja. Tobi ist da, zum ersten Mal der Taktikfuchs. Lars ist wieder da, letztes Mal auch ins Finale gekommen. Und der Fabian ist am Start, auch ein sehr eloquenter Wortakrobat hier aus Rocket Beans TV. Und da haben wir schon gehört, der sieht Worte, der sieht nicht nur Buchstaben. Das ist das Intro von Fabian. Wie geht's euch da drüben? Wie ist das Niveau? Ich fange mal bei dir an, Lisa. Letztes Mal war das noch so ein bisschen, ja, Scrabble ist dein Ding und du hast dir relativ sicher auch den Sieg geholt. Was erwartest du heute von deinen Gegnern? Also meine Fallhöhe ist definitiv noch höher als letztes Jahr, ohne den Leuten zu nahe zu treten, die letztes Jahr noch dabei gewesen sind. Ich habe richtig Schiss. Also ich glaube wirklich, das könnte durchaus passieren, dass ich hier auch in dem Halbfinale schon rausfliege. Von daher mal sehen, was auch mein Bankglück hergeben wird. Mal schauen. Ich habe Tobi jetzt eben hinter den Kulissen noch gesagt, er hat den Eindruck, er hat alle Wörter vergessen. So ähnlich geht es mir auf jeden Fall auch. Also, mal schauen. Tobi hat aber eben noch mal versucht, den Duden ganz fix durchzulesen. Duden in 90 Sekunden hast du gerade versucht. Mhm. Tobi, ich kenne dich ein bisschen, du bist ein ehrgeiziger Typ. Ich glaube auch, dass du viel trainiert hast. Mhm. Wie schätzt du es heute ein? Hast du die Scrabble Night aus dem letzten Jahr auch angeschaut? Natürlich habe ich mir die Scrabble Night aus dem letzten Jahr angeschaut in der Vorbereitung. Ich habe mich vorbereitet, taktisch, wortmäßig. Ich muss natürlich sagen, Lisa ist seit 75 Pflichtspielen ungeschlagen und seit 150 Freundschaftsspielen. Da hat man, glaube ich, die kann sich nur selbst schlagen, aber ich habe den Anspruch, zumindest ins Finale zu kommen. Und da wäre natürlich schön, wenn ich nicht gleich am Anfang gegen Lisa gelost werden würde. Ja, das Todeslos, das kennst du. Bayern München ist mit im Topf. Wir schauen uns das Ganze an. Fabian, ich kenne dich. Du bist jemand, der super schnell auch ist mit Worten, schnell mit Wortspielen am Start ist und Buchstaben liebt. Hilft dir das heute? Ja, das muss man gucken. Also ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich sehe mich hier auch ganz klar als den Underdog. Ich bin da ganz ehrlich. Ich werde häufig hier für Games-Formate bei Rocket Beans angefragt. Da heißt es dann so, ja, da hast du gute Chancen und dann verliere ich sang- und klanglos. Heute hier kann ich eigentlich nur gewinnen, weil ich weiß, wie gut Lisa spielt. Ich habe Lars letztes Jahr gesehen und ich halte auch Tobi für einen sehr kompetenten Scrabble-Spieler. Von daher freue ich mich, wenn ich hier was reißen kann. Ich gehe aber nicht mit der Erwartung rein. Zumal ich auch finde, dass es unter einem Zeitlimit, was wir hier spielen, nochmal ein ganz anderer Druck ist. Also da gerät man wirklich schnell ins Straucheln. Das wird anstrengend werden, aber ich freue mich darauf, hier schöne Runden mit euch zu spielen. Das kann man schon mal sagen. Fabian spricht's an. 20 Minuten hier auf Rocket Beans TV. Bei euch Pros sind es normalerweise 30, die ihr spielt. Das heißt, auf jeden Fall verschärfte Bedingungen für unsere Teilnehmer hier heute. Ja. Ja. Dafür müssen sie aber nicht die Punkte zählen, das übernehmt ihr ja. Lars ist auch wieder dabei, letztes Mal im Finale angetreten gegen Lisa. Wie schätzt du deine Chancen heute ein? Na, ich fand's schon mal sehr motivierend, gerade von den Experten zu hören, ja, dieses Jahr könnte Lisa geschlagen werden, denn da ist ja Tobi und da ist Fabian. Und mein Name fiel da gar nicht. Das motiviert mich natürlich. Ich bin gespannt, was ich heute reißen kann. Gegen Lisa will man natürlich nicht antreten. Ich habe tatsächlich auch, ich bin seit 3 Uhr nachts wach, wegen Kind zu Hause und so, und hat rumgeschrien. Ist aber, jetzt kommt der Plot-Twist, gar nicht eine Ausrede, sondern ich sage, dass mich das besonders gut macht. Ich werde deswegen gewinnen, weil man durch so Schlafmangel ja oft auch so ein bisschen wahnsinnig wird. Ich glaube, so einem gewissen Schlafmangel ist es ähnlich, wie wenn man besoffen ist. Das heißt, ich sitze hier quasi hackedicht. Und das bist du ja auch noch. Wie so ein kreatives Genie werde ich heute hier ein paar Wörter legen, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe, aber die stimmen werden. Gut, also Obacht an die Gegner von Lars. Gerne mal anzweifeln, was da so gelegt wird. Auch das gibt's heute als Option. Gut, also ihr vier, ich freue mich riesig, dass ihr heute am Start seid. 2 Halbfinals spielen wir wieder. 1 Finale, so wie letztes Jahr auch. Und das kann ich schon verraten, wenn wir die Scrabble Elite Deutschlands schon mal hier haben, dann treten die beiden natürlich auch in einem Match gegeneinander an. Und wir haben da natürlich im Vorfeld drüber geredet und sie haben gesagt, ja klar, können wir machen. Aber der Ehrgeiz wird die beiden natürlich hier packen, vor einem
Hunderttausender Publikum hier noch den Konkurrenten noch mal auszustechen, auch wenn es kein offizielles Turnier ist, also ohne da jetzt irgendwie Zwietracht zu sehen oder so. Ne? Also das schauen wir uns leider gleich heute noch an, wie das im Finale ist. Vorher aber erstmal die Auslosung. Wir haben gesagt, wir machen es fair, wir losen aus. Das heißt, einer könnte das Pech loshaben. Ich kann Tobi entwarnen, es ist kein Katar los in diesem Top. Das kann heute nicht gezogen werden. Wir bleiben in Deutschland mit diesem Scrabble-Turnier. Stark. Und ich fange an. Seid ihr bereit? Ja. Ja, man weiß gar nicht, was man will. Ja. Also man will halt nicht Lisa. Das stimmt. Ich sag's euch, was ihr bekommt. Als erstes ziehe ich hier den Fabian. Oh, ein schöner Schreibtisch. Oh. Sieht man wahrscheinlich nicht. Ist zu klein, aber es ist der Fabian. Ja, sieht das man sieht man nicht. Das könnte auch alles gefaked sein. Das ist doch alles gefaked. Das war so jetzt schön noch mal geschrieben. Andreas, nochmal wirklich. Der Jurist kann das bestätigen. Also ich wollte gerade sagen, der Jurist kann bestätigen. Na gut. Und Fabian. Jetzt will ich das dann Lars oder Tobi. Habe ich ein gewisses, ja, hast auch einen gewissen Bonus durch. Fabian tritt an. Tobi! Oh, nein! Ja. Fabian, nicht gegen Lisa, also gegen nichts gegen dich persönlich. Ja. Aber ich nehme auch eher Chancen als gegen dich, als gegen Lisa. Das ist doch gut. Oh, nein. Der Fairness halber sehen wir noch, ne, um das zu beweisen, Lisa gegen... Ja, wer kann es sein? Tobi. Gegen Tobi! Nein. Gegen Lars im zweiten Halbfinale. Lisa, Lars, ihr sitzt sogar fast schon richtig. Das ist ja stimmt. Cool. Okay, ihr sitzt richtig. Sein. Euch bitte ich einmal rüberzukommen. Das erste Halbfinale wird also Fabian gegen Tobi sein. Wahnsinnig. Also da wird gleich alles aufgebaut. Wieso freust du dich so, Lisa? Ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht. Und ich wollte noch fragen, mein Mann und ich wünschen uns immer gut Wort zum Anfang einer Partie. Das haben wir uns immer mal ausgedacht. Ist das... Gibt es das tatsächlich oder? Ist das gültig, Ben? Alex. Also, keine feste Floskel, würde ich sagen. Ich wünsche immer viel Spaß. Ja. Aber vielleicht könnte man das ja mal. Ja, viel Spaß. Viel Spaß ist üblich. Viel Spaß. Schönes Spiel. Schönes Spiel ist eigentlich ein Spiel. Bei Turnieren muss man das manchmal sagen, weil manche Leute so verbissen da sind, dass ich erstmal sage. Hab vor allem Spaß. Ja, wobei das auch immer so ist, ja, du lernst ja so viel, also ich spiele ja nur wegen des Spaßes und dann sage ich auch immer, ja, ich spiele, um mich zu kasteien. Also wir haben schon auch Spaß daran, aber wie gesagt, üblich ist viel Spaß oder eben schönes Spiel. Viel Glück, aber viel das Glück. Ist dann nicht unbedingt ernst gemeint. Ja, das ist dann wieder die andere Sache, ja. Kommt drauf an, gegen wen man spielt auch. Also bei manchen gibt es auch gar keine Begrüßung, weil man einfach weiß, dass die sich nicht leiden können. Also auch das haben wir tatsächlich das passiert, ja? Wird auch mal ein Handschlag verweigert? Also aufstehen und frustriert gehen habe ich schon durchaus mal erlebt. Also das noch nicht mal die Buchstaben, wie, also normalerweise ist eigentlich auch Pflicht, die Buchstaben wieder ordentlich zurückzulegen. Also das hat es auch schon gegeben, dass dann regelwidrigerweise der Gegenspieler so genervt oder so sauer war auf das Spiel, dass das dann unterblieb. Okay, gut, also nicht schön, nicht sportlich, aber ein Rage-Quit quasi, ein bisschen, auch, wie wir hier bei uns auf dem Sender sagen. Tobi? Sind auch schon mal Bänke geflogen. Nein. Also, auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass du heute nicht auf der Bank bleiben musst. Die hast du direkt vor dir. Ihr könnt aber sitzen bleiben. Lars und Lisa, bitte einmal rüber. Das ihr könnt, habt noch die Chance, ein bisschen Dankeschön. Zu verschnaufen. Und das Gleiche gilt auch für dich. Ben, denn du wirst das erste Spiel hier bepunkten als Punktrichter in der Regie, als höchste Instanz sozusagen. Das heißt, auch dich bitte ich einmal quasi rüber zu gehen. Alex, wir widmen uns dem allerersten Halbfinale. Müssen wir noch Basics nochmal erklären? 20 Minuten für jeden. Das heißt, wir spielen wie mit einer Schachuhr. Wenn der eine draufdrückt, läuft für den anderen die Zeit. Wann endet das Scrabble-Spiel? Wenn alle Buchstaben aufgebraucht sind, beziehungsweise wenn am Ende eine Person die letzten Buchstaben bei sich benutzt hat und die andere Person hat dann vielleicht noch zwei, drei auf der Bank, die werden dann nochmal abgezogen. Aber oder theoretisch, wenn beide vorher zweimal aussetzen, nichts mehr machen, aber im Prinzip wird das Spiel zu Ende gespielt. Oder wenn eine Person ganz über die Zeit geht, 5 Minuten überzieht, kann bei 20 Minuten, die ziemlich knapp sind, vielleicht vorkommen, aber letztes Jahr hat es gut funktioniert. Schauen wir mal. Gut, ich freue mich riesig, dass du da bist. Bist ja auch auf YouTube am Start, hast da deinen Scrabble-Kanal. Wo kann man dich da finden? Ja, unter meinem Namen Alex Dings. Und ich hatte den Vorteil, ich musste mir nicht noch einen flippigen Nutzernamen ausdenken, weil ich wirklich schon so heiße. Ja, stark. Und da findet man Scrabble-Videos. Ich habe auch gehört, dass eine unserer Teilnehmerinnen sich damit vorbereitet hat. Und damit werden wir sehen, ob das auch tatsächlich was bringt in der Praxis. Gut. Ob sie davon profitieren kann. Jetzt sehen wir erstmal, ob Tobi von deinem Coaching profitieren kann. Ja, Ben hat ja mit Fabian geübt.
Liebes Studio 15, ihr seid bereit, Tobi, Fabian? Wir müssen noch einmal nachfragen, wie ziehen wir? Abwechselnd eine AS7 oder? Erstmal zieht ihr einen Buchstaben okay. raus und dann entscheiden wir, wer von euch anfängt, der nämlich der näher am A dran ist. Okay. Ich habe ein E. Hm? Ich habe ein T. Dann beginnt Fabian. Jetzt tun wir die wieder rein. Genau. Genau, die wieder rein. Und jetzt? Jetzt zieht Fabian 7 Steine. Okay. Ach so, schlau. Komm auf die Bank. Sobald die da sind, kann Tobi dann die Uhr starten. Muss ich dann auf meinen Knopf drücken einfach? Läuft. Genau, auf deinen Knopf. Mhm. Und ich darf dann auch schon ziehen oder erst, wenn ich dran bin? Dann darfst du auch ziehen, okay. Genau. Eigentlich darfst du auch jetzt schon ziehen. Okay. Aber jetzt hat er 7, genau. Dann. Gut, wie war das? Gut Wort. Ja, dir auch gut Wort. Dann euch viel Erfolg. Okay, und wir beginnen mit einer Kombination bei Fabian, bei der sich... Okay, dieses Studio hört uns nicht mehr, glaube ich, ne? Studio hört nur uns um nicht einmal sicher zu gehen. Hoffen. Perfekt. Ja. Okay. Genau. Mit der sich nicht so richtig was anbietet, der Buchstabe, der da ganz stark stört, was würdest du sagen? Ü. Ist das Ü, genau. Und so richtig gibt es damit noch kein Wort. Das heißt, das wäre jetzt tatsächlich schon eine Bank, wo sich die Taktik anbieten würde, zu tauschen, weil der Rest so gut ist. Okay. Aber er könnte natürlich auch noch ein längeres Wort legen, also Sinke oder so. Oder Siena hatte er gerade schon da stehen. Ich glaube, Siena ist aber gar nicht gültig. Müssen wir wahrscheinlich schon. Ich glaube schon. Aber keine so richtig gute Option da. So, er legt schon mal das erste. Kein. Mhm. Okay, ja. Das heißt, das Ü bleibt da. Das tut mir sehr leid. Das sind 7, 2, 14 Punkte. Ich habe auf Tobis Bank noch gar nicht so geschaut. 14 Punkte. Genau, 14 Punkte. Aber jetzt muss er halt gleich schauen, wie macht er dann mit dem Ü weiter. Ich bin gespannt. Tobi, ja? Die beiden haben wir letztes Jahr noch nicht gesehen. Also wir wissen nicht, was uns hier für ein... Und der starke Eindruck, den ich Tobi mal hätte, ist die Etikette, darf ich jubeln? Bestätigt sich. Sendet. Das kommt, das also mich stört es nicht, wenn ich es mache. Wow. Okay, das war Bingo. Das ist der erste Zug von Tobi. Ich muss selber konsterniert. Das ist das erste Bingo. Das gibt 50 extra Punkte. Ja, genau. Deutliche Führung für ihn. Und man sieht jetzt auch, wie er von dem E profitiert hat, das da hingelegt wurde, denn sonst hätte er das nicht gehabt. Und so jetzt natürlich richtig stark gesehen von ihm. Das sind die 3 E, von wegen 3 E, kann man nichts mitmachen. Gesendet! Ja. Richtig stark. Unglaublich. Das ist der erste Zug von Tobi Escher. Wie oft passiert das in einem Turnier, dass man mit dem ersten direkt ein Bingo legen kann? Nicht so oft. Also. Danke. Genau. Unglaublich. Also damit 63, wir erinnern uns, durch den 50-Punkte-Bonus. Und das ist natürlich hier ein Ausrufezeichen. Gerade wenn man so reinkommt ins Spiel, die beiden, ich meine, auch wenn sie privat trainiert haben, mit euch trainiert haben, ist was anderes, wenn du hier plötzlich in einem Fernsehstudio sitzt. Ja, und der hat es so schnell gesehen. Der fahren nämlich ja gar nicht die Punkte, oder? Wahnsinn. Ach, die stehen da drüben. Ach. Er verwertet sein X. Nixon hat, er hat eben noch im Duden also. Fixen nachgeschaut. Jetzt hat er Nixon. Ein Buchstaben zu viel gezogen. Und Tobi hat mir gesagt, er will Fixen legen, jetzt legt er Nixon. Wahnsinnig. Ja, Xen, auch ein beliebtes Scrabble-Wort. Also das werden wir heute im Laufe des Abends auch sehen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Oft sind es konjugierte Worte, Worte, die vielleicht nicht so unbedingt im Sprachgebrauch alltäglich sind, weil man viel beugt. Nicht alltäglich, jetzt kann ich mal ein richtig komisches Wort raushängen lassen, nämlich Kymo ist das Kurzwort für Küstenmotorboot. Steht so im Duden. Nein. Und das ist das, was mir jetzt auffällt bei Fabian. Wenn er das kennt, dann müssen wir ihn auf die Wortliste unterm Stuhl irgendwie kontrollieren. Mhm. Aber bin ich gespannt, was er jetzt damit macht. Denn jetzt hat er fast nur hochpreisige Buchstaben und irgendwie muss er die jetzt verwerten. Eine Möglichkeit wäre vielleicht Jack. Ja. AK und das an die Tasse dranlegen mit J. Mhm. Aber ach, er hat schon gelegt. Er hat schon das Y gelegt. Mhm. Als ersten der punktgleichen Buchstaben. Und das heißt, Tobi ist wieder dran. Also jetzt bin ich gespannt, ob sich Fabian da mental, ne, Tobi als Fußballexperte kennt natürlich auch um so mentale Dinge, die eben bei so einer Partie wichtig sind. Und das war quasi das Äquivalent zu einem Tor direkt vom Anschluss aus. Ja, ja. Und jetzt wäre es wichtig, dass er erkennt, dass er an Gesendet noch rangehen kann und das verlängern kann mit dem E, Gesendete, das genauso natürlich grammatisch möglich ist, und dadurch auf den dreifachen Wortwert da unten hin kann, auf das grüne Feld. Und das ist so die attraktivste Stelle jetzt. Aber ich glaube, er hat das so nicht im Blick. Das ist auch einer der Tipps. Aber ich glaube, ich habe auch. Jetzt wüsste ich gerne, ob es dieses Wort gibt. Zug.
jetzt so verpasst. Also warum Fabian jetzt dran ist, habe ich, glaube ich, was. Ganz kurz, können mich die beiden im Studio noch mal hören? Ihr Lieben im Studio, ja. Nur noch einmal der Hinweis, ich weiß, es ist nicht leicht, aber versucht mal, die Bank nicht zu bedecken. Mit tut mir leid, das ist sehr, sehr leid. Ne? Das nur noch mal als Hinweis. Dankeschön. Okay, jetzt ist Tobi dran und legt Handele, ja, nehme ich an. Handele, das ist genau das. Das in diese Richtung muss man überlegen, viel konjugieren. Ist gut. Ich weiß es nicht, ob es von ihm schon so gedacht ist, aber er behält das Ä und macht sich mit dem H von Handele eine sehr schöne Stelle dafür auf, weil dort das Prämienfeld daneben ist, der Buchstabenwert, das dunkelblaue. Und Wörter, die mit H, Ä anfangen, wird es einige geben und damit käme er auf diesen dreifachen Wort. Ja, ich bin aber auch. Das heißt, er hat eine gute Chance, dass er da gleich hinkommt. Ja. Ich glaube, mit dem, was er jetzt nachgezogen hat, funktioniert es nicht. Aber da könnte noch was draus werden für ihn. Hat jetzt Tobi zweimal hintereinander gerade gelegt, das Mai und das Handele? Oder hat ich hoffe Fabian nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe es nicht so ganz mitbekommen jetzt. Aber ich würde mal annehmen, dass alles okay ist. Ich glaube, Fabian hat gezogen, wenn ich. Und Fabian scheint die teuren Buchstaben sparen zu wollen und sie später verwerten zu wollen. Also das J bleibt da, das Ü bleibt da. Für das Ü hätte er auch die Stelle neben dem H. Ü in beide Richtungen. Ü und Ü. Da hoffe ich, dass das gleich noch kommt. Denn sonst irgendwann staut sich das an, also das J und K und Ü. Irgendwann musste sie loswerden. Also zeitlich sehen wir da auch 16 Minuten, 17 Minuten. Hier ist noch viel drin. Super, super spannend. Wenn euch das Ganze gefällt, kann ich jetzt auch schon mal sagen, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, wenn ihr das gerade schaut. Und checkt, wenn ihr eh schon auf YouTube seid, doch gerne mal auch Alex Links Kanal aus und lasst da ein Abo da. Also, und liked die Kommentare von Lisa alle. Ich würde gerne anzweifeln, das Wort Harz. Harz wird angezweifelt, das ist gültig. Dann einmal, genau, einmal auf Stopp. Habt ihr auf Stopp gedrückt? Uhr ist gestoppt, ja. Uhr ist gestoppt, dann bitte nochmal, Fabian, was zweifelst du an? Harz. Harz. H-A-R-T-Z. Alex. Das. Können wir nochmal nachschauen? Schauen wir nach. Meine Aussage zu wissen, dass es gültig ist, dass es tatsächlich das Verb harzen ist. Auch in der genau das Verb habe ich gemeint. Ich habe das Verb harzen gemeint. Na klar. Ja, also Harz ist steht gültig. Drin. Na gut. Könnte natürlich bald rausfliegen und durch ich Bürgergeldle ersetzt werden, aber soweit sind wir noch nicht. Genau. Das heißt, minus 10 Punkte. Minus 10 Punkte an der Stelle. Und bei euch geht's weiter im Studio. Muss ich hier drücken? Oder? Bei mir wieder drauf jetzt? Ja, ne? Genau, ja. So dass bei Fabian. Ja. Fabians Zeit läuft. Ja. Nee, jetzt läuft aber da drückt du. Achso, dann musst du nochmal wechseln. Ja. Okay, ein Blanko, ein Joker hat sich zu Fabian verirrt. Das kann ihm natürlich jetzt beim Aufholen helfen. Aber weiterhin wäre die Priorität irgendwie das Ü weg. Zum Beispiel mit Kür bei Harz. Dann hat er das Ü dort doppelt. 132 zu 44, das ist hier schon ein Ausrufezeichen. Ja, der Bingo. Muss man einfach so sagen, dass, also wenn du so reinkommst, ich meine, das muss man ja sagen, beide Jungs haben jetzt die letzten Wochen trainiert, sich ein bisschen was angeguckt. Und das ist natürlich der Worst Case gewesen aus Fabians Sicht. Du willst erstmal reinkommen, willst verstehen, wie funktioniert das alles. Und kriegst dann sofort sowas rübergeflankt. Das ist natürlich eine Ansage. Ja, und bei Tobi ist es halt. Zum einen ist es Glück, dass man das am Anfang so hat, aber es gibt dann auch das gute Gefühl, dass man das direkt sieht. Dann merkt er auch, er kann das. Nichts ein. Also zwei Halbfinals, ein Finale. Hier geht es quasi drum, wer dann gegen den Sieger oder die Siegerin aus Lisa gegen Lars, das zweite Halbfinale, trifft. Und also aus meiner Sicht ist das meine Lieblingsauslosung auch gewesen, muss ich sagen. Die beiden hier, die wir noch nicht gesehen haben. Die wir noch nicht gesehen haben. Und dann das letztmalige Finale, auch wissend, dass dadurch automatisch ein neues Finale entsteht. Genau. Super, super spannend. Und wirklich hohes Niveau von Tobi, weil man auch sieht, dass er die Prämienfelder bemerkt und im Kopf hat, dass er da hingeht. Also auch jetzt wieder, wobei das da nur das T verdreifacht, aber tötet und holt sich die Loge hatte dann ich gar auch noch. Im Kopf, dass auch das E dran geht. Okay. Ja, die Loge. Klasse. Okay. Super gesehen. Ja. Okay, stark. Ausrufezeichen. Wie viele Punkte sind das nochmal? Also wie gesagt, das kommt auf so etwa 20. Kriegt dann die Punkte für Loge und tötet. Stark. Genau. Heiz. Ja, und man sieht den Unterschied, ohne jetzt hier
ihn zu sehr kritisieren zu wollen, aber das geht auf kein Prämienfeld. Der Zug, der jetzt kam, heizt. Ja. Und das ist dann auch ein Unterschied. Das ist eine richtige Kurzbau. Also 4754. Ben zetert fleißig mit in der Regie und hat da, glaube ich, auch seine Hände voll zu tun, denn hier werden ordentlich Punkte. Ich tausche. Gelegt. Tobi flucht über seine Bank und auch zurecht mit UUI und ich glaube, jetzt tauscht er auch. Genau. Tauscht alles weg, außer EI. Das sind auch die, die ich behalten hätte. Völlig vernünftig. Zwei U's stark. Auf einmal sind ganz furchtbar. Nicht vergleichbar mit zwei E's oder so. Ich glaube, dadurch, dass er eben auch so in der Fußballthematik drin ist, er weiß auch, dass man so Anweisungen einfach umsetzt. Ganz doof genau. Gesagt. So, wenn du halt sagst, er hatte aber auch ganz gezielte Fragen. Also ja. Ich dachte, ich kannte ihn ja gar nicht. Ich dachte, okay, gehen wir erstmal Scrabble gegen durch. Aber er kam an mit, was macht man strategisch in der Situation? Irgendwann muss mein Glück auch zu Ende sein. Aber das macht es auch so spannend, weil Fabian ist genauso ein super akribischer Typ, jemand, der sich gut vorbereitet, der jetzt vielleicht da ein bisschen tief gestapelt hat, aber er ist jemand. Meinst du Tobi? Oder Fabian auch. Deswegen, es sind beides so analytische Typen, würde ich fast sagen. Deswegen ist es eine sehr, sehr spannende Paarung aus meiner Sicht. Okay, jetzt hat er eine Idee, was er mit dem J macht, nämlich Joker anscheinend. Mhm. Oder einfach nur Joke, was noch nicht im Duden steht. Das ist so ein komisches Wort, bei dem man meinen würde. Ist nicht drin. Wäre normal genug auch für den Duden umgangssprachlich, aber ist noch nicht drin. Er könnte jetzt auch quasi das Joker-Plättchen nutzen, um Joker zu legen. Ja, ich wüsste aber nicht warum, weil er ja das E noch hat und er könnte an das R dran. Ja, natürlich, klar. Bei Harz, genau. Man merkt bei Tobi auch, also wenn er aus der Fußballtaktik halt kommt, er überblickt das Brett so gut. Mhm. Also das, was man dann Board Vision nennen würde. Board Vision? Bei ihm. Auch da, top. Ja, Fußballtaktik. Passiert genau. Ja auch viel in so Ebenen. Ne? Also Spiele sind ja auch eher so, was passiert oben rechts, was passiert unten links, ganz doof gesagt. Ja. Das hat er natürlich parat. Aber wie gesagt, auch Fabian ist hier jemand, der immer noch mal für eine Überraschung gut ist. Koje legt sich die Worte auch auf dem Brett hin. Koje ist eine sehr schöne Idee. Damit könnt ihr neben Heiz anlegen von oben nach unten und EH bilden, was gültig ist. Die beiden, das sollten wir vielleicht auch erwähnen mit den zweibuchstabigen Wörtern. Stimmt. Die haben, das kann man im Bild, glaube ich, nicht sehen, haben die Liste da liegen mit den zweibuchstabigen Wörtern. Das sind nur so 70, 80, weil die einfach so viel helfen und man die nicht unbedingt alle so im Kopf hat aus dem normalen Wortschatz. Aber ich glaube, beide haben die jetzt noch nicht wirklich genutzt. Man ist so konzentriert darauf, auf dem Brett was zu finden. Koje ist jetzt natürlich sehr schön. Das J ist weg. Ja, wir sehen allerdings natürlich auch Nü und A liegen auch teils. Genau. Also es sind schon oft dann die auch, wie man so ein Y oder so ein Q mal loswerden kann. Das heißt, normalerweise bei euch sind die wahrscheinlich fast alle eh drin auswendig gelernt. Ja. Auf Turnierniveau. Ja, weil es um so ein bisschen unseren Anfängern leichter zu machen. Bei A ist interessant, ob man vielleicht dran denkt, dass das H vorne dran geht. Dann kann man da noch anschließen und wieder auf den Dreifachen kommen. Das B geht auch davor. Der Bey aus dem Türkischen, die Anrede, aber das hat man natürlich nicht unbedingt im Kopf. Aber da noch ein paar Hs kommen, wird die Stelle vielleicht nochmal interessant. Ah, Tobi hat eins der Hs. Da wird es dann gleich drauf ankommen, ob er das sieht. So, also das sieht schon wieder ganz gut aus mit der Bank. Jetzt kommt auch mal ein bisschen Ruhe rein, finde ich ganz gut. Jetzt sind langsam so, ne? Jetzt Buchstaben im Sack werden weniger. Einzelne Buchstaben sind schon komplett raus wahrscheinlich. Sieht man auch immer unten auf dem Brett, sehen wir es ganz klein. Da ist immer nochmal der Hinweis, welche Buchstaben wie oft drin sind. Das hat mich zum Beispiel irritiert, dass so ein P nur einmal drin ist. Das oder? Sehen auch, glaube ich, alle, die länger Scrabble spielen, als falsch an. Also man bräuchte zwei. Man kann Pappe, Tipp etc. ganz viele Deutsche. Dafür ruhig ein U raus oder ein D raus. Ja. Das, gut. Okay, bei Fabian ist immer noch der Joker. Finde ich gut, dass er den behalten hat und nicht irgendwie weggegeben hat. Er hat natürlich die Chance, sich einen Bingo zu erarbeiten damit. Das sieht jetzt sehr gut aus, was er danach sieht. Noch ein U, das kann er nicht gebrauchen. Okay. Das ist schade. Also aus dem Spiel ist er noch nicht raus. Je nachdem, wenn er da noch gute Buchstaben dazuzieht und dann den Bingo findet, wenn er vielleicht gleich einen hat, dann kann er noch dranbleiben. Weg von Tobi, finde ich eine gute Idee. Scheint er gerade zu legen. W-E-C-K. Ah nee, er entscheidet sich um. Das ist auch schön. Es geht Üben zu Üben verlängert. Ah, aber einer würde fehlen quasi zum Premium-Feld. Ja. Macht er aber trotzdem. Ah, okay. Und legt dann in die Richtung direkt ein an. Ein Hook. Das nennt man einen Hook. Also quasi er verlängert das Wort
er hängt sich da dran als Haken, der Hook. Und kriegt dadurch wieder Punkte. Genau, denn die bekommt er alle nochmal dazu. Ja. Du bist doch nicht in den Genuss der geilen Buchstaben gekommen. Wahnsinn. Also, okay, das ist hier wirklich schon advanced. Ja, Tobi hat schon recht. Er hat gerade gesagt, er bekommt gute Buchstaben schon, aber er ist auch mit den etwas schwierigeren Kombinationen dann gut umgegangen. Das Ding ist, ich rechne selber meine Buchstaben gar nicht aus. Ich bin komplett überhaupt. Ich mach das auch nicht. 206, das ist hier schon eine Ansage. Er ist weit vorne. Das ist hier schon eine Ansage. Auf jeden Fall. Ja. 12 Minuten, 13 Minuten klingen auch noch ganz gut in der Zeit. Wir haben hier wenig Pausen gesehen. Alle legen eigentlich immer zügig an. Spannend. Da schon wieder für Wörter sehen, finde ich einfach schön, wie sich so ein Brett dann so entwickelt, was dann so alles liegt. Das hat sich recht schön jetzt entwickelt, geht in alle Richtungen so ein bisschen. Jetzt muss es dann irgendwie oben oder links noch weitergehen, sonst wird es irgendwann ein bisschen zugebaut. Was ist aber denn Rächer, wird gefragt im Chat. Ich weiß es natürlich, aber... Rächen, den Garten rächen. Ach so, ich räche im Sinne von, ja, das sind die Flexionen wieder, ja. Stimmt, ich im Chat habe ich vorhin auch gesehen, haben wir noch Timon Börner, der auch immer vorne ist bei den Turnieren, mit dem alias Scrabble-Spieler. Also die Nummer 1 der Elo-Liste. Genau, die Nummer 1 der Elo-Liste. Vor dir und Ben. Genau, also eigentlich der VIP, den wir hier haben müssten, der kommt dann nächstes Jahr. Das, Ben hat mich richtig korrigiert, als ich gesagt habe, Nadal und Federer. Aber genau, wir leben in der goldenen Ära. Es gibt noch einen Djokovic, es gibt noch einen Murray. Ja, es gibt nur keinen Boris Becker im Knast. Das gibt's nicht in der Scrabble-Szene. Mhm. Oder doch? Nein. Hm. Wenn ja, würde ich es jetzt nicht sagen an der Stelle. Aber, aber auch der darf über Weihnachten nach Hause zum Scrabble spielen. Ich finde es gut, dass das finde ich einen sehr guten Zug von Fabian, wenn er noch das U auch noch mittauschen würde. U und I passen nicht so gut zusammen, aber die Idee ist gut. Die richtigen Buchstaben behalten für einen Bingo. Und jetzt könnte es vielleicht eher klappen damit. Luminiert. Aber sein luminiert. Problem sind ein bisschen auch die Anlegestellen. Also wenn er einen Bingo hat, wo legt er ihn dann dran? Nee, luminiert, Ulm. Aber Tobi macht ein bisschen für ihn auf, legt ihm da nette Buchstaben hin. Das D ist wie Namen nicht zugelassen, ne? Und das haben wir, glaube ich, heute noch nicht gesagt. Ja, der Däne geht aber, das sind die Einwohner. Geht, genau. Einwohner, aber generell Namen. Orte nicht zugelassen. Ne? Genau. Das D dort oben liegt jetzt zwischen den beiden dreifachen Wortwerten. Das heißt, wenn man das genau überbrücken könnte, wäre das ein neunfaches Wort. Oh, und dann wird er mit einem 150-Punkte-Zug oder so vorbeiziehen. Das heißt, ein bisschen riskant, das da hinzulegen von Tobi, aber war keine so richtig gute andere Möglichkeit in Sicht für ihn. Und jetzt sollte sich Fabian eine Weile Zeit nehmen, um den Bingo zu suchen, der da durchgeht. Spontan sehe ich noch ich keinen. Nee. Sorry, ich habe meine Uhr aber nicht gemacht. So. Lemur, tut mir leid. Modulier passt nicht hin, da liegt das Le falsch. Mhm. Der Zug macht es jetzt natürlich noch mal offener. Jetzt sind die beiden dreifachen Wortwerte noch leichter zu überbrücken. Also das ist so ein Zug, den man im Turnier eher nicht sehen würde, den ich jetzt aber total interessant finde, weil er es damit noch gefährlicher macht da oben. Ist eine Art Vorlage. Es ist eine Art Vorlage, aber er probiert halt auch dann, er muss ja jetzt weit aufholen. Weil quasi nur drei Buchstaben nach links gelegt werden mussten und zwei nach rechts. Genau. Also oben die oberste Zeile. Sehr kreativer Zug von Tobi. Hat sechs Konsonanten gehabt, legt zwei an Räche dran. Macht Freches daraus. Das finde ich immer schön, diese Möglichkeiten zu entdecken. Ja. Also er hat wirklich viele verschiedene Arten von Zügen auch auf dem Schirm, merkt man schon. Ja, Wörter verlängern haben wir bei ihm ein paar Mal gesehen. Kurze Worte haben sie beide auch bei sich liegen. Premiumfelder hat er im Blick. Genau. Also ganz, ganz viele Basic-Taktiken, möchte ich fast sagen. Macht echt Spaß, das zu sehen. Ja. Und ich hätte jetzt doch ganz gerne ein mobiles Kamerateam, was zu Lisa und Lars ins Büro geht. Ich würde gerne sehen, was die beiden denken. Ja, ich glaube, Lisa darf es ruhig mit der Angst zu tun bekommen. Finde ich gut, denn das könnte ein super spannendes Finale werden. Sie muss auch erstmal gewinnen gegen Lars. Absolut. Ich freue mich da riesig drauf. Das ist schön. Wir sehen dasselbe Wort nochmal, das wir vorhin hatten. Die Loge und direkt in derselben Zeile ist nochmal die Loge. Ah. Ah, ja. Stimmt. Wurf für Tobi wieder auf den dreifachen Wortwert und damit macht er natürlich diese Stelle oben auch zu. Ja, das stimmt. Das wird nichts. Nee.
war vielleicht nicht der große Wurf, aber es hat zumindest verhindert, dass er da oben dick punkten kann. 100 Punkte zu 200. Ja, bei Fabian merkt man auch, den Joker zu haben, kann auch eine kann Last leben, sein. Ne? Es kann, genau, es kann es schwieriger machen. Muss man sagen, zwei Blankos, also diese Blankosteine, das sind immer dann, im Deck. Ja. Das heißt, einer ist auch, müsste noch im Säckchen sein. Ne? Einer kommt noch, genau. Mhm. Könnte durchaus den zweiten noch dazu bekommen. Ja. Er hat häufig das Pech, dass er Buchstaben doppelt zieht. Das macht es nicht einfacher. Dann hat man weniger Möglichkeiten. Also das Pech ist schon auch bei Fabian. Aber ganz spannend sieht man bei Fabian, er versucht sich die auf dem Brett schon die Worte hinzulegen. Bei Tobi passiert das eher weniger. Ich habe den Eindruck, dass Tobi das sehr gut im Kopf hat, durchgehen kann. Ja. Genau. Und das zeigt immer das Scrabble-Talent schon an. Ja. Wollte auch letztes Jahr schon mitspielen, muss man sagen. Kam dann recht kurzfristig, da stand er schon. Also der hat da schon drauf gejiepert. Würde mich nicht wundern, wenn er auch bei Mattel angerufen hat und gesagt hat, mach doch nochmal die Scrabble Night. Unter dem A, ja. Er hat, glaube ich, auf dem Schirm, dass das V der Buchstabe ist, den er hier loswerden will. Van, ja. Van, eine Option dafür. Ohne Van und Aber. Sehr schön. Schon gehört, du bist der Typ für die Karlauer. Naja, ja. Ihr seid die Experten. Ich kann nur daneben sitzen. Schade, ist alt. Er hat weiterhin das H für Hey links unten. Mhm. Und könnte es jetzt gleich gut nutzen mit Huld oder His von Hessen. Ah, ja. Sehen wir dann, ob er das auf dem Schirm hat. Hey wären aber auch immerhin 11 Punkte durch das Y. Was kriegt er dafür das H? Doppelter Buchstabenwert. Genau, also das sind 15 in die eine Richtung und dann eben in die andere Richtung. Hm. Zählt das Buchstabenfeld auch nochmal. Also wenn er da runterkommt, sind das etwa 40. Ah, ja. Genau. Mhm. Ja, spannend. Prima. Okay. Ja, jetzt gehen Fabian so ein bisschen die Möglichkeiten aus, noch ein Comeback hinzukriegen. Und das ist jetzt die Art von Zug, die mir an der Stelle nicht gefällt, wenn er noch aufholen will, weil er den Platz zumacht oben, an dem er noch einen Bingo dran legen kann. Also wenn er jetzt einen Bingo zieht mit den Buchstaben, dann wird es schwierig, wo soll er noch hin? Und er hat die freien Buchstaben, das U da oben ist kein guter Buchstabe dafür, aber das R hat er auch ein bisschen damit zugemacht. Und damit wird es schwierig. Ja, ans F geht nichts ran, also das wird wirklich schwierig. Aber klar, das ist am Ende dann natürlich auch Erfahrung einfach. Ja, ne? Die Jungs haben natürlich auch viel online trainiert. Das ist immer was ganz anderes, als wenn du das Brett wirklich dann vor dir hast. Ja, und sie müssen richtig schnell spielen, also 20 Minuten. Das ist wirklich kein Witz. Ja. Ja. Da trifft zwar das Fernsehen, kommt dann langsam an seine Grenzen und YouTube. Aber 20 Minuten ist wirklich ein Akt. Gerade als Anfänger überlegt man ja auch länger und auch länger sieht, um das Geschehen nachzuvollziehen. Trotzdem hier schon 114 Punkte für Fabian, 279 auf der anderen Seite für Tobi. Und der Sieger trifft dann auf den Sieger von Lisa gegen Lars, unserem zweiten Halbfinale. Außerdem sehen wir noch Alex gegen Ben antreten, die Nummer 2 gegen die Nummer 3 der deutschen Elo-Liste. Wobei Ben so ein bisschen mein Angstgegner ist bei Turnieren. Also ich finde es sehr schwer, gegen ihn zu spielen. Ich habe auch nur so einen Turnierbericht gelesen, dass ihr wohl so ein an Spannung nicht mehr zu überbietendes Spiel hattet. Wir hatten bei der DM dieses Jahr, sah es lange so aus, als würde ich ins Finale kommen. Und dann war die Konstellation, ist die Konstellation am Ende so, wenn zwei Leute noch die Chance haben auf den Finaleinzug, werden die direkt gegeneinander gesetzt. Und ich habe in den 2-3 Runden davor habe ich mir Niederlagen geleistet, sonst wäre ich schon durch gewesen. Dann musste ich in der letzten Runde gegen Ben und dann habe ich um 10 Punkte oder so verloren. Also und das sind so die Spiele, gegen die man gegen Ben hat. Wahnsinn. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Gegner. Ja, Ben ist, als wir mit unserem Redakteur Timo hier die ersten Gespräche hatten, er analysiert sofort den Namen, macht da Anagramme mit und so weiter. Also da, auch ein bisschen anstrengend bei euch dann. Ja, man muss immer überlegen, welches Wort nett sagt man da bei euch, weil ihr sofort ein Anagramm daraus macht. Geht direkt los, ja. Also 8 Minuten noch und 9 Minuten auch Zeit wird, glaube ich, hier am Ende vielleicht nicht so eine große Rolle spielen bei den beiden, aber zeigt auch, dass die beiden nicht so weit weg sind. Und bei Fabian immer noch der eine Joker, ein zweiter ist also noch im Säckchen drin. Ja, und jetzt ist guter Rat teuer, wo soll er noch irgendwie was rausholen? Und man merkt, dass er auch gerade nicht weiß, wo geht's hier weiter auf dem Weg. Das ist jetzt alles zugebaut tatsächlich, es sind kaum Anschlussstellen da. Ja. Ah ja. Haben wir überhaupt einen Muslim? Ah, sind noch ein paar weniger. Nee.
Problem ist, ich bin mit diesen Tobi Buchstaben... Tobi guckt nochmal, ob nicht irgendwo ein C frei liegt oder ob er doch noch eins auf dem Brett hat. Mhm. Für das SCH. Der zweite Joker kommt zu Fabian, aber zum denkbar unnützen Zeitpunkt sozusagen, ja. Manchmal hat man sie das auch erlaubt, am Ende des Spiels noch auf der Bank, weil man sie dann nie eingesetzt hat. Ja, ich habe, glaube ich, auch schon Loge doppelt gelegt. Ja, das ist irgendwie ein Sidequest von den beiden, Wörter doppelt legen. Loge zweimal, Drums zweimal, auch wenn das U da eher so ein... Ich kenne Fabian, ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne Fabian, das triggert ihn gerade mehr als alles, was er auf der Bank hat. Er darf das korrigieren, er darf das ja umdrehen, aber... ja. Ich will wissen, ob er das umdreht noch oder ob er das stehen lassen kann. Wahrscheinlich alle noch los, aber ich so wie das da liegt. Mehr, was irgendwie so. Ja, Tobi scheint fast mehr zu hadern als wir. Haben wir auch kein alle gelegt, aber den Zug habe ich leider lange verpasst. Ja, jetzt, ja, jetzt wäre es ja schön, wenn das er noch freiläge, zwei Wurf, dann könnte er den Computer. Profis würden jetzt hier oh ja, hast dann locker da oh ja, oh ja, gut. Man merkt, du hast schon mal gespielt vorher. Ich habe schon mal gespielt, ja. Ich habe ein bisschen geübt. Schön, ja, ja. Die Leute bereiten sich vor, stimmt. Eigentlich an attraktiven Stellen gibt es jetzt nur den dreifachen Wortwert links unten mit dem R. Mhm. Da kann er jetzt die Joker einsetzen eigentlich, um da noch Punkte zu holen, denn die bringen ihm sonst nichts mehr. Oder er legt Trump und guckt, ob das liegen bleibt. Solange jetzt nicht nochmal gewählt wird. Ja. Tötete kann man auch nichts nochmal weiter konjugieren, oder? Das T geht schon noch dran. Ihr tötetet. Tötetet. Mhm. Genau, das wird dann doppelt zählen. Da hätte er noch die Punkte abstauben können. Aber ja, man merkt den Unterschied bei der, wie schon gesagt, Board Vision. Mhm. Also wer sieht, an welche Stellen sollte ich jetzt was legen? Im Gegensatz zu, welche Buchstaben habe ich, wo lege ich die hin? Mhm. Also das ist immer so einer der ersten Tipps, die ich gebe, dass man auf dem Brett guckt, welche Stelle will ich besetzen und dann überlegt, wie kann ich da hin mit meinen Buchstaben? Mhm. Nicht andersrum auf die Bank schaut, welches Wort habe ich. Und dann, ja toll, wo geht's jetzt hin? Mhm. Rin? Rin? Hoffentlich noch mit dem zweiten N. Rind? Rind. Mhm. Ja. Das ist eine Kuh, quasi ein anderes Wort für Kuh. Ja, genau. Oh, nee, keine mehr. Fabian hat auch eine Kuh auf der Bank, wenn ich da direkt anschließen darf. Mhm. Mhm. Mhm, aber anders geschrieben. 10 Punkte ja, sehr und schön, ja. Zwei Buchstabenwörter, die man hier irgendwie raushauen kann. Ja. Beim Q ist das Zwei-Buchstaben-Wort eben immer QI. Qi ja, wie in Qigong. Und genau das. Das sieht er auch. Gut, dass er das Schema hat. Er aber auch vor sich nicht liegen. Klassiker des Skripts. Ja, genau. Die Zwei-Buchstaben-Liste. Und ich glaube, sie sind fast am Ende mit den Buchstaben, also sehr gut mit der Zeit hingekommen. Ich weiß nicht, ob das gilt. Das werden wir gleich ganz so gerne anzweifeln. Ja, okay, schauen wir mal. Das bringt ja nichts, wenn es zwei nee. Nicht viele Punkte gibt. Oh, wo sollen das herkommen? Das ist Wort? Die nordische Hölle, oder nicht? Das stimmt. Ja. Sagenbegriffe sind sehr schwierig. Es ist, glaube ich, sehr uneinheitlich, ob die gültig sind oder nicht. Ja. Fabian, ist das eins von denen, die gültig sind. Ich will jetzt hier nicht deine Stimmung vermischen. Es ist sowieso egal. Es ist, glaube ich, relativ egal. Ich habe Haushoch verloren, von daher können wir es ruhig stehen lassen. Ich muss noch gucken, ob ich das hier noch loswerde. Wir machen da keinen Hehl draus, dass es ungültig gewesen wäre, aber... Fabian ist da nicht päpstlicher als der Papst. Ich werde jetzt. Es ärgert mich so, dass ich die jetzt nicht mal alle zusammen los. Da spricht man quasi von einem Phony, ne? Ist der Begriff, genau, wenn man quasi ein Wort legt, was sich dann als ungültig herausstellt, aber man damit davon kommt. Ich merke jetzt erst, dass ich das einen Buchstaben von Drums liegt, der hier falsch rum drauf. Mhm. Ah. So, jetzt ist Fabian. Du wolltest wieder im Spiel. Die ganze Zeit rüberlaufen. Ja. Okay. Ja, bestimmt ein paar Menschen, die ja, wir haben bei Fabian wirklich dieses Joker-lähmend, ne? Heute ein bisschen erlebt, beziehungsweise dieses, die leeren Plättchen, dass absolut, die so ein bisschen. Ja. Ja. Die 4 Minuten 40 nehme ich mir jetzt noch. Gönn dir. Ja, es ist schwierig, das alles in der Zeit zu durchdenken, gerade wenn man es auch in dem Rahmen zum ersten Mal macht. Ja. Ja. Das F, ein einsames F bei Tobi, fast die Frage, ob er das noch irgendwo hinlegen kann. Da gibt es das Wort Fa, wie in das geht. Die Singsilben, Do, Re, Mi, Fa, So, Ja. Mi. Und deshalb kann er das da hinlegen. Ansonsten wird es schwierig, aber er hat ja die zwei Buchstaben da vor sich liegen. Sonst, wenn er das nicht mehr los wird, dann muss er halt jedes Mal passen und Fabian kann dann das ist ärgerlich. Eins nach dem anderen loswerden. Mhm. Ja, es ist ärgerlich, wenn man die beiden Blankos hat und sie am Ende dann... Komm, ja, irgendwie raus. Keinen Weg damit gefunden.
Dann ist das Drama vorbei. Dann ist das Drama vorbei. Was ich jetzt machen würde an der Stelle, wenn man so stark schon verloren hat. Ich will irgendwo noch schlau diese Steine loswerden. Wege, die beiden Joker einfach mal für 0 Punkte hinzulegen quasi. Also um das S drum und irgendwie einen 1-Punkte-Zug machen. Weil es aus Trotz sozusagen. Oder er denkt sich noch irgendein schönes Wort aus, was er schon immer mal legen wollte. Jetzt also das richtig, damit ich eine schlaue Sache in dieser Runde gemacht hätte, aber es, nicht mehr das gelingt mir jetzt noch. Es ist auch gerade nicht mehr viel anzulegen. Ich klicke mal. Genau, es ist an. Zu dem Zeitpunkt kann er jetzt nicht mehr viel ausholen. Ja. Ist das ein Wort? Ja. Okay. Was ist der Blank? Dann beenden wir das Spiel mit einem Fa. Tim, das ist ein gutes kein Wort. Laut dieser Buchstabenliste ist es ein gutes Wort, die wir hier vorliegen haben. Ja. Und ich behalte dann noch den zweiten Joker übrigens. Das ist ungünstig. Er sieht aber, sogar das Fa. Ja. Das war's. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut Wort. Also, Chapeau für Tobi. Chapeau, ihr beiden hört uns. 300 Punkte aus dem Stand. Richtig stark. Könnt ihr uns hören? Ja. 310 Punkte zu 149. Das war eine sehr schöne Partie, sehr schönes Brett, was ihr da gelegt habt und vorgelegt habt. Tobi, das bedeutet für dich den Finaleinzug und mindestens die eine oder andere Schweißperle bei Lisa und Lars. Das wird gleich das zweite Halbfinale sein. Fabian, wie ging's dir? Wir haben gesehen, du hattest relativ schnell die Blankos gezogen, am Ende sogar beide gehabt. Hat dich das mehr gelähmt, als es dir geholfen hat? Es hat mich generell gelähmt, dass Tobi einfach am Anfang blendet und Nixon gelegt hat, wo ich gedacht habe, wow, krass. Ja. Tötete, handele und danach lag da schon relativ viel auf dem Tisch und ich hatte, glaube ich, ehrlich gesagt, hatte ich gute Bretter. Also ich habe dann einfach, ich weiß nicht, war so unter Druck, dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss jetzt auch schnell 4 Punkte machen und wollte aber auch nicht zu viel Zeit vergeuden. Hab das einfach nicht gut gespielt, muss man ganz klar sagen. Und dann war es irgendwann, ich habe ab und an mal so ein bisschen auf die Punkte geschielt. Und je weiter man in Rückstand gerät, desto schwieriger wird es dann auch noch der Fail mit Hearts, wo ich mir sicher war, das gibt es nicht. Hätte es, ich möchte einmal noch fragen, hätte das gezählt? Nein. Gut. Aber da kam es dann nicht mehr so drauf an. Also von daher, Tobi, du hast das super gespielt, du hast da hammergute Wörter hingelegt, von daher total verdient gewonnen diese Runde. Tobi, wir haben es gesagt, du bist direkt mit einem Bingo gestartet. Das ist quasi wie nach Anstoß direkt ein Tor schießen. Wie ging es dir dabei? Das war so wichtig, weil ich war so nervös und dann halt direkt habe ich gesehen, dass da diese, ich habe gesendet drauf und ich habe halt dann wirklich in der ersten Sekunde angebetet, dass du ein RE legst, damit das halt aufgeht, weil ich habe das sofort gesehen und dann, wenn du in der ersten Bingo hast, dann ist die Anspannung weg. Dann siehst du auch Wörter, die du sonst nicht siehst. So sage ich ganz ehrlich. So, weil ich habe heute Mittag habe ich mit Antje eine Runde gespielt, Probe, da habe ich 210 Punkte gemacht und das habe ich jetzt mal einfach um 100 Punkte überboten. Also Tobi ist eine Turniermannschaft, das sieht man, kann man jetzt schon sagen, ist im Gegensatz zur deutschen Mannschaft auf jeden Fall auch weitergekommen. Trotzdem, das war sehr kompetitiv, Fabian. Sehr schöne Wörter, die ihr euch da beide gelegt habt. Mehrere auch so schön, dass ihr die doppelt gelegt habt direkt. Wir sehen gleich noch dich wieder, Tobi. Ja? Darf ich einmal kurz noch um die Einschätzung meines Trainers fragen? Hat er mich jetzt auch beobachten dürfen? Hat er mich trainiert? Ja. Bist du zufrieden, Alex? Ja, großartig. Ich habe beim Spiel schon gesagt, man merkt, dass du den Überblick hast über das Feld, wo die Prämienfelder sind, wo du hingehen solltest. Ja, viele tolle Ideen dabei, ganz klasse. Ja. Und 318 ist schon so im Bereich von 4 Turnierscores. Ja. Stark. Richtig gut. Wahnsinn. Also, vielen Dank, ihr beiden. Bleibt ruhig noch sitzen, denn wir genehmigen uns hier erstmal eine Pause. Tobi sehen wir also gleich noch wieder im Finale gegen den Sieger oder die Siegerin. Lisa gegen Lars ist gleich das zweite Halbfinale. Alex, du wirst gleich rübergehen und einmal tauschen mit Ben. Und ganz zum Ende sehen wir auch noch euch beide gegeneinander spielen. Vorher testet ihr auch noch das neue Fallengefahr von Scrabble, von Mattel. Also das sehen wir heute auch noch in Action. Jetzt atmen wir aber einmal gleich durch. Dann geht's weiter mit dem zweiten Halbfinale. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zur großen Rocket Beans Scrabble Night. Zusammen mit Mattel treten die besten Spieler und Spielerinnen von Rocket Beans gegeneinander an beim größten Spiel der Menschheitsgeschichte, Scrabble. An meiner Seite ist jetzt Ben. Das Streamteam ist wieder vereint, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt den Genuss, gleich das zweite Halbfinale hier zu kommentieren. Kurz aber noch mal ein Rückgriff auf das erste Halbfinale. Tobi gegen
Fabian, deine Analyse. Du hast es ja aus der Regie gesehen, hast die Punkte mitberechnet. Direkt mit einem Bingo starten. Das ist immer das, wie man, wie es ja eben auch schon angesprochen wurde, das ist einfach, dass es läuft. Man hat das Gefühl, ja, man sieht, was man will. Das ist einfach schon mal sehr schön. Und was mir sehr auffiel, beide haben unglaublich schnell gespielt. Also das ist auch immer so eine Gefahr, wenn man sich anstecken lässt. Also tatsächlich wird das oft auch kritisiert, dass Leute sehr, sehr schnell spielen und sich dann eben andere anstecken lassen. Aber das Niveau war sehr, sehr ordentlich. Also grad, wie Alex schon gesagt hatte, über 300 Punkte, das kann was. Und vor allem auch immer wieder dieses sehr taktische. Also dass man wirklich im zweiten, im dritten sich überlegt hat, was mache ich in zwei, in drei, in vier Zügen. Also das hat man wirklich sehr stark gesehen. Und da war Fabian, glaube ich, so ein bisschen nervös einfach und so ein bisschen, er kam nicht so richtig in die Partie rein. Also er hat keine Bänke gekriegt. Und gerade wir hatten ihm natürlich gesagt, die Joker möglichst für einen Scrabble aufbewahren. Ja. Aber dann war es so ein bisschen auch so ein Fluch mit den Scrabble, mit dem Jokern. Und ja, das war schade. Also da freue ich mich schon auf nächstes Jahr, wo er sich gut verbessern kann. Sehr aber gut. Ja, also auf jeden Fall, das hat gezeigt, dass beide da am Start sind. Übrigens, wenn hier Wörter angezweifelt werden, dann schauen wir auch gerne immer noch mal in die offizielle Liste rein, die du uns dankenswerterweise mitgebracht hast. Scrabble-info.de, da kann man das auch sich bestellen. Genau, da kann man über unseren Verein das bestellen, Scrabble Deutschland e.V. mit Sitz in Hannover und die sind zum Selbstkostenpreis eben bei uns erhältlich und das ist immer die aktuelle Dudenauflage oder ein Derivat davon oder ein, nicht Derivat, ein Ausgabe. Ja, also ein Ablage. Genau, also daraus abgeleitet, eine Ableitung, kann man so sagen. Fast ein Bingo gelegt im Kopf, aber genau. Nicht wirklich, ja. Ja. Okay, also das kann man gerne mal auschecken. Generell Scrabble-Info, da gibt's auch so einen ganz schnellen Turnier-Checker, wo man Worte auf Gültigkeit überprüfen kann. Jetzt allerdings will ich aber unsere Kandidaten im zweiten Halbfinale die Köpfe schütteln. Warum auch immer. Lisa, ich muss ganz kurz fragen, Lisa Lars, ihr habt das erste Halbfinale ja verfolgen können. Wie geht's euch jetzt? Geht so. Ich bin so ultra nervös, ey, das ist richtig krass. Also das war gerade ein heftiges Niveau, was da vorgelegt wurde von Tobi, muss man schon sagen. Holy shit. Lars, wie ging's dir? Ich bin komplett Müdigkeits-High. nee, das war schon echt beeindruckend. Also ich möchte halt einfach nicht, dass Lisa gleich mit dem ersten Zug ein Bingo legt. Das ist alles, was ich möchte. Weil das hätte mich so demotiviert. Also, beim Zuschauen war ich total demotiviert. Ich wollte am liebsten die Sendung abschalten, ja, als ich das gesehen habe. Gut, ich hoffe, dass das keiner der Zuschauer heute macht, sondern dass ihr fleißig weiterguckt, denn das ist das Finale aus dem letzten Jahr. Das muss man einmal sagen, Lars und Lisa hier mit der Römisch 2 dahinter. 20 Minuten auch für euch jeweils und ich bitte euch einmal die Auslosung zu machen, um zu sehen, wer anfängt, einen Letter ziehen und dann schauen wir, welcher Buchstabe näher am A dran ist. Mein Vorteil ist einfach, ich kann ja nicht verlieren gegen dich. Also du hast halt einfach den Megadruck. M. Und ich bin komplett gechillt. Ich hab das U. M und U, damit das heißt du, mein lieber Lars, H-I-J-K-L-M. Okay, dann mach ich das wieder rein? Ja. Lars fängt an und das könnte ein Stück weit kooperatives Spielen auch sein. Mal gucken, wie lange Lars wach bleiben kann heute. 20 Minuten Zeit auf der Uhr, dann wünsche ich euch viel Spaß. Gut Wort, Larsi. Gut Wort. 7, ne? Ja. Gut, im Studio kann man uns jetzt nicht mehr hören, wenn... Oh, fuck, ey. Lisi, wir machen einfach ein schönes Spiel. Ja, wir machen uns Spaß. Jetzt ein richtig schönes Spiel. Ja. Hast du schon gedrückt, um Gottes Willen? Nee. Nein, habe ich nicht. Ja, sehr gut. Oh, da kommen schon richtig viele Buchstaben hoch. Ei. Ah, ein bisschen vokallastig. Oh ja. Ui, ja, da ist alles dabei. Jetzt ja? Ja. Er. Und Lisa zieht auch ihre 7 Spielsteine. Oha, wäre eine Idee. Damit macht man nicht viel, legt man dem Gegner nicht viel hin. Und eine, also als Ausruf, eine ist eben... Ein sehr schöner Rest. Könnt auch O und A tauschen. Das ist so eine Bank, ja, die am Anfang will man nicht so gerne haben, weil einfach man so nicht so genau weiß, was will ich eigentlich damit machen. Bei ihr ist schon sehr schön gleich, wenn er etwas ablässt und ablesen, da ist gleich schon... Vergiss nicht, dass du auch tauschen kannst. Also wenn er anfangen kann, sie will, dass er tauscht. Ja, ja. Sie versucht, ihn gerade ein bisschen reinzureden. Das ist
so dieser Dirty Talk oder Small Talk ist eigentlich nicht erlaubt beim okay. Beim Dirty Talk mir, auch nicht oder also beides nicht. Eigentlich gar nicht, also nichts Überflüssiges, ja, aber also vor allem soll man jemanden halt auch nicht in irgendwelche Skrines drücken ins Anzweifeln zum Beispiel reinreden, ja, oder so, okay. Das soll man einfach nicht machen. Gerade Anfänger. Oh, und jetzt kann man ein sehr schön zu Rocket Beans passendes Wort legen. Das macht sie natürlich sofort. Sehr schön. Und das sind wahnsinnig viele Punkte. Sie macht eben aus ohne Bohne und kriegt dann auch die ganzen doppelten Wörter. Ich dachte gerade, wieso ist denn Bläs zu Rocket Beans intern? Okay, Bohne ist das Wort. Also, sehr schön. Ich kenne ja nicht alle intern, aber Bohne. Legt um die Ecke an. Genau, ja. Der Hook, wie wir heute gelernt haben. Und das sind halt gleich mal. Eigentlich mal 35 Punkte gewesen. Ja, das zeigt, wie Wahnsinn. Stark es ist, sowas abzumelken. Ja, sie hat das A interessanterweise behalten. Sie hätte auch Ablässt machen können für 2 Punkte mehr, aber sie sagte, das A ist ein guter Buchstabe in dem Moment. Okay, da war ich mir nicht sicher, ob das mit Doppel-B dann geschrieben werden würde. Nee, das ist von, von Abblasen schreibst du mit Doppel-B, aber von Ablesen schreibst du mit einem B. Gut. Na bitte. Oh, im Chat. So viel zum Dirty Talk auf jeden Fall. Im Chat hätte er jetzt übrigens ein Rauch, wird gesagt, also ein Rauch hätte legen können, sehr schön. Oh. Ehre. Zikade sehen wir dabei. Viele Punkte schon, aber gar nicht so wenige. Viele, das sind. Ehre. Schade daran ist, dass er das C und das H aufbricht, weil eigentlich war das C und das H ganz, ganz gut miteinander harmonieren. Wenn man jetzt nicht gerade ein Rauch sieht. Ehre genommen, sehen wir da Ehre gelegt von Lars. Da bin ich, es ist schön, wie sich das Brett dann so langsam formt. Also Zikade könnte sie übrigens jetzt oben drüber legen, also quer, und dann eben Abbläst, Do und E legen. Das wäre ein legaler Zug, der sehr schön wäre. Mal gucken, ob ihr den sieht. Das wäre jetzt ganz große Klasse. Katze. Oh, okay. Oh ja, oh ja. Also, okay. Und würde damit 4 Wörter auf einmal legen. Wahnsinn. Also das ist möglich. Das traue ich ihr zu. Und also das wäre jetzt ein Weg, sehr schöner Zug. Was ist mit der Akazie? Akazie geht. Nee, ja, doch, doch. Oh, guck mal. Akazie ist schön, aber ich sehe nicht wirklich einen schönen Platz dafür. Nee. Akazien würde natürlich gehen, aber dann würde sie eher was mit dem T machen. Also wie gesagt, Katze mit dem T ist ein solider, normaler Zug. Ah ja, da unten. Ja. Mhm. Die Zikade wären da 30 Punkte, das wäre schon sehr schön. Ach, schön. Also ich freue mich richtig, dass das Finale jetzt hier im Halbfinale vorgezogen wird. Wir haben einen starken Tobi wartend, der sich das hier ganz genüsslich angucken kann. Und auch noch mal ein bisschen studieren kann. Ja. Seine Gegner oder seine Gegnerin. Katze macht sie. Katze macht sie, genau. Jede Variante. Wir haben gesehen, sie hat andere Wörter auch gesehen auf dem Brett. Ja. Entscheidet sich für die Katze. Aber sie tauscht, er tauscht. AI behalten, das ist eben diese Grundregel, dass man Inserat behält. Wir hatten das mit den Spielern eben schon besprochen. Das so als eine Grundregel, was mache ich beim Tauschen? Und eine Grundregel, die wir immer ans Herz legen, ist dieses Merkwort Inserat, daraus die Buchstaben zu behalten. Mhm. Weil ich einfach danach meistens spiele. Es gibt noch ein paar andere Regeln, wie CH zusammenhalten, SCH zusammenhalten. Das sind alles Fragen, die ich werde. Doppelbuchstaben weglegen. Mhm. Und er kriegt sehr schöne Buchstaben zurück. Und er hat mindestens 25 Scrabble. Anteile? Ja, sehr hübsch. Was noch? Initial? Nee. Nee, das kann ich. Anteile. Aber ich glaube schon. Es gibt das, ich sehe nur Anteile gerade. Also ähnlich gibt es noch. Anliegen. Nee, ja, Anleite? Ja. Okay. Oder Anleiten. Anleiten. Und da würde er bis oben an den dreifachen Wortwert kommen. Das heißt, er würde knapp 80 Punkte machen. Das wäre natürlich sehr schön. Die Ehre gibt es auf jeden Fall. Ach so, ja, und das Grüne oben in der Mitte, ne? Das mittlere grüne Feld. Ich glaube, Anliegen gibt es noch, dann könnte er Anliegte machen. Anleite. Ja. Und er legt sich auch so hin. Er hat's gesehen. Er sieht's. Also ach, das schön. Wird jetzt schon ein richtig spannendes Spiel, weil. Das freut mich. Sie hat nicht so schöne Buchstaben. Nee, und er sieht's, ja, er zwinkert in die Kamera. Und er sieht's und er freut sich schon. Und er hat auf mehreren Stellen. Also das N und Bohnen müsste, eins von beiden muss aufbleiben. Ne? Also im Moment kann das halt hinlegen, entweder bei dem N. Sie tauscht und damit. Kriegt er jetzt den 80-Punkte-Zug und dann wird es richtig geiles Spiel. Weil jetzt und er sieht es auch richtig. Er wollte sieht es auch richtig. Er sieht es auch an der richtigen Stelle. Leute. Mega. Leute. Und da sieht man, wie wichtig das Tauschen ist. Er hat vorher getauscht, keine Punkte gekriegt, aber jetzt kriegt er die 80 Punkte. Und jetzt ist es ein richtig schönes. Er macht es. Und Spiel. Guck, Lisa. Und Lisa. Lisa Splix, wie hoch geht das noch? Gleiten, bleiten, nein, anleiten. Oh, das ist klasse. 106. Ja. Ein sauberes Ding. Boah.
Also, 80 Punkte. Ja. Lars hat selber gesagt, er ist seit 3 Uhr wach. Weißt du, wie viele Punkte das sind? Schwere, der hat hier 6 Red Bull wahrscheinlich schon intus. Und Lisa, das muss man ihr mal zugutehalten, hat natürlich den Druck. Ja. Letztes Jahr war es noch so ein bisschen, man weiß nicht, wie stark sie ist. Jetzt wissen alle, wie stark sie ist, weil es dokumentiert ist durch ein 3-Stunden-Video online. Ja. Und alle wissen natürlich, dass es hier geht, sie zu schlagen. Wobei das, gerade dieses Adrenalin, also das darf man nicht unterschätzen, wenn man ja. nur noch auf das fokussiert, hinterher ja. komplett im Eimer ist. Aber also kleine Anekdote, ich habe mir mal bei einem Turnier am Abend, Freitagabend, den so Finger halb abgesäbelt, der gerade so, also so halt Brot geschnitten und dann war da eine Wunde. Und dann hat das die ganze Nacht gepocht. Also es wurde notdürftig verarztet und es hat die ganze Nacht gepocht. Es hat höllisch wehgetan. Und am nächsten Tag war ich sowas von voll Adrenalin, alle Spiele gewonnen und alles lief. Also, aber es tat halt weh wie sonst was. Zum Vergleich, Lars ist der Typ, hat mir kürzlich erzählt, dass er sich 2-mal an dieselbe Stelle mit dem Finger geschnitten hat, innerhalb von unter 24 Stunden. Also der Mann lebt Adrenalin. Vielleicht hat er das jetzt auch gerade gemacht, damit er mich hier so einruft. Hab die Geschichte letztes Jahr ihm erzählt, vielleicht. Ewe sehen wir da wieder, habe ich letztes Jahr nochmal gesehen im alten Video. Ewe das, als Jet, das war ein sehr schöner Zug von Lisa übrigens. Jet für 20 Punkte. Vor allem hat sie dadurch Jetlag das störende J. Ja, aber dann könnte sie noch machen. Die Bahn. Oder? Da bin ich gespannt, ob da was ist mit dem Tausch wieder. Das ist ein guter Tausch. Absolut in Ordnung. Ich habe zwar nicht ganz gesehen, was er hatte, aber. So, da sehen wir den ersten Joker auch bei Lars. Und jetzt bin ich gespannt, ob er das. Und er hat wieder Hammerbuchstaben. Er hat tausende Scrabble. Und sie hat gute Buchstaben, aber ich sehe da noch nichts. Weiß nicht. So Halsige oder Halliges ist nicht gültig jeweils. Das kann ich schon mal sagen. Ja, also im Chat steht, Lars geht ab und das kann ich nur beipflichten. Vor allem eben auch mit den richtigen Buchstaben. Also das sieht man natürlich, wie wichtig ist es, gute Buchstaben zu ziehen. Ja, also, das hilft beim Scrabble präzise auf jeden ziehen, Fall. Ja. So, er überlegt, kriegt er ein Scrabble zusammen mit den Buchstaben? Das wäre natürlich, also, das wäre für Lisa auch moralisch ganz schwierig, wenn er das jetzt hinkriegt. Aber Lisa ist dran, ne? Ja. Lisa ist aber, also da bin ich jetzt gespannt, was er sich da, was er sich da hinlegt. Also, Saaten. Ich will mal nichts verraten. Also es sind auf jeden Fall im Moment auf dem Brett, das ist ja wahnsinnig offen, durch den Scrabble mit Anleiten kann man überall hinlegen. Man kann unten an das E quer einen Scrabble legen, man kann an beide E's, sowohl von Ehre, als auch von Katze, als auch von Bohne. Man kann Bohne zu Bohnen verlängern und dann alle Buchstaben von anleiten. Also da sind wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und sie hat halt so eine Beinahe-Scrabble-Bank. Das sind die schlimmsten. Wenn ich sage, ich habe beinahe ein Scrabble. Es gibt so eine Variante, die man bei Turnieren so abends mal ganz gerne spielt. Dann darf ich einen Buchstaben umdrehen und das ist nochmal ein zusätzlicher Joker. Das wäre jetzt für sie perfekt. Da könnte sie sehr viele Sachen machen. Will er was trinken? Achso, er überlegt sich, ob Sahnende gibt vielleicht. Ja, ist ein sehr guter Gedanke, weil es gibt. Sahnend. Sagende geht natürlich, Sauende geht. Sagende wäre natürlich das Name. Die macht jetzt. Wie heißt dieses Schiffsding? Heißt das Semant? Nee, wie heißt das denn, diese? Sextant, ja, okay, nee, das geht natürlich nicht. Ja, also sie muss jetzt relativ wenig Punkte legen und hat diesen Scrabble. Er hat den nächsten Scrabble, Liesend, also da gibt es jetzt ganz viel. Landseen, Asenden gibt es. Tja. Verschwenden, also da. Und er sieht Sagen, da bin ich mir relativ sicher. Also eins davon wird er sehen. Und alles, was er gerade überlegt, geht. Boah, okay, jetzt bin ich schon wieder Team Lisa auf jeden Fall, weil das, wenn das, also das hat sie jetzt auch nicht verdient. Das hat sie auch nicht verdient. Nein, aber so passieren Spiele. Also das ist. Ja, aber also, er denkt an Sahne, glaube ich. Das irritiert mich gerade. Und sie ist wieder so beinahe, ne? Also, hey, der Typ, der hat keinen Schlaf mehr. Durch das L ist Mulmigen gegangen, aber das L ist halt zu. Er macht's, er sieht's richtig. Oder? Oh, da warte mal. Doch, Sahnigen, ja. Sahne, ja. Verarscht du mich? Sahnen. Also ich gucke nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Mal schauen, ob sie es anzweifelt. Der Sahnende. Interessant. Ja. Nein, nicht er Sahne, sondern der Sahnende. Also der oder er? Der Sahne. Sogar. Ja. Sorry. Aber warte, wird das? Ich muss das. Ja, es wird angezeigt. Ja. Ich habe jetzt echt schon so ein Ultra. Lisa, Lars, ihr hört uns im Studio? Ja, wir hören euch. Lisa.
Ich muss es anzweifeln, wenn das jetzt, also lieber minus, ach nee, ach, das ist ja Ultra-Drum von mir jetzt gewesen. Holy shit. Ja, gut, ich zweifle es an. Denn Lars hat was gelegt? Sahnende. Der Sahnende. Und das ist ein gültiges Wort. Uff. Klasse. Ey. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was es ist. Damit sind das Studio hört uns nicht mehr. Damit ist das ein Bingo. Ja. Muss ich? Und nochmal das. Bedeutet 50 Punkte extra. Ja. Und nochmal, und 10 Punkte Abzug für Lisa, weil sie angezweifelt hat. Auch das ist also da geht wirklich alles gegen sie. Und er hat ja jetzt gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, was es heißt. Das ist relativ irrelevant. Du hast 2 Bingos in diesem Spiel. Also, Leute zu Hause, ruft eure Familie an. Das ist, der Abend wird noch lang genug. Hier passieren gerade unglaubliche Dinge. Beim Rocket Beans Scrabble Abend. Das ist das dritte Bingo, was wir heute schon sehen. Also, das Niveau ist mal eben um circa. Was haben wir hier erschaffen, Ben? Ja. Gibt kein Zurück mehr. Mega. Also, jetzt hat er natürlich ein bisschen schlechter gezogen. Jetzt, nochmal, er hat vorhin ein paar Mal getauscht schon. Ja. Und das ist wirklich hier die Lehre für ihn aus dem letzten Mal gewesen, wo er es ein paar Mal nicht gemacht hatte. Und diesmal, gerade das Y, jetzt hilft ihm natürlich, dass wir dieses Mal entschieden haben, dass sie die zweibuchstabige Wörter anschauen dürfen. Also A, E, Y ist jetzt, wäre jetzt relativ naheliegend, dann würde auch immer noch weiter solide punkten. Er könnte natürlich auch jetzt nochmal tauschen, aber vielleicht will er das gar nicht, sondern einfach das jetzt nochmal ein bisschen weitermachen. OI ist wieder eine blöde Kombination. Also meine ist gut behalten, aber OI ist halt wieder zu viele Vokale. So, was geht jetzt Lisa durch den Kopf? Ist hier mit dem Rücken zur Wand, das ist klar. Die Favoritenrolle ist immer eine schwere Rolle. Haben wir vorhin auch gehört von Fabian war es. Es ist immer leichter, wenn man quasi frei aufspielen kann beim Scrabble. Das hat Lisa natürlich nicht. Und dann kriegt sie hier gleich 2 Bingos vor den Latz geknallt. Trotzdem ist der Punktestand immer noch okay aus Lisas Sicht. Ja, also das kann man schon noch drehen. 80 Punkte sind nichts. Eine Frage, also die zweibuchstabigen Wörter sind natürlich immer erlaubt, aber sie sind normalerweise nicht zugänglich auf einer Liste, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Einfach, weil wir wollen ja ein attraktives Spiel haben und die zweibuchstabigen hat man normalerweise nach 2-3 Turnieren komplett intus und das ist einfach, was wir auch hier schon merken, ja, dass deutlich auch hier jetzt dieser Zug einfach etwas mehr Spaß machen würde. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Lars, leg das A, was du schon angesprochen hast, für 11 Punkte. Spannend, also wirklich spannend, was hier heute passiert. Und gerade das sind aber wirklich, wenn so ein Favorit weit hinten liegt und dann so ein bisschen angenockt ist und denkt, es läuft nicht, dann nochmal zurückzukommen, ist wahnsinnig schwierig. Also es gibt auch diesen Spruch, when you draw bad, you start to play bad. Mhm. Also aus dem Englischen, das kann man hier nur betonen, ja, dass es wirklich psychologisch auch was mit einem macht, wenn man denkt, ach, ich habe wieder falsch gezogen, ich habe wieder was nicht gesehen wahrscheinlich. Frustrierend, nervig, getauscht wieder, ja, wahrscheinlich keine schlechte Idee, weil sie muss dieses Scrabble jetzt holen, weil 90 Punkte ist immer mehr ein Brett, vor allem, wenn sie befürchten muss, dass er weiter punktet. Ja, aber ich finde es gut, dass sie tauscht, dass sie jetzt nicht in so eine Paralyse verfällt, sondern weiter versucht, sich an ihre Tugenden zu erinnern. Und das sieht doch dann werden wir jetzt hoffentlich wahrscheinlich ein Scrabble sehen, ja. Der niedere. Auch Lars tauscht wieder, ja. Niederen, richtig. Nierend. Nierend gibt's nicht. Oh, okay. Nierend ist ungültig. Niedere. Geht niedere? Niederen, aber nicht niedrin. Ja. Okay. Der Jurist, noch, ja, einreden, ja. Eine Einrede, ja, natürlich auch sich etwas einreden. Ja. Das darf sie sich jetzt einreden, weil das ist eben gültig. Sie kann es an Sahnende auch anlegen. Neidern. Edieren. Nieder. Ach so, edieren geht nicht, das wäre ein zweites. Aber also einreden oder neidern, das war jetzt das, was ich von ihr erwarte. Das sieht sie auch. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig. Das war jetzt ganz wichtig. Wichtig. Und spannend wird jetzt sein, ob Lars was mit dem X, aber das sind halt ganz teure Stellen fürs X.
Da ist das nächste. Ausweise muss ich ja hier mal noch Scrabble ja. retten. Einreden. Das freut mich jetzt richtig viel, ja. muss ich einfach sagen. Und mich freut halt generell, dass wir halt hier wirklich jetzt mal richtig schöne Partien haben. Oder? Also das macht wahnsinnigen Spaß. Mann, das ist ganz toll. Also nicht, dass es das letzte Mal keinen Spaß gemacht hat. Das nee, wir alle, nee, nee, aber nee. Ja. Wir sind halt wirklich von letztem Jahr einen riesen Schritt nach vorne. Geixt. Das ist total toll. Geixt. Sehe ich bei Lars da schon. Ja, da. Geixt. Wird er wahrscheinlich auch lesen. Nee, Exte. Nee, Exte. Alter, Lars, ey. Und er punktet und punktet und punktet. Also, und sie hat Doppel-U und FK. Aus dem Privaten muss ich sagen, ein schlaftrunkener Lars ist brandgefährlich. Das ist einfach so. Das merken wir, ja. Geist, guck mal, also wieder, wie, also, er legt sich das da so vor. Ja, er zieht auch gut, aber... Das ist ein Peach, ja, Geist. Aber auch dieses Sahnende, das ist alles, was man erstmal sehen muss. So anleiten, ja. Also... Ja, ja. Und sie zieht halt Quatsch. Ja... Ach, Wahnsinn. Ja, weil vorhin im Chat gefragt wurde, gibt es auch, wie sieht Scrabble-Weltmeisterschaften aus? Gibt's das? Unsere deutschen Meisterschaften sind in dem Moment immer eine Weltmeisterschaft. Also wir hatten auch schon amerikanische, einen US-Amerikaner, der wurde, glaube ich, mal 17. Wir hatten einen polnischen Spieler, einen Franzosen, der einen Schweizer, der ehemals zweiter Platz bei den französischsprachigen Weltmeisterschaften hatte. Also das haben wir und das gibt's auch und das macht auch Spaß. Am meisten Prestige hat natürlich die englischsprachige Weltmeisterschaft, auch die französische oder auch die spanische sind sehr reich. Ich selbst habe mal 2011 bei der englischsprachigen Weltmeisterschaft mitgemacht. Ah, okay. Bin glorreicher 103. von 106 geworden in Warschau. Aber es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, weil 48 Nationen waren beteiligt. Wahnsinn. Und das ist schon toll. Zurück zum Spiel. Kufe, solide und, oh, und auch Lars, inhaltlich sehr schön. Lars ist sich des Sieges gewiss, ja. Genau. Das ist und einfach nur genial. Er kann gerade alle guten Stellen immer benutzen. Ah, zieht. Das gibt's doch nicht. Ja. Es ist wirklich, also das tut einem weh, ja, weil sie wirklich schwierige Sachen zieht. Exte ist von Exen, also Vergangenheitsform. Im Duden steht tatsächlich eine extemporale Schreiben, also das, was die Bayern für Klassenarbeit machen. Ah, okay. Auch das soll wohl Exen heißen, aber ja. Also ich merke es mir trotzdem immer mit dem alkoholischen Getränk, dass man auf Ex trinkt. Aber wie gesagt, im Duden steht tatsächlich diese Definition, soweit ich weiß, drin. Ich glaube, das ist auch die Definition, die näher an unserem Publikum auf jeden Fall ist. Ja. Spannend. Ja. Wirklich spannend, was hier gerade auch zwischenmenschlich passiert. Ja. Also beide kennen sich gut, sind gut befreundet. Haben auch schon gegeneinander gescrabbelt. Ja. Wobei das immer am schwierigsten eben. Ist, wenn man gut befreundet eben. Ist und, ja. und dann, also das ist bei uns ja auch so, also Alex, Timon, meine größten Konkurrenten sind gleich die besten Kumpels da, ja, und das ist, also ich spreche ja auch immer davon, dass wir eine große Scrabble-Familie sind, ja, also dass ich beim Scrabble 30 Tanten habe und einige kleine Brüder und ja, und auch eine kleine Schwester, also alles vertreten. Und das macht es dann auch mal, vor allem wenn es dann so ein Sieg ist, so auf die letzte Sekunde oder wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe oder so, das kann schon ziemlich Ja, und hier sehen wir, es wird wieder Spannkneif da gelegt. Zweimal das K und das F dafür den dreifachen Buchstabenwert, also jeweils 12 Punkte alleine für die beiden Lettern. Und damit ist sie jetzt wieder dran. Genau, aber kompletten Schrott gezogen, kompletten Schrott behalten. Also ich weiß nicht, was ich genau hatte, aber wir müssen im Prinzip schon wieder tauschen. Und irgendwann ist der Sack dann leer und das macht richtig, richtig schwierig für sie. Und es wird langsam aber sicher etwas enger auf dem Brett. Ja? Also noch nicht so richtig. Also sie kann nur tauschen. Sie muss darauf hoffen, dass sie den zweiten Blanko zieht und damit was macht. In, weil VC ist so eine Kombination. Genau, für das lateinische Scrabble gut. Könnte sie sehr viele römische Zahlen jetzt gerade legen, aber für die deutsche Version schwierig. Ja. Also wenn sie unbedingt nichts tauschen würde, also Curium, das Element von Marie Curie, an Marie Curie angelegt, das gibt's. Aber wenn du solche sehr extravaganten Wörter brauchst, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass man auch mal tauschen sollte, weil mit Curium ist selten viel ein großer Start zu machen. Kneif ist von Kneifen. Man darf bei allen Verben, das kann ich vielleicht nochmal sagen, immer den Imperativ legen. Mhm. Und der Imperativ wird immer, der unschöne Imperativ, sage ich mal, immer auch mit Kneif mich doch mal gelegt. Also deswegen, das machen auch viele
Anfänger oder für viele Anfänger ist das überraschend, dass das geht. Mhm. Aber ist auch Umgangssprache, aber ist bei allen erlaubt und ich darf bei fast allen Verben, es gibt ganz wenige Verbe, die keinen Imperativ vertragen, weil sie unpersönlich sind. Mhm. Fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber und damit sparst du dir halt die E's und die T's. Weil wenn du jetzt halt kneifst zu E und T, dann und er hat wieder einen Hochkaräter, der ihm gut tut. Ja, also das ist schon ziemlich fies, die muss tauschen. Zeitmäßig sind sie noch beide ganz ordentlich unterwegs. Also auch hier wieder, man merkt, gut, sie müssen nicht abstreichen, aber auch im Turnier werden alle Spieler, die wir heute gesehen haben, nicht in der Gefahr, allzu häufig zu überziehen. Wahnsinn. Auch das spricht für das Niveau, also wie schnell die Leute legen. Und trotzdem 260, 204 Punkte. Also wir sind hier schon in einer Range, wo wir auch an Tobis Punkte rankommen. Und das macht es natürlich spannend. Interessant ist, dass sie, wir hatten ja vorhin über diese Inseratregel, das hat sie jetzt nicht beherzigt, sondern eben auch U. Und das ist die Gefahr, wenn ich ein U behalte, dann ziehe ich vielleicht auch nochmal ein zweites dazu. Ach, denn das U ist sechsmal auch drin. Ja. Also das ist gar nicht so selten. Das U ist also ist häufiger als ein A zum Beispiel. U ist, ich meine, man braucht es fürs Q, deswegen ist es auch so oft drin. Ja. Aber wir sind uns eigentlich alle einig, wenn man ein Revirement der Buchstabenverteilung machen will, dann will man zum einen, das habt ihr schon angesprochen, höher bepreisen bei manchen Buchstaben. Und ein U könnte sehr gut auch mal verschwinden. Ja, mehr zum Beispiel P, für ein weiteres A oder ein zweites P, genau. Ja. Spannend. Und, E15 mal also, drin, eindeutig das häufigste, aber das kennen wir natürlich in der deutschen Wortbildung, braucht man sehr oft ein E, vielleicht nicht fünf auf einmal, aber E, also sehr häufig vertreten. Ja, das fragen mich auch häufig Leute, ja, ist denn beim Englisch- oder Französischsprachigen die Buchstabenverteilung und die Bepreisung anders? Ja, ist es. Und das macht halt auch ganz anders. Also Y zum Beispiel ist im Englischen ein sehr unangenehmer Buchstabe, im Deutschen ein sehr schöner, weil er 10 Punkte hat, im Englischen relativ clunky und das C ist genau andersrum. Das C ist ganz angenehm. Im Englischen, im Deutschen, wenn ich keine habe, eher unangenehm. So, wir schauen wieder aufs Brett 272 zu 204 und lassen Sie sich nicht von der ruhigen Jazzmusik täuschen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier ist packende Scrabble-Action zu sehen und Lisa als Vorjahressiegerin hier gegen den Vorjahresfinalisten Lars am Start. Und momentan sehen wir, Lars ist vorne und das würde bedeuten, er zieht ins Finale ein gegen Tobi. Sie hat jetzt Norddeutsch, wir sind ja hier in Hamburg, Moin, könnte sie jetzt legen und Münden für sehr viele Punkte. Ja, ich glaube, in der norddeutschen Variante auch Moin Moin würde man nicht legen dürfen, da sagt man schon zu viel, da sabbelt man zu viel. Ja. Aber da, du hast es gesagt, jetzt hat sie die 2 U da. Ja. Das ist auch die Frage, also der Nachteil von Moin wäre eben genau, dass sie dann 2 U's behält und es gibt so ein paar Notausgänge für Doppel-U, das Tü-Tü darf man auch nicht mit 2 Ü schreiben, sondern mit 2 U. Urdu ist so eine Sache, umtu, wenn ich mich umtu, wenn ich etwas zu etwas zutu. Ah. Ja, also der Gedanke von ihr ist richtig. Schade ist, dass sie jetzt eben nicht an Moin gedacht hat und deswegen nicht ganz hochkommt. Stimmt, das wäre oben nämlich der dreifache Wortwert gewesen, mit dem grünen Feld oben rechts. Ja. Du hast auch noch das Ö? Alter. Okay, offen spielt hier mit offenen Karten. Geil. Achso, wegen Ü und Ö, ja, das ist. Nee, die, und die Y. Und ja. Also die Beobachtung, du hast alle Guten, ist nicht ganz falsch. Ach, daraus muss man immer erstmal was sagen. Tröge kann er links oben auf den dreifachen Wortwert legen und das wäre richtig teuer. Oh, ja. Das wäre richtig, richtig teuer. Und er überlegt, schade, er hat es jetzt nicht gesehen. Dann würde oben nämlich noch ES entstehen. Ne? Aber links oben wäre es natürlich ein bisschen teurer gewesen, aber auch das bringt 30 Punkte knapp. Und ET 28, liegt er da noch? Jetzt, ja, jetzt da sehen ist wir den, das Umzeichen und, ja, genau, jetzt von der Tastatur. Im genau. Zweifel hätte er das auch nochmal nachprüfen können, hat er die zwei Buchstabenliste da. Genau. Aber das zeigt auch, dass es sinnvoll war, das so zu machen. Ja. Aber und damit ist er bei 300 Punkten. Da sind wir jetzt schon in der Tobi-Region. Also das wird so oder so ein spannendes Finale werden. Auf jeden Fall. wie gesagt, viele hatten sich vielleicht nach dem ersten Spiel schon auf ein Finale Lisa gegen Tobi gefreut. Ja. Aber da hat die gute Frau Handirk noch etwas vor sich. Also, weil allmählich, ich meine, für sie jetzt ein großer Glücksfall ist, dass Lars VW gezogen hat. Das ist die Buchstabenkombination, die mit am schlechtesten zusammengeht. Also es gibt so gut wie keine Wörter, die das drin haben. Also vielleicht ein paar mit Fair oder Vor. Also Fair weiß, Vor weiß. Aber sehr unangenehm. Und sie hat jetzt den Blanko.
Und jetzt wird's spannend, ob sie es nochmal schafft. Eine so richtig gute. Nochmal Vans. Nochmal Vans, ja. Hatten wir. Das, vorhin den Van hatten wir eins entschieden, ja. Singular. Halse, Münden, Sahnende. Ich will noch mal ein bisschen die Worte, die wir heute Ehre, ja. Trüge, Katze. Ah, das ist doch, deutsche Sprache ist schon ganz schön, ja. Und, muss man sagen, und, oder? Und diesmal, also das merken wir auch, diesmal sind wir auch relativ nah am, viele Punkte und trotzdem nah am Deutsch. Ja, ja, also, ja, das ist ja immer der Kritikpunkt. Ja. So, also, Lisa mit keinem guten Brett, aber immer in dem Blanko, ob ihr der nochmal hilft, den braucht sie eigentlich jetzt dringend, so ein großes Punkten. Ja. 315 für Lars, ja. 239 für Lisa. Ja. Und Tick wurde eben gelegt, wird gerade gefragt, das ist hier bei Epilepsiekrankheiten eben der Tick und deswegen darf ich es auch ohne K schreiben. Tatsächlich okay. Neuerdings auch als Verb, ich ticke mit Doppel-C. Also, ja. Ach, okay. Mhm. Ja. Sehr schön, okay. Sie merkt noch ein bisschen das Tröge aus. Sie brauchen halt ein Scrabble. Und das Vans war deswegen so gut und so fies auch, weil dadurch das S für jedes Wort, das auf S endet, also für Adjektive, die auf S enden, wo es ja sehr viele gibt, und vor allem für Verbformen, die auf ENS enden, also Genitiv vom Infinitiv, also des Schlafens, des Gehens, des Raubens, die sind jetzt alle weg, da an dieser Stelle in Spalte 1. Das tut sehr weh. Und ich weiß nicht, ob sie nochmal auf. Also, sie müsste jetzt hier nochmal irgendwie aufmachen, weil Lars kann so die 60 Punkte nach Hause schaukeln und das ist viel. Und wer hätte das gedacht vor der Partie, dass wir das hier sagen werden? Spricht natürlich auch für Lars, der doch hellwach ist. spricht auch für Red Bull als Produkt auf jeden Fall, was hier gerade passiert. Lisa. Auch trotzdem ja mit einem guten Punktestand, das sieht man dann schon, selbst vielleicht nicht so guten Draws, dass sie hier immer noch bei 260 Punkten ist, immer noch in Schlagdistanz ist. Das spricht natürlich auch für sie. Mal schauen, ob sie da jetzt, ja, ob sie da jetzt was zusammenkriegt. Ja. Weil das auch gerade nochmal gefragt wird, also viele kennen das Design des Scrabble-Spiels mit dem dreifachen Wortwert in Rot. Hier ist es bei dieser Ausgabe, die hier verwendet wird, anders. Also das ist eben hier das Grüne. Also das ist einfach eine Designüberlegung von Mattel gewesen. Mhm. Hat letztendlich aufs Spiel keinen Wert, aber das war jetzt gerade gefragt, dass eben, nur weil jetzt hier die roten Felder dort sind, das sind dann hier die dreifachen Buchstabenfelder. Mhm. Grün, die dreifachen Wortwerte. Genau. Sahnendes hat er jetzt gelegt, gibt aber nicht so viele Punkte, weil wir sehen die Buchstaben da alle eigentlich nur einzeln. Und das ist eigentlich das Beste, was Lisa passieren kann, dass er jetzt nur eins oder zwei Buchstaben legt, weil dadurch wird der Sack halt nicht leer. Und dadurch geht das Spiel länger, sie kann noch mehr Punkte machen. Und er muss ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht absolute Grütze am Ende übrig behält, weil am Ende kriege ich ja die Buchstaben, die mein Gegner noch hat, wenn ich schon fertig bin, verdoppelt. Beziehungsweise sie werden bei ihm abgezogen und bei mir draufgerechnet. Und das könnte hier, dass, wenn er eine ähnliche Bank am Ende hat und nicht mehr los wird, die Buchstaben richtig nochmal entscheidend sein, weil das sind im Moment zum Beispiel knapp 20, 25 Punkte. Ja, Lars könnte vielleicht auch das Reinreden da verlängern. Ginge das? Oben, also von Einreden? Ja. Wenn ich in etwas reinrede. Ja, aber das ist genau. Das wäre jetzt tatsächlich für ihn nicht so attraktiv. Das wäre die Gefahr, dass er jetzt genau das macht und sie kann. Ihr traue ich da schon zu, dass sie jetzt nach und nach, auch vor allem später dann auch mit dem Blanko, jetzt relativ schnell auch Schluss macht. Ich weiß nicht, wie viele Buchstaben noch im Säckchen sind. Allmählich wird es auch eine Zeitfrage, wobei. Ja, 5 Minuten, 6 Minuten. Ja, also nicht so. Ja, ja. So viel werden sie nicht haben. Also dann ist es nicht so ein Problem, wie ich zuerst dachte. Überleg gerade, was hinter Sieges geht. Also Geheul auf jeden Fall, Zug. Ach so. Mhm. Ja, Fanfare. Unten, ja. Ja. Motte holt sie sich. Ja, ja, mit dem Blanko, mit dem wertvollen Blanko. Also vor allem, wenn nicht den Blanko dahin gibt, also Tumbe wäre noch schön gegangen. Also eine, das, daher wäre das einfach deswegen, weil das B dann auf dem doppelten Buchstabenwert gewesen wäre. Und dann wäre das ja alles dann verdreifacht worden. Mhm. So sind es halt. Ja, 23 Punkte, 22. Das könnte sein, dass ihr das nicht genügt. Und jetzt zieht sie das Q und ich sehe kein I. Ich sehe kein I. Das tut weh. Es war die ganze Zeit schon furchtbar für sie. Und das ist jetzt so ziemlich das Allerschlimmste, was ihr passieren konnte. Dass sie jetzt auch noch das Q am Ende hat und es ist nirgendwo ein I frei. Das U, was sie hat,
bringt ihr nicht viel, weil weit und breit keine Buchstaben sind, durch die man durchlegen könnte. Also es gibt das Verb quesen, es gibt das Verb quasen, wo man jeweils quäs und quas legen kann. Das sind ganz, ganz wichtige Wörter. Aber wenn sich weiß, dann bringt ihr auch das Wissen nichts, weil die Buchstaben zum Durchspielen nicht dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt Motte oder Motto gelegt hat. Beides geht. OS wäre auch gegangen. Ja, OS ist der Knochen, genau. Mhm. Oder irgendwas mit Gletscher. Also ich merke es mir immer mit dem Knochen, weil lateinisch Knochen, aber ich weiß immer nicht. Kann auch sein, dass es irgendwas mit Gletscher zu tun hat. Ich weiß, dass da auch was war. Ist das ungültig? Biel. Heißt? Wissen wir das? Es ist eine Marke, aber Marken sind grundsätzlich nicht erlaubt, es sei denn, dass sie Plural bilden können. Ich bin mir relativ sicher, dass dieses kein Plural bilden kann. Deswegen würde ich sagen, es geht nicht. Wird das angezweifelt jetzt? Ist die Frage. Er hat nicht die Zeit gestoppt, oder? Nee. Nee. Ist natürlich auch schon einmal auf die Nase geflogen mit dem Anzweifeln. Das ist wahnsinnig gefährlich. Ja, wenn man, doch, sie überlegt. Macht sie's? Wie wird's machen? Also nach ganz strengen Regeln dürfte sie es nicht mehr, weil ach so. Innerhalb von 20 Sekunden, das hat mir allerdings nicht gesagt. Ich hätte auch gesagt, ja. Aber wir sind da so. Wir sind da großzügig, oder? Ich war zu langsam eigentlich, ne? Ist völlig legitim, Lisa, denn was möchtest du denn anzweifeln? Ich möchte Priel anzweifeln, aber mein Kopf ist leer, ich weiß nicht. Ich möchte es auch anzweifeln. Will Lars zu viel und legt er Priel, frage ich dich. Priel, ich guck nochmal nach. Wir schauen es nach, die Zeit nehmen wir uns. Also es geht um diese... Um die Marke. Nein, nein. Sondern? Naja, ist es nicht beim Meer, wenn das Wasser zurückgeht, dann ist es, also in der Nordsee ist dann das Priel, aber ich glaube, das wird auch mit IE geschrieben. Das ist ungültig. Okay. Ja, ich glaube auch, das ist mit IE dann, was du meinst. Ja. Hatten wir hier am Tisch schon längst geklärt, aber... Für die Zuschauer machen wir es einfach noch. Vielleicht interessiert es ja die Leute, die zuschauen. Euch viel Spaß weiterhin im Studio. Das heißt, nee, was ist jetzt? Nochmal. 10 Punkte Abzug. Lisa ist dran, nee, keine 10 Punkte Abzug, sondern Lisa ist einfach dran. Die 10 Punkte Abzug wäre ja nur gegeben, wenn Priel gegangen hätte. Mhm. Und Priel ist gültig, aber eben mit IE. Ja, also dann wäre es das gewesen. Das, was im Meer, wovon jetzt auch die Rede war, ja. Sie kommt jetzt immer näher ran, das ist genau das, was wir gemacht haben. Aber spannend wird sein, wenn er auch seine Buchstaben nicht los wird, weil dann ist das Q nicht mehr ganz so schlimm. Und wenn sie jetzt noch ein bisschen pumpen kann. Ich kann mir auch vorstellen, also mit 4,5 Minuten so einem engen Punktestand, das wird hier in die Zeit gehen. Und dann passiert was, dann gibt es ja auch nochmal Abzüge, wenn die Zeit überschritten wird. Also Böck ist Konjunktiv von biegen. Auch da darf ich immer, ich böck um die Ecke. Auch da darf ich immer das E tilgen. Also ich böge, aber auch eben ich böck. Ich böck, ich sög, also die sind alle gültig. Und gerade fürs Ö sehr wichtig. Ja, Konjunktiv. Wahnsinn. Was für eine Spannung hier. Ja. Will. Also, das Wirrgefühl liegt. 6. Also, wie gesagt, wenn sie das Q nicht gezogen hätte, wäre jetzt. Ja. Würde sie wahrscheinlich gewinnen. Aber. Ja. Weil dann könnte sie jetzt mit Zul ausgehen, aber dieses Q. Und er hat die Is die letzten gehabt. Ja, beide Is. Ah, nee, das andere war ja eben das. Aber dieses I war halt für sie sehr schmerzhaft, dass sie es nicht hatte. Weil dann hätte sie heilen können oben, HI. Ich überhaupt noch nicht gedacht, also Bohne, ob man das auch irgendwie hätte verlängern können. Also Saubohne gibt es auf jeden Fall. Saubohne. Kaffeebohne. Ja. Überleg gerade, aber jetzt nichts, was jetzt 4 Buchstaben hätte. Sojabohne. Oh, das wäre schön gewesen. Sojabohne. Ja. Stark, wie schnell du das auch immer parat hast. Beeindruckend. Ja, gut, ich hab's. Also Bohne liegt seit dem Beginn des Spiels. Okay, okay. Dann hast du es einfach nur smart hinausgezögert. Ja, genau. Also 329 zu 303 Punkte. Das wird hier ein Herzschlagfinale. Das wird sich mit den letzten Zügen hier entscheiden. Und vielleicht sogar werden die zeitlichen Abzüge dann interessant werden. Sie kann jetzt natürlich aus Hexte, oder so. Naja. 4, 14. Also sie kommt immer näher an ihn ran. Das sind die zwei Wortlisten, die sie da auch nochmal haben. Und das nutzt sie natürlich aus. 10 Punkte. Puh.
Pol, muss man erstmal sehen. Pol muss man erstmal sehen. Jetzt ist die Frage, hat er noch was mit dem CU? Und ich glaube, er sieht schon, dass er Cup legen kann. CUP. Oh, das damit aber ausgehen. Weiß er, dass das gültig ist. Ne? Bei den Anglizismen ist ja. Man ja immer nicht so. Also, das würde mich jetzt freuen. Muck. Nee, Muck ist, geht nicht. Munden ist. Oh, da ist kein Zweifel. Meine Güte, was sehen wir hier, ja. Ben? 341 ja. Für Lars. Und sieht er das Cup oder nicht? Dann wäre das Eine ganz spannende Frage wäre, also weil jetzt gerade im Check ist, IQ ist nicht gültig. Und das ist ein bisschen schade, dass, also da ist jetzt tatsächlich schade, dass sie die Listen haben, weil damit kann sich halt auch nicht blöffen, dass IQ gültig ist. Weil das wäre jetzt noch die einzige Möglichkeit, die sie jetzt hätte, dass sie quasi das Q, die Möglichkeit haben wir jetzt ein bisschen genommen. Das wäre jetzt IQ geht auch nicht, ne? Der IQ-Leiser aus der Musik geht auch nicht. Ja. Also IQ, das ist ärgerlich. Ja. Also Abkürzungen gelten nicht, Kurzwörter schon. Das ist immer eine für Anfänger immer etwas irritierende Regel, aber ja, man will halt keine eigentlich unaussprechbaren Wortkombinationen haben. Ich mag es auch, dass dann Leute zusammensitzen und einfach ewig drüber debattieren. Wird das jetzt aufgenommen in den Duden? Ist das dafür gültig? Ja. Das sind genau die Runden, denen ich gerne beiwohnen möchte. Ja, also vor allem uns wurde mal gesagt, also irgendwann ist mal, was ist rausgeflogen? Irgend so ein Alltagswort, das Kopfkissen. Und dann haben wir immer gefragt, ja, warum ist das Kopfkissen jetzt rausgeflogen? Also gerade kürzlich erst. Und es scheint so, dass wirklich in der Reaktion jemand an der falschen Stelle halt das Häkchen rausgenommen hat. Also, okay. Manchmal scheint es wohl wirklich so zu passieren. Und also es sind so ein paar so Wörter. Also Kopfkissen ist so ein Klassiker. Badesee ist ein Klassiker, der eben ungültig ist. Stimmt, das haben wir letztes Mal auch schon. Genau. So, jetzt hat er noch das U und das C. Jetzt bin ich gespannt. Sieht er den Cup offensichtlich nicht, sonst hätte er das direkt gelegt. Oder ist sich halt unsicher, ob das Wort jetzt gerne weil, geht. Ja, also es ist jetzt nicht spielentscheidend, weil er halt so weit vorne ist. Das, ja, denk jetzt mal 7 Minuten nach. Aber okay. Bei normalem Spiel kann ich wäre das jetzt ein Riesenunterschied, machen, eben weil so wäre es minus 10 bei ihr, plus 10 bei ihm und eben die Punkte für Cup. Und wenn das nicht passiert, dann kriegt er minus 5, sie minus 10 und das Spiel ist vorbei. Aber gewinnen wird er auf jeden Fall. Ja, und das ist doch mal eine Aussage, Ben. Wer hätte das gesagt? Du trägst es hier mit Leichtigkeit vor. Aber de facto geht hier nichts mehr für Lisa. Weil eben das ist immer die frustrierendste und fieseste Art. Du hast, also vor allem das Schlimmste ist, du hast ein Scrabble vorher gelegt und dann das letzte Buchstabe ziehst du das Q und kannst es einfach mal gegen die Wand schmeißen. Ja. Und wer Lisa kennt, der weiß, sie hat den IQ, um das hier durchzuziehen, aber kann nicht angehen. Was, Lars? Also wenn er Cup nicht kennt, dann muss er passen. Ich habe jetzt auch noch nicht geguckt. Ich passe. Also er könnte noch Nu und Ut legen. Oben oder einfach nur Ut, das ist eben und eine Laute. Beide passen durch jetzt. Ne? Beide passen durch und dann ist das Spiel vorbei. Ich passe auch. Gutes Spiel, lieber Lasi. Ach du Scheiße. Ey. Um Lisi. Gottes Willen. Hört ihr uns im Studio? Leider, ja. Was für ein Spiel. Erstmal gratuliere, Lasi. Ja, ey, Lasi. Lisi, ey. Wahnsinniges Spiel. Starkes Spiel von dir. Das ich hab hier noch dieses... Das Spiel meines Lebens, kann man sagen, wirklich. Also, was auch immer du davor getrunken hast, ich es auch. Zwei Bingos gelegt im Laufe der Partie, hast es hier Lisa auch nicht leicht gemacht. Lisa, zunächst die Frage an dich. Wir sehen trotzdem, trotz dieser zwei Bingos, du bist nur knapp 20, 23 Punkte dahinter. Ja. Also. Ich hätte dieses Q noch irgendwo gewinnbringend unterbringen müssen und hätte das noch irgendwie drehen können. Aber es lag kein I frei, ich hatte ja noch sogar ein U, kein A frei. Eidet aus, sage ich euch. Das war eine harte Nummer. Also wahnsinnig. Wir sind selber hier noch konsterniert, wie dieses Finalspiel, meine Güte, ich bin komplett durcheinander. Zweite Halbfinalspiel hier gelaufen ist. Lars, wie ging's dir? Du hast, wie gesagt, zwei Bingos gehabt, aber die muss man ja auch erstmal sehen. Interessant, Sahnendes. Hast du dann mit Onomatopoesie uns versucht, in die Regie zu flanken? erzähl. Ja, es war wie so ein wie im Flow. Also es ist tatsächlich so, dass man einfach so komplett schlaftrunken dann unterwegs ist. Ich war nicht ich selbst. Ja, ich wusste nicht, Sahnende oder wäre auch Sauende gegangen, der Sauende. Ja. Das hätte ich auf jeden Fall nicht angezweifelt. Okay. Das war ja sogar und der Blanke. Sahnendes, ja, das war schon stark, muss man sagen. Also ich habe wirklich in meinem Leben noch nicht so einen guten Run gehabt, was mich natürlich so ein bisschen auch jetzt, also ich bin jetzt echt durch. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt vielleicht unbedingt weitermachen sollte oder ob man jetzt einfach sagen kann, das war doch krass, lassen wir's.
Also du kannst ja jetzt auch zurücktreten von deinem... Ja, das ja. Ja. Also das Schöne ist, wenn man sich ja gut anstellt bei was, dann darf man auch weiter sitzen bleiben. Ihr habt euch beide natürlich angestellt. Kleiner Hinweis noch, das Wort Cup hättest du noch legen können, Lars. Wäre gültig gewesen. C-U-P an der linken Stelle wäre auch noch möglich gewesen. Cut vielleicht. Lisa, zu deiner Ehrenrettung, wir haben hier auch mitgelitten mit dir und waren definitiv auch dann Team Lisa. Denn zwei Bingos, dass du hier, die du hier kassierst. Und dann noch keine guten Draws. Hast dich trotzdem richtig gut geschlagen. Das zeigt auch, dass du da die Erfahrung hast, da trotzdem 300 Punkte. In so einem Spiel 300 Punkte muss man auch erstmal machen. Ja, und das ist also genau dieses Durchleiden eines Spiels. Ja. Man sagt, egal was ich mache, und es kommt immer noch mal das Ö für vierfach, es kommt das X für sechsfach, es kommt der hatte sie alle, ein Scrabble hier, ein Scrabble da, und er hatte sie alle. Also das ist auch das Schöne, wenn man mal aus dem Turnierraum rausgeht und genau diese Gespräche immer zuhört. Ja, boah, das ist Coffeehousing, auch immer mal gerne gesagt. Das macht natürlich auch einfach Spaß, also, aber auch bei Lars, die 336 Punkte muss man auch immer erstmal hinkriegen. Ja. Also das muss man immer sagen, das ist beides, ja, also ohne Glück geht's auch nicht, ja, oder das Ausbleiben von Pech. Ja, ja, aber aber meint ihr, ich muss meine Karriere jetzt noch nicht beenden? Nein. Wir erwarten dich bei jedem Turnier die nächsten Jahre. Also, da war Backstage keiner für Lars. Keiner für Lars. Keiner. In der Kamera hier, Jörg vielleicht. Wir sind immer für den Underdog und nach den zwei Bingos war Lisa der Underdog. Ja. Das muss man hier sagen, aber das freut uns natürlich. Wir haben gleich ein richtig spannendes Finale. Lisa, nein, Kopf hoch. Wir haben nicht vergessen, dass du hier richtig stark auch gespielt hast. Wir haben es gesagt, 313 Punkte trotz der Sachen, die du da aus dem Säckle rausgezogen hast. Lars kann direkt sitzen bleiben und wir bauen einmal um auf das Finale. Keine Werbung für uns, aber einmal die Chance, lieber Ben, noch einmal darauf hinzuweisen, wenn ihr die Tage durch Scrabble-Kanäle oder durch YouTube seppt, dann kann es sein, dass ihr Lars und mich auch seht, wie wir euch ein paar Kurztipps im Auftrag von Mattel näher bringen. Zum einen Wörter verlängern haben wir hier heute auch gesehen. Liegt ein gutes Wort da, kann man da nochmal dran gehen, die Punkte abstauben. Zum anderen kurze Worte, da haben unsere Spieler hier heute den Vorteil, dass sie entsprechend diese Liste auch neben sich haben. Aber so kurze Worte, ey, haben wir heute auch unter anderem gelesen, bringen immer viele Punkte. Und natürlich die Prämienfelder, das haben wir bei Tobi auch gesehen. Gucken, wo legt man auch Sachen an, dass man sich die Punkte holen kann. Das ist für Einsteiger genau wie für die Profis super wichtig. Und Ben, wir haben vielleicht nicht das Finale, von dem wir im Vorfeld gedacht haben, dass es kommt, aber wir haben gleich ein richtig schönes Finale. Absolut. Und die Sachen, die du jetzt gesagt hast, also ich würde auch zu Hause jedem immer empfehlen, die zweibuchstabige Liste mal daneben zu legen. Das ist einfach, es gibt flüssigere Spiele, das haben wir jetzt hier auch zwei, dreimal gesehen. Das macht einfach mehr Spaß. Aber ich freue mich auch wahnsinnig jetzt auf das Finale. Also vor allem, wie gesagt, Lars hat nicht damit gerechnet, dass er jetzt zwei Spiele machen darf, kann, sollen muss. Aber stellt gerade ein Taxi wieder ab. Ja, aber das ist der Reiz, dass eigentlich diese Rating-Upsets, wie es bei uns dann oft da in den Grafiken heißt, dann die gibt's eigentlich in jedem Turnier, dass mal jemand, der eine Elo-Zahl von 1000, also vergleichbar wie beim Schach, von 1700, 1600 hat, gegen jemanden mit 400, 500, 600 Punkte dahinter verliert, das ist relativ üblich. Also das ist auch die Kunst von den guten Spielern ein Stück weit, diese Niederlagen zu vergessen. Und ich meine, wir haben nicht den Modus, den wir hier spielen. Der Modus ist natürlich sehr fies, ja. Einmal verloren, aus, vorbei. Und das gibt's bei uns nicht, sondern da kannst du dich halt in einem Turnier auch mal nach ein, zwei Niederlagen zu Beginn auch mal mit guten Siegesserien auch mal wieder zurück reinfalten. Mhm. Und also ich glaube, ich habe bei den letzten Turnieren, wo ich gewonnen habe, eigentlich immer das erste Spiel verloren, weil ich irgendwie immer erstmal noch daheim war, gedanklich. Und Du sagst es, das ist der knallharte Modus hier. Und bis auf Lars und Lisa, für Tobi und Fabian war es auch das erste Mal überhaupt von der Kamera zu scrabbeln, was immer noch mal was anderes ist. Und auch ganz schwer, wenn du auf gewisse Spieler triffst in den Turnieren, kannst du die einschätzen von der Stärke. Ja. Hier wusste man gar nicht so richtig. Bei Lisa grob, was einen vielleicht erwarten könnte. Ja. Wie stark ist Lars? Hat kaum gespielt im letzten Jahr. Tobi und Fabian neu dabei. Also ganz, ganz undurchsichtiges Teilnehmerfeld, das wir heute haben. Wir sehen hier auch noch bei uns im Set Scrabble Fallengefahr. Die neue Edition, die wir gleich auch noch mal auf Herz und Nieren testen werden. Das wirbelt alles ein bisschen durcheinander. Ist gut geeignet, auch gerade um
um so ein bisschen Levelunterschiede auszugleichen, weil man eben durch die Fallen nochmal Punkte klauen kann, Buchstaben klauen kann. Und das bringt alles ein bisschen durcheinander. Sowohl geübte Spieler müssen sich da neu drauf einstellen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit für Scrabble-Anfänger da schön reinzukommen, ohne dass man ein Riesenvokabular direkt hat. Jetzt allerdings ist es soweit. Die beiden sind ready, sind angespannt, sind aber bereit. 20 Minuten sind eingestellt. Hört ihr mich im Studio? Ja, ja. Sehr gut. Tobi, wie ging es dir beim Verfolgen des zweiten Halbfinals? Das war ein irres Niveau. Also ich habe jetzt sehr viel Respekt. Ich glaube, ich gehe auch als Außenseiter in dieses Halbfinale. Ja, ja, muss man ganz das hast du vom Fußball. Ne? Ja. Du hast 340 Punkte gemacht, ich habe 300 Punkte gemacht. Also, deswegen, aber ich habe großen Respekt davor. Und bin aber auch ein bisschen sauer. Ich hätte gern gegen Lisa gespielt. Also. Tja. Das so hört man das. Gerne, ne? Ich habe eigentlich schon alles erreicht, was ich jemals im Leben erreichen wollte. Ja. Insofern kann ich hier ganz befreit spielen. Das war auch gerade schon mein großer Vorteil. Lisa hat natürlich einen riesen Druck. Ja. Ich bin einfach der Hallodri, der gespielt hat. Und ich verliere die Spaß am Spiel nicht. Das Spaß. Alle Artikel mal ausprobiert. Die Spaß, die. Lars gegen Tobi. Unser Finale hier bei der zweiten Rocket Beans Scrabble Night und ich würde euch bitten, den ersten Letter zu ziehen, damit wir wissen, wer anfängt. Ich habe ein P wie Po. Ich habe ein N wie Nordpol. Dann darfst du, glaube ich, anfangen. Ja. H-J-K-L-M-N-O-P. Ja. Muss ich draufdrücken bei mir jetzt? Nee, ich muss erstmal ziehen, erst mal oder? Erstmal ziehen. Ja. Okay. Ja. Oh, dann darf ich draufdrücken, dann wenn du draufdrücken, gezogen hast. Ja. Okay. Ich werde keine Sekunde gut. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Ben. Aha, hab ich schon einen Buchstaben gesehen bei dir. Oh, oh, jetzt hast du theoretisch. Die Musik rein. Jetzt habe ich einen riesen Vorteil. Du hast einen. Ja, das sind nicht das mehr zu hören im Studio, genau. Ja. O und F hat ich gleich jetzt auch. Großartige Buchstaben. Ich sag mal nix. Lass mal bitte alle raten, aber das ist das, was man haben will am Anfang. Masern liegt er sich schon rumsauen. Nee, rausern, mausern. Ja, mausern. Klasse. Und er sieht's auch. Er sieht's auch. Lars. Bin gespannt, wie er es hinlegt. Yo. Oh, wenn er es so hinlegt, dann wird's gleich ganz krass. Also das soll er so nicht hinlegen. Nee, da ist sehr nah dran am grünen Feld, am einfachen Wortwert. Ja, also er würde dann einfach dem Gegner die Möglichkeit geben, mit einem S alle Punkte... Sieht er das noch? Er sieht's noch. Er sieht's noch, okay. Aber wow. Tobi muss das selber erstmal verarbeiten, was da passiert. Ja. Da kommt das nächste Bingo von Lars. Ja. Herrschaftszeiten. Und das muss man erstmal sehen. Also da fand ich das die anderen eben ein bisschen leichter, aber... Mausern? 74? Ja. Er hat schon Bingo rausgehauen? Ja. Ja. In der ersten Runde? Ja. Das ist doch so, nicht dein R. Kennst du das nicht, Tobi, von dir selbst? Ja. Frag ich da. So ist das für den Gegner. Das ist ja unglaublich. Das sind Geschichten, die nur das Scrabble schreibt. Zur Vervollständigung, Mauerns wäre auch gegangen. Mauerns, okay. Das länger, das mehr als ja, Lars mausert sich schon, ja, genau. Sehr schön. Mausern, wahnsinnig. Ja, der Rockenwhisky, der wäre im ersten Spiel, den hat er im ersten Spiel nicht gesehen. Jetzt sieht er ihn. Im ersten Spiel wäre deutlich mehr Punkte gewesen. Stark, leider nicht an Prämienfelder gekoppelt, aber immerhin sind das 12 Punkte. Mausert er sich hier vom Außenseiter zum Champion. Gibt's da die, hätte er die Mehrzahl legen können mit Ries? Ja, aber ja, nicht so viel. Hätte er, er hat kein E gehabt. Und er braucht ja das E. Achso, das sind zwei E für... Nein, für Rye, meinst du? Nee, es gibt nicht die Mehrzahl von Rye dann, Rye? Doch, aber er hatte kein E. Ach so, okay. Also, ach, dass er das S unten das drunter. Achso, ich dachte jetzt bei Mausern, sorry, ich war jetzt anders. Nee, hätte er machen können, damit er jetzt nicht doppelt... Ja, wäre besser gewesen... Ist tatsächlich erst später reingekommen. Also früher gab es nur den Rye und kein S. Mittlerweile darfst du das auch hinten dran legen. Ist wahrscheinlich 10 Jahre her, aber da merkt man, wie lange man teilweise spielt, weil man halt wirklich dann noch weiß, wann Wörter in den Duden reingekommen sind. Sehr schöne Verlängerung. Oh, also, sag mal, was passiert denn hier? Geübt. Also das kann mir keiner erklären, dass er nicht heimlich geübt hat. Der hat doch Alex auf dem Ohr. Du hast 100 Punkte nach zwei Zügen. Mausern fällt. Sag mal. Also, wir wissen auf jeden Fall, Lisa ist jetzt Team Lars, weil dann kann sie sagen, sie hat gegen den Sieger verloren. Ja. Und wenn der hier so vorliegt, Lars hat wen aufhalten. Wenig, oder? Ja, 3, 6. Ja. Weiß er das? Können wir ihm das sagen? Ins Studio ganz kurz. Ja. Lars müsste noch einen nachziehen, ne? Hat nur 6. Danke. Finde ich nett von euch, wirklich. Und den, den du hast runterfallen lassen, einmal wieder aufheben. Ne? Blöde. Also, Dankeschön. So, Studio hört uns nicht mehr.
hören uns auch in der Regel nicht nur, wenn wir uns eben dezidiert zuschalten, sonst wäre das Ganze hier sehr obsolet. Ausguss, ja. Also er will jetzt vor allem einfach mal Buchstaben ziehen, Spread weiter aufbehalten. Also da merkt man den Taktiker, dass es jetzt schon sehr langfristig gedacht ist. Ne? Es sind wenig Punkte. Stimmt. Ich meine, Lars könnte verlängern mit dem Ausgusse, aber... Nee, also mit dem Ausgusse, hupte oder? Ausgusse, ja, stimmt. Aufguss. Also, Mensch, was sehen wir denn hier das heute? Ist schon großartig. Oh, und jetzt zieht er einen Grotten schlechte Ausguss, Bahn. Der Ausguss? Gibt es was an den Ausguss? Oh, haben sie gestoppt gerade? Im Studio? Ja, haben sie. Wird gezweifelt gerade? Ja, ja, ich hab's angehalten. Ich hab's angezweifelt. Ja, achso. Ausguss wird angezweifelt. Ja. Und Ausguss gibt's ziemlich sicher. Ich guck trotzdem immer nach, einfach aus Sicherheit. Ja, ist gültig. Minus 10 bei Lars. Muss ich jetzt drücken, ne? Ja, drücken. Auf den roten oder hier? Da auf deinen. Ja. Also da bestehe ich eigentlich immer drauf, selbst bei den alltäglichsten Wörtern, dass da wirklich auch nachgeguckt wird. Weil man es dann doch mal falsch hat und ein absoluter Super-GAU ist tatsächlich bei der Deutschen Meisterschaft im Finale passiert. Als ich dieses Jahr? Ja, als ich gegen Ulla Trappe gespielt habe und normalerweise gehen wir immer selbst zum Checker, um zu gucken, ist ein Wort gültig. Da, beim Finale war es immer so, da hat es einen Schiedsrichter gemacht. Mhm. Und in dem Fall hat der Schiedsrichter mein Wort falsch gelesen. Aber passiert. Und dann hat er gesagt, er hat Geseich. Ich habe Gesicht gelegt und er hat Gesicht gelesen. Mm. Oder Gesiche. Und dann waren 78 Punkte, die nicht galt. Ja, und ich war ein bisschen irritiert. Und wir haben tatsächlich das Spiel wiederholt. Das aber komplett neu. Videobeweis? Nee, da wird dann noch. Also, es war quasi wie Videobeweis. Also, das war dann auch im Chat damals so, hier. Und wir haben komplett nochmal neu gemacht, weil, das wäre schon einfach blöd gewesen. Wahnsinn. Also, der. Wir können uns jetzt auch so unterhalten, weil wir sehen, dass... Ich bin dran. Ja, du bist da. Lars nicht weiß, dass er dran ist. Wo hast du denn gelegt? Du hast dran gezweifelt. Aber bin ich dann... Achso, bin ich... Ja. Dran? Ja. Lars ist dran. Ja. Alter. Okay, shit is going down gerade, ey. Er hat die ganze Zeit. Gut, jetzt hat er natürlich anderthalb Minuten verloren dadurch. Ja, wobei im Moment sind wir noch recht weit weg. Und er hat halt schon... Also es liegen halt schon 20 Buchstaben im Feld. Er überlegt mit dem Ausguss. Ja. Ich glaube schon, dass er das... Okay. Ah, okay. Mhm. Der Hups, also er hätte blöd bin ich ja, Alter. P und H gut wegspielen können mit Hupte. Bin ich gespannt, ob er übermütig wird. Das könnte ich mir fast vorstellen. Jetzt habe ich dieses Visa. Oh, und jetzt zieht er wieder so großartig. Ich muss gleich wieder dran, ich habe 6 getauscht. Jetzt, ja, und Tobi macht das einzig Richtige. N behalten. Oh, sehr schöne Bank. Nein. Was hat. Oh, und jetzt könntest du. Er hat einen Scrabble, Tobi hat einen Scrabble. Mal gucken, also alltäglichen. Okay, er hat was. Und Lars halt auch. Was ist das? Hopfen. Wenn ich das richtig sehe. Hopfen, nee, ist das noch ein E? Dann nee, weil was dazu deckt. Hopfen müsste es geben, Hopfen, aber das nee, Hopfen, geht nicht, ne? Passt nicht hin. Ja. Ach ja, Timon aus im Chat Epochen, sehr schön. ist die Nummer 1 der Elos. Ja. Weizen sehen wir da, ja. Schönes Verb. Ja, genau, Weizen. Massiv Zeit von uns. Und das sieht er. Wobei Weizen nicht in der Schreibweise. Nur mit Z eigentlich, ne? ZT ginge, aber nicht. Achso, Vergangenheit von Weizen. Ein Blanco. Ein Wort? Nein, oder? Scheiße. Er ärgert sich jetzt, dass der Blanco weg ist. Penne wäre übrigens, wenn er es schon legt, dann ganz links mit Muttern und Ausgusse noch deutlich teurer gewesen. Mhm. Okay, jetzt habe ich diese Scheißsituation, dass ich eins auf der Hand habe, aber ich nicht weiß, wo ich es hinlegen kann. Es ist eine Scheißsituation. In dem Fall kann er froh sein, dass er es nicht hinlegen kann, weil er es falsch buchstabieren würde, glaube ich. Benz ist ein Faulenzen, Benzen, nicht Benz. Also das könnte er runter
von dem Doppelbuchstabenwert runterlegen auf den dreifachen Wortwert. Ah, okay. Das wäre jetzt eine schöne Sache. Werde informiert aus der Regie, so transparent bin ich, dass er Beisätzen legen könnte mit dem E und S wahrscheinlich Penne. Bestimmt der Regisseur gesehen, oder? Ich glaube auch. Ja. Also, Alex wird da keine Rolle spielen. Nee, ich glaube, der wird gar nicht mehr da sein. Der wird trainieren, wenn er sieht, wie hier das Niveau ist bei unseren Halbfinals. Ja, absolut. Also. Wahnsinn. Ja, Lars denkt sich noch nicht komisch. schön, ja. Ja. Also, dass sie auch so viel ziehen heute. Ja, also das ist auch mega. Oder? Ja, also, da bin ich ein bisschen... Das ist hier ein N, nicht? Unruhig, ja. Dass nachher, wenn Alex und ich spielen, dass wir dann nicht solche Bänke kriegen, sondern dass es so einen Klein-Klein gibt. Also, Tobi gegen Lars, das Finale hier heute. Ja. Und völlig verdient für beide jungen Herren, die hier ausgezeichnete Halbfinals gespielt haben. Also ich glaube nicht, dass es das gibt, aber bei Erbzeiten klingt einfach cool, wenn man mal richtig schön blöffen will. Ich würde es nicht anzweifeln aus Prinzip. Das ist gefährlich. Nicht anzweifeln, das ist gefährlich. So. Oh, Bind? Macht er Bind? Oh, Beine, ja, okay. Ja, ja. Also Bind wäre tatsächlich gültig von Ausbeinen, wenn er etwas ausbeint. Mhm. Nein, er beint etwas aus, so rum. Mhm. Das bringt ihn jetzt aber nicht. Ja, natürlich. Das darf ihn jetzt nicht so lange beschäftigen, dass er das hätte legen können. Ja, sind auch die wenn, ich weiß, dass es. Wer ist auf dich? Die sind oben gegangen wäre. Das muss er jetzt abschütteln. Die sind sehr, sehr sauer auf mich. Ich hatte gerade wirklich ein Dings auf der Hand. Ja. Und jetzt zieht er wieder Quatsch. Ärgert sich. Das ist ganz gefährlich. Und wie gesagt, jetzt hat er nämlich die Regel so ein bisschen gebrochen, dass er eben jetzt die ganzen guten Buchstaben weggespielt hat. Beisetzen ging eben durch das E und das S von Mutter und Ausgusse. Also wirklich als neunbuchstabiges Wort. Das ist immer so eine Königsdisziplin, wenn man wirklich neunbuchstabige Wörter sowieso, weil ich dann halt zwei Buchstaben brauche, die auf dem Brett liegen. Mhm. Und dann auch noch, dass sie nicht miteinander verbunden sind. Also was noch manchmal geht, ist, wenn halt ein ES liegt und dann mache ich halt ein Genitiv drauf. Nee. Nicht ein Genitiv. Ja, egal. Eine der Deklinationsformen. Und so, Lars hat es komisch nicht gesehen. Komisch wäre jetzt auch nicht hingegangen. Nicht anlegen können, genau. Macht jetzt aber Fisch. Das ist eine gute Nachricht für Tobi, weil dadurch bleibt das Brett wahnsinnig offen. Und wie gesagt, auf lange Sicht hätte ich ihn jetzt schon stärker eingeschätzt, den Tobi, als den Lars, zumindest vom ersten Spiel kommend. Und das könnte jetzt noch ganz gut sein. Chintz könnte er legen. C-H-I-N-T-Z. Ja. Und damit halt richtig viele Punkte machen. Mhm. Ja, hat natürlich das C, was er vielleicht irgendwie mit dem H auch, genau. Ja, genau. Also das wäre das, Chintz genau, ja. Wäre halt wirklich hier, weil das C wäre 8 Punkte wert, weil doppelter Buchstabenwert. Und ich habe insgesamt knapp 45 Punkte, also weil es auch insgesamt verdreifelt wäre. Wicht könnte er auch legen, aber eben nicht bis nach oben. Glaube ich. Oder hat er da nicht ein W? Tobi sehen wir gerade nicht. Der eine dunkle. Ich dachte, Wicht oben rechts. Nee, ich glaube, es war kein. Ich glaube, es war ein anderer Buchstabe. Ja, okay. Zeitlich übrigens zeitlich sind gleich. Sie jetzt, sind auch wieder ein bisschen zu schnell, meines Erachtens. Nicht macht er, okay. Oh, ja. Ja, weil er das C halt loswerden will. Das ist, wenn er das Schütz nicht sieht, dann ist das in Ordnung. Aber er muss langsam mal ans Punkten kommen. Ja. Und was halt auffällt, das Z. Zählt er, glaube ich, jetzt schon wirklich 50 Schlüge mit sich rum und. Das ist immer die Gefahr, dass du so einen etwas schwierigeren Buchstaben... Götter des Scrabbles, ich bete euch an. Gebt mir die Buchstaben, nach denen ich mich sehne. Ja. Gebt mir was Besseres als diesen Scheiß, den ich hier bekomme. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass er die nordischen Götter anbetet. Das haben wir vorhin mit Biel gesehen und die sind nicht zugelassen. Da. Das Q kann jetzt Lars einfach bei dem... I von Fisch oder bei I von Fisch hinspielen. Nicht kann man ganz schön verlängern, nachher noch zu Nichtse oder Nichten. Wahnsinn.
Jetzt für ein Finale. Ganz andere Partie auch als die beiden Halbfinals, ja, ne? Da ist ein bisschen gestockt durch diese Minute, die er verloren hat, wo er nicht sicher war, dass er dran war nach dem Anzweifeln. Sich jetzt zeitlich da wieder zurückgekämpft. Ja. Aber ein ganz anderes Brett, als also das vorher gesehen. Das ist jetzt spannend, dass er so lange Zeit in sich nimmt, weil der das Kuchen für 22 Punkte ist das ja eigentlich ein No-Brainer, weil du einfach. Genau, doppelter Wortwert. Doppelter Wortwert, 22 Punkte und dieses blöde Kuh ist weg. Ja. Also, man kriegt Wort. Dann irgendwann mit dem Kuh so seine Probleme. Ja. Und er hat's, auch gesagt, also, liegt neben ihm die Liste. Genau, er könnte natürlich auch jetzt hier smokten oder kosten machen als Verb, was oben an das N von nicht. Was plant dieser Mann? Das würde viele Punkte bringen. Er hadert mit seinem Leben. Ja, also, nichts. Ja, schön. Nichts. Wow. Es wird angezweifelt. Aber zu Unrecht. Guten Tag, liebe Regie. Hallo, hört ihr uns im Studio? Ich würde gerne das Wort Nichtse anzweifeln. Das Wort Nichtse wird angezweifelt. Ben prüft wissenhaft nach. Ich dachte an Taugenichtse. Aber das sind ja die Taugenichtse und nicht die Nichtse. Und das ist dann sicherlich... Ich sag's nur ungern, Tobi, aber Lars hat... Das hast du doch geraten. Das ja, auch geratene Wörter sind gültig. Das stimmt. Mit 10 Punkte Abzug für Tobi und im Studio geht's weiter. Ja. So, das ist jetzt natürlich ein Brett. 130 Punkte circa Vorsprung. Ja, und Lars hatte, und man kann es ja auch wirklich einen schönen Satz. Ja, Lisa das ist eine eindeutige nichts. Angelegenheit hier gerade. Tobi hat jetzt nichts, also sind das zwei Nichts. Und ich bekomme sie nicht. Ja, jetzt hat er eigentlich so, gut gezuckt, aber eben das eine Haar. Jetzt zählt er, genau. Jetzt macht er den Sack zu. Wobei das nicht, also jetzt gerade auf dem Niveau war es gar nicht schlecht, dass er jetzt erst den Dreifachen zugemacht hat und da richtig viele Punkte gemacht hat. Weil, das haben wir gesehen, man muss hier in dem Spiel nicht unbedingt immer drei Scrabble legen, sondern da kommt es auch... Zwei reichen auch. Ja, zwei reichen auch, aber auch... konsequent immer punkten. Das ist eigentlich das Wichtige. Und deswegen ist das Tauschen, also was hier wirklich alle richtig gut gemacht haben, also da haben wir richtig einen großen Schritt vorhin gesehen, dass eigentlich fast alle Tausche gut waren und auch im richtigen Zeitpunkt kamen, wo ich sagte, ja, da kann man mal tauschen, vor allem, wenn man eben nicht diesen Spezialwortschatz teilweise hat, wo dann eben noch ein Notausgang vielleicht von jemand anders noch gesehen wäre, aber ich würde vielleicht Huhn hier übrigens legen, einfach nur, damit dieses Doppel-H losgeht. Und wenn er Huhn legt, wäre oben die A-Linie wieder frei. Mhm. Könnte vielleicht auch Truhen anlegen, aber dann hat er noch ein H übrig. Wo bist du? Beim N von Nichts. Ja, und dann würde das eh, also eigentlich hat er eine Bank, die so gut ist, dass er die beibehalten will. Mhm. Deswegen würde ich jetzt vielleicht sogar beide Haas tauschen, weil unter ist ganz gut dann lief. Er braucht ja die Scrabble. Ich meine, er ist haushoch hinten. Und er will jetzt auch nicht das Ende des Spiels beschleunigen, dadurch, dass er jetzt noch weitere Wörter legt, die ihm nicht viel Punkte bringen. Also ich muss hier schon auch noch mal Lars loben. Das ist... muss man wirklich sagen, der hat heute einen super langen Tag hinter sich und war auch eben, glaube ich, nicht so siegesgewiss in den Vorgesprächen, weil er wusste, Tobi ist ehrgeizig, hat die trainiert. Verbaut. Fabian ist immer stark sehr, sehr mit Worten. Leid. Das ist natürlich sehr, sehr schädlich für dich. Schade. Beim Spielstand von 193 zu 62. Ich hätte so ein schönes Wort mal legen können, mal in eine andere Richtung. In eine andere Richtung denken. Mhm. Na gut, dann halt nicht. Was ist das? Erden, sie erden. Zieht er immer das X? Das kann ein super Buchstabe sein, kann aber auch einen die schönen Bänke ganz schön kaputt machen. Der Stelle. Es gibt Cooks, irgendwas aus dem Bergwerk, Aktiengeschäft, keine Ahnung, KOX, aber das ist so ein Lachs, wäre sehr hübsch, rechts oben, an also Lachs an und Xi. Wahnsinn, 10 Minuten noch, circa auf der Uhr, 12 sind es noch für Tobi. Spannend. 193 Punkte schon für Lars, 62 für Tobi. Ui, shit.
Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Die beiden im Finale. Das sieht gut aus für Lars. Das ist das Letzte, was man hören will vom Gegner. Dann weiß man schon halt, wie scheiße das läuft, wenn der Gegner dann anfängt jetzt. Ja. Also, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und recht hat er da recht und er zieht wieder Schrott. Aber das ist hier gar nichts. Haxen, also Umgangssprache ist gültig, weil jetzt im Chat gefragt wird. Haxen ist nicht umgangssprachlich, die Haxe. Ja, ich also, habe Hunger gerade bekommen, ja. Die Haxe des Bösen kennt man ja auch. Ja. So, das sind sehr viele Vokale, die Lars da ansammelt. Etage legt er sich da schon irgendwie zurecht, aber kriegt er das. Was kriegt er da hin? Also, Lars kann tatsächlich überlegen, ob er jetzt auch wirklich auf. Zu's Brett spielt, sag ich mal. Also versucht jetzt immer das Brett immer mehr zuzumachen. Prämienfelder abzudecken, quasi. Prämienfelder abzudecken, Es zu bauen. Also gerade dieses eine, ja, das E ist nicht so interessant, aber einfach das Spiel etwas schwieriger machen. Und gerade diese oben in dieser Haxenstelle, oben und unten kann ich dranlegen. Das würde ich jetzt versuchen, irgendwie zu beenden. Also, und wenn es nur Aha wäre, ja. Aha wäre so ein bisschen so ein ziemlich fieser Zug. Einfach weil ich dann da oben die jetzt noch sehr attraktive Stelle komplett zugebastelt habe. Ja, ich muss das Brett jetzt aufmachen, also ich kann ja gar nichts anderes machen. Ja, genau das, was ich sagte. Man muss das Brett aufmachen. Es geht damit natürlich Anlegemöglichkeiten. Ja, und zwar hier relativ. Er muss es machen. Punkt. Obwohl ich nicht weiß, ob er weiß, dass das Brett schon relativ weit oben ist, ob er daran denkt, dass oben an das Haar von Haxen in beide Richtungen was geht. Aber ganz, es ist definitiv richtig, dass er da jetzt noch was macht. Aber, und er zieht keine Konsonanten, keine Verben. 211 Punkte für Lars, 95 für Tobi. Tobi war letztes Jahr schon heiß auf die Scrabble-Nacht. Ja. Ist dieses Jahr hier super gestartet. Mit einem Halbfinale hat Fabian Käufer herausgeschmissen. Lars eben im zweiten Halbfinale. Lisa, die Vorjahressiegerin, rausgeschmissen. Vorlage wieder. Ja, was soll ich machen? Ich muss das Brett irgendwie aufmachen. Und das ist das, was ich meinte. Er punktet kontinuierlich. Ja. Und das reicht bei dem Vorsprung, klar. Tobi ist ein Tauschspieler. Muss er fast machen? Ist dran. Er braucht jetzt das Scrabble. Er braucht jetzt den Scrabble, genau. Okay. Wahnsinn. 97 Punkte, da haben wir nochmal nachgerechnet für Tobi. Aber da können wir so lange hin und her rechnen, wie wir wollen. Wir kommen da nicht auf eine andere Tendenz. Das ist halt auch die Gefahr, wenn du halt sehr taktisch spielst, dass, wenn die Taktik nicht aufgeht und du nicht die passenden Scrabble-Spiel dazu ziehst, die Steine dazu ziehst, das ist immer am furchtbarsten, wenn du so eine Bank behältst wie Stirne. Und dann ziehst du das Q dazu. Du hast sie aber auch alle. Ja. Wobei, alle noch, ich weiß, was gegangen, aber... Also, Gaben? Du wirklich die Götter. Gaben, ja. Konjunktiv von mit eben. Kann aber nicht verraten, was ich genau gemacht habe. So, hier der eine Blanko wieder auf Lars Seite. Den zweiten hat er ja auch schon unten gelegt. Ja. Also, darf ich aufgeben? Ein bisschen Glück kommt jetzt auch noch dazu. Ja. Aber jetzt müsste ich irgendwie einen Bingo aus irgendeiner Pore meines Seins ziehen. Ja, das stimmt. Also durch M ginge einer, aber der wäre, ich weiß nicht, was das heißt, aber das ist so ein. Oh, und ich habe mal gegen Alex ein Spiel gewonnen dadurch, dass ich 70 Punkte mit dem J irgendwas Schwieriges machte, aber vor allem das für ihn so Ärgerliche, durch meinen Zug habe ich seinen Lindwurm, weil er jetzt fast Lindwurm hat, zugebaut. Und er hat dann hinterher auch ein Video darüber gemacht, meine ich. Oder auf jeden Fall haben wir da uns länger drüber unterhalten, weil das so schön gewesen wäre. Und das sind halt so Wörter, wo ich halt auch sage, Chapeau, das macht Spaß, wenn solche Wörter gelegt werden. Den hätte vielleicht Tobi auch gekannt mit seiner mythologischen Einschlag. Also was ich meinte war Drumlins. Also wenn M da gelegt hätte, dann... Und ich guck mal gerade, was das heißt. Also aus dem Keltisch-Englischen in der Geologie ein elliptischer Hügel der Grundmoräne. Keltisch? Stund. Vielleicht hat er daran gedacht, vielleicht aber das in andere Richtung, lag halt so oder so nicht. Wenn es nichts ergibt, dann gibt es auch die Morgenstund. Ja, richtig. Und auch von Stunden. Also ich stund hier 100, die Miete. 160. Aber, okay, ich höre gerade aus der Regie, ich sehe da gerade nicht, wer der Finger drüber liegt.
Hat er da was Ungütiges gelegt? Ich hab's jetzt nicht wahrgenommen. Welche Hand ist denn das, Lars? Pennern und Stund. Stund, und er hat das R noch hingelegt? Bei Pennern. Ach so, er hat... den Pennern. Ja, aber das E... Ach, das R lag nicht. Nicht. Ah, okay, dann... Oh, was heißt das für uns? Müssen wir da einschreiten? Weil das ein ungültiger Zug ist? Ja, ne? Würde ich machen, ja. Okay, dann müssen wir einmal ins Studio gehen. Hört ihr uns im Studio? Ja. Wir müssen, glaube ich, einmal noch zur Klärung fragen. Vielleicht einmal auf Stopp drücken kurz, für die Zeit, der Fairness halber. Hast du gerade das R angelegt und Stund? Oder? Das geht gar nicht, oder? Nee, genau, das wären ja quasi zwei Züge. Ja, habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Dann muss ich das R wieder zurückholen. Wie meint das mit dem Ziehen jetzt? Müsst ihr nochmal sagen, was hatte ich gerade auf der Hand? Nee, wir machen es so wie eine Überziehsituation, also dass du zu viel gezogen hast. Ja. Das heißt, Lars darf zwei Buchstaben von dir ziehen. Einen, besser gesagt, oder? Nein, zwei. Und darf daraus einen aussuchen. Ui. Guck mal. Die beiden äußeren. Ja. Hier? Und du darfst jetzt einen zurückwerfen. Zurückwerfen heißt in die Box oder zu ihm? In den Sack. Und den anderen ihm zurückgeben. Behalte das N. Behalte das N? Ja. Okay. Das möchte ich bitte, dass du das behältst. Gut. Und jetzt muss... So, du bist jetzt... Okay. Und jetzt ist Lars dran. Okay, ich muss nochmal... 2, 3... Okay, danke euch. Wir sind im Studio nicht mehr zu hören. 257 Punkte für Lars. Tobi 107, auch mal nur. Also das ist eine relativ strenge Regel, dass man eben, also üblich, das ist jetzt eher unüblich, aber das üblich ist, dass man aus Versehen einen achten Buchstaben zieht. Und wenn er schon das Bänkchen berührt hat, dann ist eben diese Regel, damit man nicht absichtlich überzieht, damit man das V oder das Q wieder reinschmeißen kann. Mhm. Das ist einfach der Hintergrund. Ah, okay. Mhm. Also nicht weniger als ein Manipulationsversuch. Ja, nicht absichtlich, ne? Es muss ja nicht absichtlich sein, aber auf jeden Fall. Das ist ja schon so. Niederschmettern genug ist. Also gerade das zu viel ziehen, das passiert einfach immer mal. Ich bin auch mega da immer mal anfällig, dass ich mal einfach zu viel ziehe. Ja, bei uns kann es sein, dass wir heute hier deutlich überziehen, aber das ist kein Problem. Wir bleiben natürlich bei der Action, denn wir haben ein spannendes Finale zwischen Lars und Tobi. Wer hätte das gesagt? Lisa und Fabian bereits ausgeschieden. Oh. In sehr packenden Halbfinals. Und was passiert da jetzt? Lars hat ein sehr schönes Wort. Schön kann man drüber streiten, aber... jetzt bin ich halt in dem Modus, in dem... Ja. Also, er kann wahnsinnig viele Punkte machen, aber er ist nicht dran. Mit Dödel. Ah ja. Du, Dödel, du. Und zwar oben auf den dreifachen Wortwert parallel zu mit E und La. Also das sind wieder so sehr zum Anlegen. Schöne Mäuerchen, die man eben machen kann. Und also das würde 50 Punkte bringen. Also die Kurzworte E, genau. H und LA, die er da legen kann. Genau, das sind diese Solmisationswillen, Dori, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ah ja. Mhm. Und dazu eben, wie du sagst, der dreifache Wortwert, wenn er das sieht. Und der guckt da auch genau hin. Da auch hin. Guckt da hin. Also, aber, ach so, das war Tobi. Tobi sieht da. Okay, ja, gut. Und verbaut ihm das unwissentlich. Ja, dein Nerdfaktor ist wieder. Ja. Nicht Nerdfaktor hier, wie heißt es denn? Das I umdrehen. Ach so, ja. Ja. Das hatten wir, stimmt, hatten wir eben, ja. Ja, und wir hatten ja letztes Jahr auch schon mal, wo das Thema war, dass es manche Leute wahnsinnig macht. Ja. Ich bin auch so jemand, der eher mal umdreht, also das falsch rum hinlegt. Ölen. In der Heile. Öles. Des Öles, ja. Des Öles? Das sind alles gute Wörter. Ja, klar, das Öles. Er hat geübt. Ich bin davon überzeugt. Öles, wahrscheinlich gibt es Öles, aber. Ja, aber 10 Punkte mehr oder weniger ist mir jetzt egal. Ja. Tobi, was können wir für dich tun? Ich würde sagen, Öles, wahrscheinlich gibt es das, aber ich hätte jetzt Öls gesagt, aber ich muss es einfach probieren. Mhm. Des Öles. Also, dekliniert vom Öl, und Ben, was finden wir da? Ja, ist gültig. Ist gültig, leider nochmal 10 Punkte ab. Ja, ist ja okay. Man muss es ja an diesem Punkt mindestens mal probieren. Und damit geht's da weiter. 6 Minuten 40 noch für Lars. 8 Minuten für Tobi. Das muss man nochmal sagen. Hier härter als Turnierbedingungen. Ja. Profis spielen 30 Minuten, unsere Profis 20. Ja. Wobei, wie gesagt, dieses Aufschreiben und, und die verschiedenen etwas strengeren Regeln sind da natürlich schon auch einzupreisen. Deswegen würde ich das jetzt schon eher äquivalent zu Turnier 25 Minuten machen. Aber auch das ist nur bei Speed-Turnieren der Fall. Lars stellt da seine Bank ein bisschen um, und das nehmen wir dankend zur Kenntnis. Oh, yeah. Idiot sehe ich da aber noch bei ihm. Also nicht bei Lars, sondern als Wort auf der Bank.
303. Tobi natürlich mit dem Rücken zur Wand zweimal, angezweifelt zweimal. Punktabzug, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dieser Partie. Bingo bekommen direkt mit Mausand von Lars zum Start. Das ist halt ein Traumstart gewesen. Er durfte auch beide Male anfangen, das muss man auch sagen. Also das ist jetzt kein ganz großer Vorteil, aber es gibt dir halt die Möglichkeit gleich mal, also nichts ist 6 Minuten frustrierender, als wenn der Gegner mit einem Scrabble anfängt und dann du nur Mist hast. Also das ist wahnsinnig frustrierend. Und da wieder zurückzukommen, das ist wahnsinnig schwierig und vor allem nicht mit den Bergen, die Tobi jetzt hatte. Denn der hat nur Murks, aber auch nicht mal das ganz auf der Bank. Ja. Wenn ich das richtig sehe, da fehlt das S noch. Ja. Ich glaube, das ist mathematisch nicht mehr möglich, dass ich dich einhole. Naja, ja, vor allem es gibt keinen, also neunfachen kann man gar nicht mehr legen. Scrabble wird immer schwieriger. Schade. Also, da hat er schon recht. Und er hat wenige richtig offensichtliche Fehler gemacht. Also, Junk geht übrigens leider nicht, auch wenn es wahnsinnig viele Punkte wäre. In Spalte 10 mit Je, Ul, das geht beides, aber eben Junk ist leider nicht gültig. Aber das wäre jetzt sowas, wo, wenn ich so weit hinten wäre, einfach mal ausprobieren würde, kennt mein Gegner das. Und das ist auch. So schätze ich dich auch rein. Ja, Blöffen ist erlaubt. Also, es ist auch nicht so, dass das nicht. Also, es ist ganz klar, weil manche das immer anrüchig finden. Bei mir ist es sowieso relativ schwierig, weil ich fast nie sagen könnte, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja. Sondern oft sind es 99, oft sind es 95, oft sind es 93%. Und wie gesagt, ich habe ja auch einen Nachteil dadurch, weil oft genug muss man dann halt auch die Bluff-Wörter wieder zurücknehmen. Mhm. Gibt es den Bot? Also einzige, was wir tun können, aber ist Erbot. Erlaubt ist. Achso, Erbot. Das auch. Aber ja, es ist tatsächlich seit einigen Jahren darf man auch ein S dran hängen. Okay. Ja, Tobi rechnet hier schon gegen die Punkte, das zeichnet ihn aus. Er ist natürlich ein begnadeter Analytiker, aber aus Entertainment-Sicht wollen wir das natürlich nicht hören, dass das Finale hier vielleicht schon entschieden ist. 4,5 Minuten. Also die Zeit für Lars noch. Für Lars, vor allem er hat jetzt mit VDD Z so eine Bank. Ja. Also es gibt sehr wenige andere Buchstaben, die ich dazu habe, wenn ich VDD Z habe, dass ich dann nicht tausche. Ja, weil wenn er ein freies E hätte, könnte er vielleicht Video irgendwo machen, aber er hat da wenig Optionen gerade. Eben. Ja, ist hier 2 Punkte. Das ist jetzt fast so ein bisschen. Es ist aus Tobis Sicht ziemlich fies. Also tatsächlich ist es. So, ich kann jetzt noch die Folie runterspielen mit 8 Minuten. Weil und hoffen, dass ich da jetzt noch irgendwie hier was rausbekomme. Ein S nimmt. Scrabble, aber. Und ein O. Das sieht nicht. Deswegen eigentlich dann noch die Möglichkeiten eröffnet, für ihn da irgendwie wieder zurückzukommen. Weil die Frage kommt, wenn Lars über die Zeit geht, hat er nicht sofort verloren, sondern er kriegt, wie auch in Turnierspielen, pro angefangene Minute 10 Punkte Abzug. Und nur wenn er 5 Minuten überzieht, dann ist das Spiel wirklich vorbei. Und das hat einfach den Grund, dass wir in Turnierabläufen eben sonst wirklich Schwierigkeiten haben, die Turnierpartien durchzukriegen, weil wir dann 10 Minuten, meistens nur 10 oder 15 Minuten Pause haben. Und wenn dann wirklich eine Partie beide weit über ihre Zeit gehen, dann verzögert das einfach. Da wird es auch für die sehr einen Spieler, die müssen dann irgendwann auf Toilette. Also da muss man auch irgendwo den Riegel setzen. Ja, ja. White Toilettenpause nochmal eine eigene Regel, aber. Ja, wie ist das? Ich glaube, offiziell ist es, dass man den Schiedsrichter rufen muss und auch deutlich machen muss, dass man kein Handy oder so dabei hat. Also, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oh ja, auf das, wie gesagt, da gab es auch schon die eine oder andere Geschichte, dass irgendwer Wortlisten an der Kappe oder sonst irgendwas. Nein. Naja, klar. Also, wo gewonnen wird, wird geschummelt. Das ist leider so. Ja, und aber ich bin komplett. VOD gibt es nicht, aber ich glaube, Podcast geht, aber nicht VOD allein. Ne? Eben weil es wieder eine Abkürzung ist. Ne? Ich bin so komplett raus gerade. Ich will aber jetzt. Aber du hast ja gewonnen, also komm, also irgendwie ist das jetzt hier witzlos auch, was wir hier machen. Naja, das ist einfach ein ganz normales Finale, was man zu Ende spielt. Also wenn Bayern 3-0 führt, dann pfeift man ja auch nicht ab und sagt, Leute, das geht ja rechnerisch kaum. Wobei die Diskussion hatten wir tatsächlich schon immer mal. Ob man es noch zu Ende spielt. Genau, in Turnieren, außer in diesen Finale- oder Halbfinalsituationen, ist es halt du hast eh gewonnen, oder? Nichts wirklich sinnvoll.
Kommen wir aber jetzt noch ein bisschen was zu Ende sehen. Ja, das ist mit dem Verlieren. Das ist natürlich auch dann auch schwierig, mental das natürlich zu ziehen. Passe. Aber er passt. Ja. Passen beide doppelt. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Und damit schalten wir ins Studio. Was für ein Finale. Lars hat das direkt mit einem Bingo gestartet und davon hat sich Tobi nie so richtig erholt. Trotzdem war das hier ein packendes Finale. Glückwunsch an Lars erst einmal. Wow. Danke, danke. Lars, wie... Also du hast gerade eben schon gesagt, das war das beste Spiel deines Lebens. Und eine Bitte, Lars, jetzt kannst du es zugeben. Wie viele Stunden um Stunden um Stunden hast du mit Timon Börner wirklich heimlich geübt? Jeden Tag circa 3 bis 5 Stunden. Das hat man gemerkt? Nein, ich habe tatsächlich nicht gespielt, aber es war wirklich diese Drucksituation, die normalerweise, auch beim letzten Jahr war es so, dass ich total ehrgeizig war und super viel trainiert habe und dadurch einen Blackout hatte, teilweise. Und heute bin ich ganz frei gewesen und wie gesagt, ich träume in diesem Moment auch schon und schlafe und das hat offensichtlich gereicht. Nein, Quatsch, das war natürlich auch wieder krass mit diesem Anfangsding und das ist einfach so eine Demoralisierung, wenn man gleich am Anfang ein Bingo setzt. Und ich habe selbst gemerkt, als ich dann später das mit dieser Zeit verrafft habe und dann so ein, zwei Sachen und dann habe ich Ausguss angezweifelt, so ein komplett, also literally alltägliches Ding. Und da war ich dann total demoralisiert kurz und hatte 1000 Blackouts und mir fielen die einfachsten Sachen nicht ein. Aber mit dem Bingo habe ich natürlich ganz gut vorgelegt. Damit hast du ganz gut vorgelegt, Tobi. Insofern ironisch, weil du selber dein Halbfinale so begonnen hast mit einem Bingo. Ja, das und jetzt quasi am anderen Ende der Fahnenstange. Komplett ironisch und ich kann jetzt auch komplett Fabians Spiel verstehen, weil du bist raus, du merkst halt, du willst diesen geilen Move erzwingen und das ist überhaupt nicht mehr organisch wie beim ersten Spiel. Da war es halt total organisch, dass ich was gesehen habe und gelegt habe und hier willst du halt das unbedingt erzwingen. Und ich bin halt nicht auf dem Niveau, dass ich das erzwingen kann und deswegen habe ich jetzt auch einfach mal halb so viele Punkte gemacht wie im Halbfinale. Nicht mal, weil da irgendwie das Brett schlechter war oder sowas, sondern einfach, weil ich geistig durch war. Lars hat mich erwischt mit diesem ersten Schlag in mein Herz. Ich lag blutend auf dem Boden. Und das Wahnsinn. Trotzdem, wahnsinniges Finale, was wir hier gesehen haben, wahnsinnige Halbfinals, die hier auch gespielt haben. Und Lars, für dich als Sieger gibt's natürlich neben den brandneuen Scrabble-Fallengefahr von Mattel, gibt's auch noch die offizielle Liste von Scrabble Deutschland e.V. gibt's für dich auch noch dazu, damit du natürlich jetzt am Ball bleibst. Denn Lars, das hat Lisa natürlich auch gemerkt. Das Problem ist, wenn man erstmal so einen Scrabble-Titel hat bei Rocket Beans, dann hat man das Fadenkreuz auf dem Rücken. Und ich bin mir sicher, Tobi ist ehrgeizig genug, dass wir hier nochmal eine Revanche sehen werden. Wahnsinniges Niveau von euch. Vieren auf jeden Fall. Gratulation an Lars mit 294 Punkten hier im Finale. Tobi, wahnsinnig gespielt. Und jetzt wollen wir natürlich auch gleich nochmal sehen, was eigentlich bei unseren Scrabble-Champs geht. Ben gegen Alex wird es gleich heißen. Wir sehen gleich erstmal noch euch in Scrabble-Fallengefahr. Da ein bisschen rumspielen, um diese neue Variante zu testen. Und dann sehen wir noch ein 15-Minuten-Match von euch. Richtig? Haben wir jetzt festgelegt, 15 Minuten? Allerdings, wir schreiben selbst auf. Aha. Ich glaube, das hatten wir ja auch so festgelegt. Ja, ich bin gespannt. Wollen wir 15, 20? Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir's? Wir können noch ein bisschen länger machen, wenn ihr 20 wollt. Wir schauen mal, wie lange wir fürs Fallengefahr brauchen. Und dann freue ich mich sehr auf ein heißes Match. Wahnsinn. Also danke, Ben, auch nochmal fürs Kommentieren. Es war mir wie immer eine Freude. Danke auch an Alex fürs Kommentieren und fürs Punkte mitschreiben. Das hat es uns hier natürlich erleichtert, da wir das nicht auch noch machen mussten. Also gleich der Ranglisten-Zweite gegen den Ranglisten-Dritten. Auf der Elo-Liste, also viel besser wird's nicht. Und der Erste ist auch noch im Chat und guckt sich das Ganze an und wartet nur auf irgendeinen Phony von den beiden. Danke nochmal an Lars, Tobi. Lisa wird mich ja auch gleich joinen, Lars hoffentlich auch, um die Partien zu kommentieren. Und dann geht's hier gleich weiter. Bis gleich. Willkommen zurück bei der Rocket Beans Scrabble Night Nummer 2. Und was für ein Niveau haben wir hier heute gesehen? Ich habe die Siegerin aus dem Vorjahr bei mir mit Lisa. Ich habe den Sieger aus diesem Jahr bei mir mit dem Lars. Das ist einfach nur genial.
Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, es macht mich schon glücklich, weil ich auch so viel, ich habe bei so vielen Turnieren bei Rocket Beans schon mitgemacht und ich habe noch nie was gewonnen. Oh. Ey, das kenne ich. Das erste Mal, dass ich was gewonnen habe. Das kenne ich. Richtig schön. Ich habe nur eine Folge Nerdquiz mal gewonnen und die auch nur auf Toilette im Nachgang, weil ich sonst auch muss Shows erfinden und gewinne die nie. Was? Ja, am grünen Tisch. Deswegen fühle ich komplett Lars und auch komplett verdient gewonnen. Das waren richtig schöne Partien auf hohem Niveau, die wir heute gesehen haben mit der regulären Scrabble-Variante. Aber dank Mattel gibt es dann natürlich auch immer wieder neue Twists. Unter anderem eben Scrabble-Fallengefahr. Und wer wäre besser, um zu zeigen, was diese neue Variante denn so kann, als Alex und Ben, unsere Scrabble-Champs, die eben noch fleißig geholfen haben, Punkte zu zählen und hier das Ganze zu kommentieren. Ihr beide, ihr hört mich schon im Studio. Ja. Super, ihr seid soweit ready. Also Fallengefahr, gucken wir uns das Ganze an. Wirbelt alles durcheinander, wir sehen's. Da sind einige neue Fallenfelder auch da, die zusätzlich die Möglichkeit geben, eine Falle aufzustellen. Und ihr beide könnt da recht transparent drüber reden, wenn ihr das seht, wenn ihr eine Falle legt, was ihr genau macht. Bitteschön, ihr beiden. Ja, wir haben es auch noch nicht gespielt, ne? Wir probieren es jetzt aus. Und als erstes zieht man ganz normal die Buchstaben. Ja. Also zum Anfang S. Blanco. Ben fängt an. Normalerweise würde ich ihm jetzt den Sack nochmal geben, damit klar ist, dass ich... Oh ja, stimmt, damit er das nicht noch in der Hand behält, während er da die ganze mischt. Mal alles schon gesehen bei Turnieren. Ja. Ich finde das so gut, diese professionelle Ziehhaltung. Ich liebe das auch so sehr. Ja. Ja. Aber die Zeit machen wir erst, wenn... Genau. So, dann geht's los mit dem Scrabble-Fallengefahr. Und dann ziehen wir die Fallen als nächstes. Ja. Ganz grausige Bank bei Ben. Na gut, noch ein E wenigstens. Wir hören euch noch. Wir hören euch. Ja, achso. Ja. Achso, sorry. Genau, also wir können ruhig die beiden viel sprechen hören, weil wir natürlich wissen müssen, was sie da machen. Sehen da rechts schon die Plättchen. Wir dürfen jeweils zwei davon ziehen von den Fallen. Genau, und eine behalten. Eine behalten. Oh, ich habe drei gezogen. Ja. Hören die uns jetzt noch? Ja. Weg. Nee. Wir müssen aber auch nicht viel sagen. Zweimal dieselbe? Ja, ich auch. Okay. So. Und dann dürfen wir aussuchen, für welche Art von Prämienfeld das in dem Zug zählen soll. Das heißt, ich darf jetzt aussuchen, was ich Ben hier, was ich Ben verbauen will. Wenn er auf diese Art von Feld kommt, dann greift diese Falle. Und ich muss es auch schon für den übernächsten Zug machen, ne? Genau, ja. Mhm. Ja, im Start muss man ja jetzt auf jeden Fall das, was in der Linie liegt. Ne? Genau. Was hier spannend ist, ist, dass die Felder halt ganz anders sind, als wir es gewohnt sind. Also von der Board Vision her sind wir auch jetzt Anfänger quasi. Ja. Genau, das Layout des Bretts ist anders, sieht man, die Felder sind. Okay. Das macht es strategisch super spannend, weil man immer überlegen muss, wo könnte der andere Spieler anlegen potenziell und dieses Prämienfeld quasi mit einer Falle bedecken. Ja. Oh, guck mal, er legt direkt das C drauf, das hochpreisige. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26. Genau, und dann greift natürlich jetzt das hier. Und die Falle ist der Punkteraub. Das heißt, ich bekomme in dem Fall den teuersten Buchstaben von dir nochmal dazu und du bekommst den abgezogen. Das heißt, ich krieg 26 Punkte, du kriegst jetzt 4. 4, also nicht die Du hast nur 22. Nee, und ich glaube, nur es zählt in dem Spiel. Ich würde mal sagen, glimpflich ab. Und dann ziehe ich nach. Ah, stimmt. Und Fallen, du darfst jetzt darf eine neue Falle ziehen. Das ist auflösen. Das ist hier, diese hier. Bedenkt im Studio. Bedenkt im Studio, ihr hört mich ja, ne? Ja. Dass wir nicht mit dem doppelten Wortwert starten, ne? Das habt ihr bedacht. Ah, das ist kein doppelter Wortwert. Das ist kein Wortwert. Stimmt. Genau. Dann sind es, dann hast du nicht 26, sondern 13, minus 4 sind 9. Ach. Und vor allen Dingen, ich sag noch was für eine Crap-Bank und er legt so ein Das stimmt. Also Scrabble-Fallengefahr könnt ihr euch auf Mattel. Für 28. Bei Mattel jetzt auch schon holen, vielleicht noch für Weihnachten. Ich habe den Auslöser gelb. Ja. Und das ist die Buchstabenfalle. Okay. Das heißt. Du darfst, nachdem ich nachgezogen habe, zwei von mir. Nee, Buchstabenfalle. Du. Hm? Ja, ich. War das, wo du. Ja. Wo ich zwei von dir ziehen darf? Ihr hört mich im Studio?
Ja, ne? Buchstabenfalle. Der Feinsteller. Das ist das, was du hattest. Der Feinsteller addiert zu seinen Punkten den Wert des besten Buchstabens in dem Wort des Mitspielers. Ach so, dann haben wir es gerade falsch gemacht. Okay. Ja, dann hättest du gerade. Ja, gut, jetzt spielen wir so weiter. Okay. Das heißt, du bekommst das C von mir. Also, ja. Ich bekomme 28, bin damit bei 32 insgesamt. Mhm. Da muss man erst reinkommen. Das dauert. Und ich krieg 4 dazu. Ja, genau. Sind viele verschiedene Varianten, das ist echt spannend. Mhm. Viele. Also man merkt ganz schön viele neue Elemente noch dabei. Wo wir noch nicht so. Und ich darf eine neue Falle nehmen. Ich darf den wieder zurücknehmen. Der hier kommt weg, ne? Genau. Das ist ein Grund, dass er die E's so hinlegt. Ben hat die so umgedreht. So ist es irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sein Style ist. Achso, vielleicht einfach so eine Handschrift sozusagen. Ah, nee, okay, war einfach falsch hingelegt. Ja. Schöne Verlängerung. Eieiei. Hm. Da ist der erste Bingo. Eierten. Ja, den hätte man sehen müssen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht richtig drauf geachtet. Ja, Vorname von Senna, Formel-1-Fahrer. Eierten Senna. Dann bist du insgesamt bei 66. Mhm. Keine Falle. Und ich habe keine Falle. Genau. Ja. Geht's weiter? Oben. Oh. Ach, ich muss meine Zeit auch mal spielen. Mhm. Ach, warte. Ich habe vergessen, Auslöser zu legen. Ja. Jetzt natürlich nicht den du jetzt hast. Das meine ich nicht. Okay. Wegen Föhn, das wird verdoppelt. 6, 10, 14, 16, 17. Ja. Das 66 schön, zu 36. Zu 32. Also 32 66 genau. Zu 32. Ich bekomme hierfür das F auf den doppelten Buchstabenwert und dann noch doppelter Wortwert. 66 Punkte und bin damit bei 98. Natürlich genial, dass dann das Malochen auch noch verdoppelt wird. Ach so, ja klar. Ben hat 66, ich habe 98, genau. Wahnsinn. Alex 98 Punkte, Ben 66. Muss ich mal gucken, wo hier welche Felder sind. Ja. So, und jetzt wird es natürlich auch ein bisschen taktischer, wo legt man jetzt die Falle hin? Da muss man ein bisschen antizipieren, wo könnte man gut anlegen. Und das ist nicht nur durch die Fallen anders als das normale Scrabble, sondern das Layout ist halt auch anders und ändert dadurch auch die Spielweise, also wo man am ehesten hingeht. Ach stimmt, allein schon die klassischen dreifachen Wortwerte, die da in der runden. Die gelben sind das, oder? Nee, die roten, aber du hast die da ja jetzt oben in den mittigen. Ja, ja. Schon ein bisschen schneller. Ja, macht's halt auch spannend, weil man manchmal vielleicht sogar die Prämienfelder auslässt, um sicher zu punkten, weil man weiß, die können einem nicht geklaut werden, dadurch keine Falle legen kann. Und der nächste Bingo. Ja, brauche ich nicht. Okay, na gut. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 76 und ich darf 2 Fallen kaufen. Ja, ich löse hier nichts aus. Damit bist du bei 142. Warte mal, jetzt muss ich die zuordnen. Mhm. Ich habe jetzt eben einen Buchstaben auch über dieses Fallensymbol gelegt. Also eine zusätzliche Falle, die er da ziehen kann. Und okay. Ach, das bedeutet das Schwarze. Genau, das sind die feinen Symbole. Ja, 142, ja. Am beeindruckendsten finde ich, wie schnell die es ausrechnen können. Punkte. 27. Pads. Oh, warte. Ja. Kennen wir ja als Gamer. Ja. Der Buchstabenfalle. Ja. Okay, die ist klar. Das heißt, ich krieg jetzt wieder 4 Punkte. Ich krieg 4 abgezogen. Ah, ich kann ja, ich habe ja mit. Dann steht es 146 zu 121 für Ben. Mit dem Caddy mal einen Unfall gebaut. Seitdem habe ich so Caddy-Issues immer. Hm. 142 Ben gegen Alex. Gleich auch noch eine reguläre Partie. Nehmen, ne? Weil jetzt war ja meine Falle. Scrabble-Fallen-Gefahr. Macht's auch spannend, wenn der erfahren ist. Das war ja die Falle von dem anderen. Ja, das große Finale kommt ja noch, ne? Naja, jetzt stell mal deinen Sieg nicht in den Schatten. Ja. Also Ben und Alex haben ganz schön mitgeschwitzt hier, was hier das Niveau ist von Rocket Beans. Ja? Da kamen viele lobende Worte auch? Nö, kaum. Das ist Buchstabenwert. So, genau. Okay, dann mach ich. Hilft halt auch diese Version von Scrabble so ein bisschen Erfahrungsunterschiede auszugleichen, weil man eben die Punkte klauen kann.
gibt auch noch eine Explosion als Falle, wo du halt dann im Bereich von 3x3 Buchstaben einfach rausnehmen kannst. Und alle verbleibenden Buchstaben sind weiterhin gültig. Ja. Ach krass, dann ändert sich die Architektur des Brettes nochmal. Du könntest jetzt komplett da in der Mitte was rausnehmen, aber die Falle gibt's auch nur einmal. Ah ja, okay, ja, die ist ja sehr mächtig dann. Ja. Hat wieder nicht gedrückt, oder? Kann das sein? Aber da sind jetzt ja auch viele verschiedene Dinge. Uhr drücken, und verschiedene Beutel ziehen und so. Rechnen. Sechs Kameras laufen. Aber es war interessant eben, selber gar nicht mitzurechnen. Also es war gut, dass wir den Punktestand im Studio sehen konnten, aber es hat ein ganz anderes Gefühl fürs Spiel gemacht für mich. Mehr noch näher dran am Brett, ne? Und nicht, herrlich war das. Wirklich. So. Bei Ben die Uhr schon ganz schön weit runtergelaufen? Ja. Normalerweise lege ich manche Wörter nicht, weil mir das einfach zu viele Punkte auszurechnen sind. Mhm. Dann lege ich lieber einfache Wörter. Und in dem Fall konnte ich einfach frei spielen. 3, 9, 10, 11, 12, 36, 39, 40, 41, 45, 46, 47. Du bist schon so lange wach, willst du nicht bei Haus ein Haus nächstes Jahr mit? Die paar Stunden kriegst du jetzt auch noch. Also, falls ihr gerade einschaltet, liebe Scrabble-Liebhaber in Deutschland, das sind Nummer 2 und 3 in der Elo-Rangliste Deutschland. Alex Dingens und Ben Berger, die hier das neue Scrabble-Fallengefahr austesten, gleich auch noch ein reguläres Spiel machen. Und dann, meine Güte, wird es spannend für uns, die Punkte mitzuzählen. Wir sehen aber hier schon anhand dieser Spezialversion, was da so für Wörter gelegt werden. Ich finde es allein schon krass, wie anders das Feld aussieht, weil die Wörter so lang sind. Ne? Das ist so breit, offen. Ja. 7. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht immer so. Da ist doch jetzt was ausgelöst. Kommt eine Falle dazu? Ja, und krieg den Punkterab. Ja, okay. Das heißt, ich krieg. Da bringt's der Zug. Du kriegst. 6 Punkte oder was? Nee, du darfst jetzt bei meiner Bank, bei meiner neuen Bank, darfst du. 2 Klauen. Nein, nicht 2 Klauen, sondern wir zeigen uns gegenseitig die Bänke. So. Ah, ja. jetzt ist natürlich schwierig, die Bänke zu, weil die hier festgemacht sind. Sind die festgemacht? Ja, okay, dann. Also dann müssen wir das einmal so machen für uns. Mhm, genau, und das Fiese ist, dass wir jetzt gegenseitig wissen. Wir kennen die gegenseitigen Bänke, aber du bekommst deine Punkte nochmal dazu. Ich bekomme meine abgezogen. Ja. Also bekomme ich -7. Aber was für ein Glück für Alex, bei 13 der Bank jetzt abgezogen zu bekommen. 13 plus bei dir, damit steht es 232 zu 121. Mhm. Und ich muss jetzt gucken, wie ich wieder ans Kabel, den ich erlaube. So, da sieht man die. Da schlagen die Fallen zu, Punkte raub. Also müssen sich bei dir die Bank zeigen. Ja, machen wir das mal so. Und ach Quatsch, Satz gibt's, glaube ich. Alex konnte da die Punkte addieren zu seinen Buchstabenwerten. Sag mal, aber sowas ist doch bei Profis sicherlich auch nicht erlaubt, oder? Dass du schon mal die Dinger hinlegst und dann wieder wegnimmst. Ist das in Turnieren okay auch? Davon gehe ich aus, sonst würde Ben das nicht mehrmals spielen. Ja. Soweit ich mich erinnere, zählt es erst, wenn man die Punktezahl angesagt hat. Ah ja, okay. Ah, ich muss auf meine Zeit achten. Ich dachte, er nimmt es vielleicht einfach nicht so ernst hier bei Rocket Beans TV. Nee. Die haben gesehen, wie hier das Niveau inzwischen ist. Was ich richtig krass finde, ist, dass die ihre Bänke ja selten sortieren. Ne? Also jetzt 9, bei Alex, der hat es einfach, 26? Der verteilt es im Kopf. Haben wir bei euch aber auch gesehen. Also Lars hat immer vorsortiert, Tobi eher im Kopf. Jetzt machen wir arrangiert. Das hier. Ja, oh, das könnte ich gar nicht. Und das heißt, jetzt diese darf Bombe. Ich dir gleich, nein. Das ist das hier. Ja. Jetzt darf ich dir gleich 2 von deiner neuen Bank stehlen. Wie viel waren das? 28? Das war die Schweinerei. Wie viel waren es? 26. Das heißt, Ben 258. Und jetzt ziehe ich 4. Zieht er. Ben und ich darf 2 58. klauen, ohne sie vorher zu sehen, glaube ich. Ich glaube auch. Also einfach irgendwie. Ja. Mhm. A und G kommen weg. Das heißt, Ben muss gleich mit 5 Buchstaben weiterspielen, kann er schon mal keinen Bingo legen. Und das ist fies. Doppeldiebstahl ist da die Falle. Also 2 Buchstaben Alex jetzt. Und weg. Die Falle kommt zurück. Nee, die kommt nicht zurück. Die wird ausgelegt. Weil das Spiel ja auch zu Ende ist, wenn alle Fallen weg sind. Okay, das habe ich anders verstanden. Okay. Dann so. Da war ich auch so massiv überfordert, als ich entscheiden musste, welcher Buchstabe Tobi wieder in welchen Buchstabe er wieder in den Sack packen soll. Wenn man da lieber die mehr Punkte in den Sack packen oder lieber die einem selbst vielleicht mehr bringen könnten, ich war sehr überfordert.
Ich hätte mich für das K entschieden, weil das N für ihn ja wertvoller sein kann, um irgendwie ein Bingo zu legen. Aber so wie seine Bank war, war es die richtige Entscheidung von dir. Was habe ich denn entschieden? K in, Er hatte dann dadurch plötzlich ein Doppel-N. Ja, das ist jetzt natürlich... 12 Minuten, 5 Minuten. Ah, schön. Ja, aber mit Sicherheit übersehe ich. Ja, das ist bessere. Was ist das denn? Venitas. Würde ich sofort anzweifeln. Schau mal nach, was das heißt. Keine Falle. Wir finden es raus parallel. Da ist 185 bei mir. Ja. Hier, oder? Das ist nur, ob es gültig ist. Ja, plus 65. Ah, sorry, 186. Venitas. Ich habe schon lange keinen händischen Duden mehr in der Hand. Kurz und schmerzlos. So, da wird das Key gelegt. Ach, da. Chat heißt es, Veneta ist gültig. Das bestreiten wir auch gar nicht. Die Veneta war ein antikes Volk, das den nordöstlichen Teil des heutigen Italiens besiedelte. Ach so, aus Venedig quasi. Veneta. Danke, Lars. Wir haben es. Ja, stark. Google funktioniert Wandern doch noch schneller, ne? Aber trotzdem. Außerhalb von, weil du es jetzt gerade eine... Ding, ne? nein, Auslöser. Ah, okay. Auslöser hatte ich noch nicht. Ja. 258 für Ben. 186 für Alex. Also, wenn man es nicht gewohnt ist, sind die Farben so verwirrend. Ja. Weiß nicht, wie es lass doch drehen, was weißt du? Ja, finde ich sehr lustig. Farben nicht im Chat Space Robo Fox Venitas ist die Definition, ist ein bekanntes Schummelwort. Fand ich sehr gut. Buchstaben erklärst. Das sind 60 Punkte. Sieht total falsch aus, aber es sind 60 Punkte. Okay. Dann darf ich den Diebstahl so, machen. Weil er den, das B jetzt auf dem dreifachen Wort hat. Und das heißt, das X darf ich jetzt wieder ziehen. Das heißt, du willst wieder auf und ich darf wieder zwei raus. Ich bin bei 246 jetzt. Also Alex 246. Das war natürlich ein wertvoller Zug. 60 Punkte, ja. Und jetzt darf ich die Bein rechts. Diese? Ja. Eieieiei. Spannend. Da gilt es jetzt aber nochmal wirklich ganz sorgfältig zu überlegen, welche Falle man als nächstes stellt. Absolut, ja. Oder, das hat, ach nee, macht er das? Nee. Ich dachte jetzt, er macht deine 22. Taktik. Die Prämienfelder zu vermeiden, die auf Turnieren null Anwendung findet. Die aber ganz interessant sein könnte, Junge. Man hat manchmal solche Aussetzer. Ich hab jetzt auch gerade, was ist denn Junge? Ach so, ein junger Mann, ja. So wie voll mit dem Ausguss. Ja, das war super safe. Also, das war so ein Aussetzer einfach. Aber, ja, gut. Richtiger Aussetzer. Aber das würde man ja mit Asset. Oder? Ausguss? Nee. Ja, vor 30 Jahren. Ja. Also, als du so deine Hochzeit hattest im Leben. Mit 5 Buchstaben ist es nicht einfacher. Nee. Hä, die Möglichkeiten sind geringer, oder? Ja, leg mal eine Möglichkeit ins auf. 16. 202. 202? Eben warst du auch bei 246, oder? Ja. Ah ja, sorry. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. 62. 262. Ja. Also, das muss man hier sagen, dreifache Belastung, die beiden selber total. Punkte mitzählen, das neue Spiel und dann auch noch die Kamerabelastung. Und jetzt hat Alex aufgeholt, nachdem er ja relativ weit hinten lag. 6, 7, das macht, das, 10, 11, 33. macht die Version möglich. Umarme. Stimmt. Kommt da. 30, was man nicht sieht, Ben macht nebenbei 3, noch 6, Kamera. 7, 8, 11, 12, 13, 39. 342. Ja. Und hier haben wir den Punkteraub. Mhm. Das heißt, du ziehst nach und dann. Stimmt's? Nee, Punkteraub war jetzt ja wieder das mit. Punkteraub war das. Okay, das heißt. Also plus 3, minus 3. Plus 3 bei mir sind. 3, 2, 65. 165 und bei Ben 339. Ja. Hier eine nach. Ben 339. Genau, minus 3 plus 3. Also 5 Fallen gibt es insgesamt. Buchstabenfalle, Punkteraub, Explosion, Doppeldiebstahl und Entschärfen. Entschärfen haben wir an der Stelle mal rausgenommen für dieses Spiel.
Das bewirkt nämlich, dass man quasi die Falle des anderen entschärfen kann. Und das wollen wir den beiden Profis hier natürlich nicht geben, diese Möglichkeit, sodass wirklich jede Falle auch ausgelöst wird. So, da sehen wir bei Alex jetzt auch, dass er auf das blaue Prämienfeld geht. Also doppelter Buchstabenwert und vermutet, dass Ben da hinlegen wird. Ja, da sind noch die meisten 20? Frei, ne? Ja. Funk. Hatte ich auch zwischendurch überlegt. Mach 285. Ja, 285. Ja. Danke für diese Einblicke. Ja, an das Wort habe ich vorhin auch schon gedacht. Ja. Ich kenne das Wort auch. Doch jetzt hier. Ich werde es angezweifelt. Funke? 39, 40, 1 bis 42, 50. 389. Das war jetzt natürlich wichtig, ne? Komm mal. Ja, Ben macht einfacher Wortwert da unten mit dem Y. Ben macht das ja wirklich häufiger, dass er die Buchstaben nicht umdreht, richtig? Ich finde, das zeigt, was er so für ein Buchstabengenie ist. Der muss das gar nicht genau geordnet haben. Das geht. Also, wenn ihr mal. Beim O geht's gerade. Bist du? Ja, das nicht. Ja? Hallo? Wenn wir was sagen, dann schon. Ich will nichts sagen. Ich will chillen. Was ich sagen wollte, wenn man Ben mal privat trifft, oder so. Der, in jedem dritten Satz kommt irgend so ein Scrabble-Ding. 35. Ah, dein Nachname, alles 320. Klar. Du hast einen Scrabble-Namen, sagt er dann immer, ja. Wenn der Nachname auch bei Scrabble erlaubt wäre. Jedes Wort, das er spricht, ist auf dem Scrabble, weil er den Buchstaben komplett verbraucht, den er gerade im Mund hat. Zum Beispiel hat er vorhin gesagt zu Fabian, du hast einen Scrabble-Namen. Und ich darf mir eine Falle nehmen. Weil er heißt ja Käufer, der Nachname, und Käufer darfst du legen. Mhm. Handwerk, ganz schön Punkt Paulsen. Nicht möglich. Nicht möglich. So einer ist er, Ben. Käufer wäre auch ein richtig gutes Wort. K mit 4, F mit 4, Ä mit 6. Wenn du das gut platzierst, machst du ordentlich. Krass. 14. Auch krass, dass du es auswendig weißt. Wie viele Punkte die? 334. Das mache ich manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann. Einmal so wie die Buchstaben und die Punkte durchgehe. Echt? Ja. Das ist nicht mein Joke. Geil. Okay. Ich glaube, die letzten. Ja, ich auch. Mach ich auch. Ja, du bist ja gerade kurz vorm Einschlafen alle durchgegangen. Wir waren ja dabei, Lars. 334 für Alex, 408 für Ben. In Fallengefahr Scrabble jetzt erhältlich. Oh, nochmal schön da am Ende ein Bingo bei Alex. 7, 8, 19, 11, 12, 18, 19, 20, 26. Kriegt ihr den 4, noch runter? 34. Mhm. Uniges sehen wir schon. Tja, der geht nirgendwo mehr hin. Nee, Jüngere geht's ja nur. Schade. Mein schöner Bingo. Ach, den hast du. Ah. Ich habe einen schönen Schluss-Bingo. Aber der geht nirgendwo mehr hin. Da noch ein bisschen schön hier. Und E und S bleiben leider auf der Bank. Hm. Ja, das sieht 31. Mhm. Dieses runtergespielt haben, ne? 15 Minuten Zeit sogar nur. Mhm. Ja. Mit all diesen zusätzlichen Komponenten. Das ist echt krass. Als hätten die es schon mal gespielt. Bevor ich irgendeinen Quatsch mache. Mhm. 5. Okay. 139. 14. 379, ja. Und dann bekomme ich noch von dir. Du bekommst noch einen von mir. Einen. Also Endstand 438 zu 380. 380. 438 ja. Zu 380. Ihr hört uns im Studio. Gar nicht. Hast du noch eine Bombe? Die kamen gar nicht zum Einsatz. Nee, weil das wäre jetzt interessant. Ja. Das war Scrabble Fallengefahr, die neue Edition. Wie ging's euch, Jungs? Also für euch natürlich insofern ein bisschen schwieriger, weil ihr so drin seid im regulären Scrabble. Ben, du meintest im Vorfeld auch, die bringen ganz spannende Dynamik rein, die Fallen. Wie ging's dir jetzt beim Spielen? Ja, also es ist einfach ein ganz anderes Spiel, was ein bisschen schade war. Ja. Gerade dieses Explosionskärtchen, das jetzt gar nicht gelegt wurde, das hätte ich sehr interessant gefunden, weil es die Spieldynamik komplett umgemodelt hätte. Vor allem würde man dadurch plötzlich in
ein sehr zugebautes Brett wieder Raum bringen können. Weil man dann ein 3x3 Feld einfach Buchstaben wegnehmen kann. Mhm. Dann interessiert im Prinzip überhaupt nicht mehr, was, dass da was liegt, was Sinn macht. Das war jetzt ein bisschen schade. Ansonsten es ist einfach gerade durch die unterschiedlichen Prämienfelder so ein bisschen wie, wenn man jemanden, der sich sehr gut in einer Umgebung auskennt, in eine neue Umgebung reinschmeißt. Ja. Also so ist es. Wir sind im Dunkeln stochern. Genau, ein bisschen im Dunkeln stochern. Wo ist was? Und es ist echt so, als würde man im Dunkeln sein eigenes Zimmer gehen und jemand hätte im selben Moment die Möbel verrückt. Und, aber es ist insofern, also das ist ja gerade die Geschichte, diese Angst vor Scrabble wegzunehmen, sei es gegenüber Kindern, sei es gegenüber anderen, also dafür finde ich solche Varianten immer gar nicht schlecht. Und vor allem, man sieht ja auch so ein bisschen, man darf hier relativ viel klauen und ich glaube immer noch, dass in dem Moment, wo ich große Unterschiede habe in der Spielstärke, dass das etwas mehr auf Augenhöhe passieren kann. Mhm. Und du sagst es ja auch, manchmal ist ja gar nicht schlecht, wenn man in seinem altbekannten Zimmer die Möbel mal wieder ein bisschen umstellt, dann wirkt das doch gleich wie ein neues Zimmer. Wir machen das jetzt auch. Wir stellen einmal um auf das reguläre Scrabble und wollen euch beide natürlich nochmal sehen. Das passiert da ganz fix im Hintergrund. Währenddessen nochmal die Frage an euch, Lisa, Lars. Lisa, hast du dich jetzt ein bisschen erholt? Hast du es ein bisschen sacken lassen können, was da heute passiert ist? Ich glaube, ich hoffe, es hat niemand gehört, wie laut ich einmal geschrien habe auf dem Weg von Studio 15 hier rüber. Wir haben einfach die Polizei gerufen, aber okay. Ja, da ist mein Frust dann einmal wieder raus gewesen und es war ja auch einfach mega geil, wie du da gespielt hast. Also absolute Gratulation. Es ist ja auch viel spannender zu sehen, wie es ist, wenn Leute einigermaßen auf Augenhöhe spielen. Also absolut. Cool gewesen. War dieses Jahr nochmal ein ganz anderes Niveau. Du bist auch viel bei Alex, wir haben es schon angesprochen, in den YouTube-Kommentaren und guckst dir da auch viele Spiele an. Ne? Was passiert da so auf Alex' Kanal? Also ich habe alle Videos zum Thema Scrabble auf seinem Kanal gesehen. Gestern Abend kam noch eins, das ich mir natürlich noch schnell reingezogen habe, in der Hoffnung, dass ich davon noch was lernen kann. Da ging es aber vor allen Dingen um den Spieler, der auch, glaube ich, im Chat ja aktiv ist, um den Timon Burner. Ja. Und dessen Strategie, davon konnte ich mir jetzt noch nicht so viel abgucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist super spannend. Es gibt ein Video rein zum Thema Kuh, wie man damit umgehen sollte. Ach, das ist so krass. Scrabble-Strategie, wann man tauschen sollte. Da habe ich tatsächlich auch richtig viel von gelernt. Also ganz oft ist es mittlerweile so, dass ich meinen ersten Zug wegtausche, so wenn ich da nichts habe, was mir gefällt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da ein neues Video sehe, sage ich euch, wie es ist. Was können wir denn heute ganz kurz noch erwarten? Weil du siehst ja auch dann viele Spiele von Alex sowieso, wie er spielt. Ben auch. Wir machen ja auch häufiger was zusammen. Wir haben es eben schon gehört, Rivalen, aber eben auch Freunde. Das stimmt. Was glaubst du denn, was uns da jetzt heute erwartet? Also ich glaube, soweit ich weiß, dass die verhältnismäßig unterschiedliche Strategien verfolgen, meine ich. Von daher bin ich mal gespannt. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, muss ich gestehen, welcher von den beiden offensiver spielt. Aber es ist ja wirklich ein großer Unterschied, ob man jetzt sagt, ich traue mich, das Brett aufzumachen und Bingo-Linie freizumachen und so weiter. Oder ob man wirklich immer eher klein zusammenbaut, weil man nichts aufmachen will. Mal sehen. Also wir wissen ja, dass, ich glaube, im direkten Vergleich Ben etwas führt. Von daher hat Alex vielleicht auch noch mal den zusätzlichen Ehrgeiz. Ja, Alex, ja noch ein relativer Newcomer fast schon in der Szene. Und Ben immer gut für einen Phony, haben wir gelernt. Das trauen wir ihm heute zu. Er weiß aber natürlich auch, dass sämtliche... Alex alle Wörter der Welt, glaube ich. Ja, und sämtliche Elo-Leute sind alle im Chat und werden euch dafür outcallen, wenn da irgendwas gelegt wird. Das haben wir auch beim letzten Mal gemerkt. Ihr beiden im Studio seid ready? Ja. Er fängt an. Ich fange an, wir haben schon gelost. Es ist sehr schön, dass die Möbel wieder so. wir haben euch auch gehört, genau. Ich habe die ersten 6 Turnierspiele, glaube ich, gegen Ben verloren. Und dann habe ich ein paar gewinnen können. Ich darf anfangen, haben wir gelost. Genau. Alright, nochmal die Bitte, euch die Punkte auf jeden Fall mitzusagen. viel Spaß. Gerade war es ein wenig viel Multitasking. Alles gut. Jetzt alles. Ihr habt das sehr gut gemacht. Also Lisa hat das gute Wort jetzt schon komplett in die Szene eingeführt. Wenigstens ein Ziel erreicht an diesem Abend. Kriegst du Tantiem? Ja, das wäre schön. Gibt auch viele Punkte, Tantiem wahrscheinlich. Naja, M3. Aber ansonsten. Ja, okay, gut, alles klar. Gut, jetzt hören sie uns nicht mehr, ne? Jetzt kann ich alles über die Bänke sagen, ohne da irgendwas. Yes, also. Spannend, ey. 15 Minuten Zeit, Alex. Zeit läuft schon, er beginnt. Oh! Und Lars, statt das Studio, ne? Warum nicht, ne? Ich dachte, ich baue es mal zu einem Bett um. Langsam. Also, du solltest die Möbel hier nicht verrücken, bitte.
Das ist doch jetzt wirklich, das ist ja das große Finale, ne? Das ist doch jetzt eine Sache, nach die deinem man, Finale. Ich meine, mach jetzt wirklich nicht dich kleiner. Nein, ich meine so, wo man wirklich sagen muss, das ist ja auch für die Scrabble-Szene ein Riesending, dass die jetzt gerade spielen, vor so vielen Zuschauern und Zuschauerinnen. Guck, das ist jetzt zum Beispiel spannend. Der Alex legt jetzt für 8 Punkte, wo man ja denken sollte, warum macht er das? Aber er behält die verhältnismäßig besseren Buchstaben. Und was Alex auf jeden Fall auch viel macht, oder ich weiß nicht, machen bestimmt die guten Spieler alle, aber auf Synergien achten. Also, und das macht der Timon auch. Wir springen erstmal wieder auf die Prämienfelder, dass sie normal sind. Die passen besonders gut zusammen. Aha. Ne? Weil jetzt so ein O und ein I zum Beispiel würde deutlich schlechter passen, soweit ich weiß. Und da kommt der erste Bingo. Was natürlich. Ist das? Wie einfach immer ein Bingo sind. 3, 4, 5, 6, 7. Betuntes. Betuntes. 63. Stark. Und was ist 63? Tau? Wir müssen immer ein bisschen Raum lassen, 63. Dass die Punkte gehört werden. Genau, 63 Punkte. Tao. Das muss jetzt im Chat jemand beantworten, was Tao ist. Google mal, was Tao ist. Das ist aus dem Japanischen für so ein bisschen wie Zen. So eine Sache. Okay. Aber was es genau ist, hören wir bestimmt nochmal raus. Ich weiß nicht, ist das nicht auch eine Religion, Taoismus? Aber ist Tao dann ein Anhänger vom Taoismus? Wir werden es gleich lesen. Wir haben ja leider keinen Duden hier oder irgendwas Ähnliches. Das würde ja wieder eine halbe Stunde dauern. So, 63 Punkte wieder. Ski bei Ben. Ja. Habt ihr über die Turnierszene schon so ein bisschen gesprochen? Weil ich. Mein großes Ziel für 2023 ist ja, an einem Turnier teilzunehmen. Sage ich euch, wie es ist. Ich habe schon eins im Auge, wo, glaube ich, die Teilnehmerinnenliste sich jetzt sehr schnell auch gefüllt hat, weil das ja. 32, losgeht, dann habe ich 40. Und. Kamera schon gebucht oder willst du das einfach heimlich machen oder was dachtest du dir? Meinst du, soll ein EB-Team beauftragen? Ja. Aber was ich da halt richtig herausfordernd finde, ist, in welcher Frequenz die an einem Tag spielen. Also die spielen zum Teil 6 bis 8 Spiele an einem Tag. Gott. Da hast du dann 15 Minuten Pause. Oh. Und das ist für mich jetzt aktuell noch sowas, wo ich denke, holy shit, aber ich glaube, man muss einmal ins kalte Wasser springen und das ausprobieren. Ja, also du kannst da doch mitmachen. Da machen doch sicherlich Leute mit, die deutlich weniger 35. Erfahrung haben als du. Ja. 32. 95 zusammen. Ja. 32, also. Da kriegt ihr das schon weg. Ey, Lars, überleg dir mal, wenn ich das noch ein richtiges Q-Wort hätte legen können, ne? Dann hätte ich das Spiel noch drehen können. Du hättest mit mit einem guten Wort wahrscheinlich das schon. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, im Chat das Tao verpasst. Aber der Chat wird es hoffentlich gelesen haben. Andreas wird schon recht haben. Das ist ja ein schlauer Bub. So. Feigem getuntes, da mussten wir alle dreimal lesen. Bevor wir es vorlesen, Qua sehen wir und Tao sehen wir. Das ist mal also ein bisschen. Alex nur mit einem Vokal ist natürlich schwierig. Kami Hestwitch schreibt, Tao ist auch die riesige japanische Trommel. 16? Mhm. 56? Instrumente sehr beliebt auch beim Scrabble, ne? Sehr viele alte Instrumente auch immer, die dann nochmal gelegt werden. Jod, es hätte noch immer Jod gegangen, kennen wir. Aus dem Rheinländischen. Der Rheinländer, ne? Ein ganz anderes Spiel jetzt, ne? Ja, es ist wirklich so total eng. Alex aber hat schon wieder Pech beim Nachziehen. Da sieht man aber auch, Tao ist natürlich so ein Wort, wo es erstmal wenig Anlegemöglichkeiten gibt. Und das wird total. Das Spiel recht schnell sehr eng machen. Total. Getuned ist auch schon zu Ende verlängert. Ja. Qua kann man nicht verlängern. Wobei, weißt du, ob man Tao nicht verlängern kann? Naja, Vielleicht Tao ja ist auf jeden Fall sowas. Aber ja. Von Tao. Ja, Mehrzahl von Tao? 109. Das machen 109. Die beiden. 109. Und das macht man ja bei Turnieren auch. Das habe ich mir zum Beispiel auch noch gar nicht angewöhnt, wirklich immer mitzuschreiben. Ne? Also natürlich schreibe ich beim Spielen die Punkte mit auf, aber hier abzustreichen, welche Buchstaben schon gelegt werden und so weiter, ach Gott, macht natürlich auch nochmal eine Komponente aus. Also ich weiß, die Verteilung der Buchstaben im Spiel ist auch was man sich gut vorm Schlafengehen nochmal vergegenwärtigen kann. Aber nicht muss, oder? Muss man nicht machen. Kann man machen. Tausche 2. Vom Schlafen gehen, sagst du. Kann man machen. Mhm. Und dann hilft es natürlich schon auch mal, das habe ich eben im Spiel auch gemacht, zu sehen, Leitern alle A's. Sehen wir, das nächste Bingo bei Ben, Entschuldigung. Oh ja, sehr schön gesehen. Alle A's waren weg, alle I's waren weg, das Q hatte aber keine Chance mehr. Leitende könnte er unten, nee, das passt nicht an das E ranlegen. Wo könnte das denn hinlegen? Aber leitend. Leitend? Ja, da fehlt ja das D noch, leitend, ne? Was? Er hat 2 T's, aber er braucht ein D für das, was du gesagt hast. Stimmt. Aber was haben wir? Haben wir ein H irgendwo liegen? Enthielt? Leitend wird mit D hinten geschrieben. Achso, hinten? Seit circa 30 Jahren. Boah, einmal Scrabble gewonnen und das ist ja. Tobi, komm rein. Guck mal, wenn das H jetzt ein bisschen freier liegen würde, könnte es zu einem Bingo. Enteilt hat er sich gelegt, stimmt. Oh, stimmt. Enteilt, naja, nee, passt nicht.
Der arme Alex, ey, immer noch mit seinem einen E da am Eiern. Entfield. Ach so. Entfield, ja. Entfield, ja. Das ist schon echt. Entfield? Von entfallen. Ja, aber in welchem? 615, 1682. Das ist ja immer dieses Ding bei Entfield. Okay, also ich verstehe, wo es herkommt, aber. 91. Das Gute ist, dass man nicht den Beweissatz bilden muss, damit es gültig ist, sondern es ist einfach grammatikalisch gültig. Hier entfiehlt. Okay. Na gut, Ben. So, gibt es jetzt irgendeine Chance für Alex, den Neunfachen zu nutzen? Mit nur einem weiteren Vokal ist es wahrscheinlich schwierig, ne? Mhm. Was ist da? Also DNE oder End als Endsilbe ist natürlich schon mal gut. Elf Minuten für beide zeitlich, es nimmt sich das gerade nichts. Ja, stimmt. 191 für Ben, 56 für hin? Alex. Trendens? Oder was macht er? Nee. 18? Trendens hätte er nicht. Trendens? 74? Du recht. Nee. 76 hatte ich. Guck mal gerade, ob Trendens. Nee, du hast recht. 40, ohne 56 sind jetzt 6. Okay, ja. 74 zu 191. Trendens, das wäre. Aber. Oh, Trendens ist ungültig, steht schon im Chat. Hm, siehst du? Aber du meinst so während des Trendens ist das Video? Aber das müsste dann ja bedeuten, dass Trenden als Verb nicht gilt. Natürlich, du das glaube ich ja nicht. So ich glaube nicht, dass Trenden als Verb. So weit sind wir noch nicht. Wenn nicht mal Noob drin ist. Hm. Meinst du, der Hashtag Trendet reicht noch nicht? Wir können es ausprobieren auf Twitter. Rocket Beans. Aber ich finde es sehr erleichternd zu sehen, dass im Chat auch ganz viele Fragen gestellt werden. So, was heißt denn Feigem zum Beispiel, wo man vielleicht nicht sofort drauf kommt. Ja, das ist halt, ne, man muss viel an das Deklinieren, denken, beugen, komparativ, das sind alles das Handwerk aus dem Deutschen. Was Ach, der arme Alex, das tut mir leid, was der da für einen Buchstaben pechert. Für Nonsens da drauf hat, aber warum tauscht er denn nicht? Hat er schon getauscht? Ich tausche 4. Okay. Mal singen. Nee, singen. Nee, singen geht nicht. Also das ist hier Nummer 2 gegen Nummer 3 der Elo-Liste im Scrabble. Aber auch in der Hälfte der Zeit, die man sonst schon mehr hat, ne? 15 Minuten. Dann habe ich 98. Ja. Mhm. Also das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass die unter einem ähnlichen Druck stehen wie wir mit den 20 Minuten, weil das war so ein krasser Unterschied. Er hat jetzt die guten Buchstaben wieder behalten und noch das ja einigermaßen punktreich unterbringen können mit dem C und U. Da muss doch jetzt mal ein Bingo kommen. Na? Mit dem Buchstaben. Wenn du ein D frei hättest, ginge ein hängendes. Mhm. Garret. Oh, kommt es? Ah, nee, das ist zu hoch. Ja. Garendes. Garendes. Ach, Garendes. Das Garendes in der Küche. Hängendes würde gehen. 10, schade. 74. Und das hätte ich ihm gegönnt. 265. So. 265, so. Lasst euch davon nicht täuschen. Lasst euch nicht von dieser locker flockigen Atmosphäre und Jazzmusik tauschen. Das sind hier immer noch die Topspieler Deutschlands, die hier gegeneinander antreten und niemand will sich hier die Blöße geben vor laufenden Kameras. Also 265 ist schon ein Ausrufezeichen von Ben, was er da setzt. 3 Bingos in einem Spiel, damit hat er sogar Lars Paulsen überholt heute Abend. Das will was heißen. Bin selbst ich beeindruckt, muss ich ganz klar sagen. Kann sich gerne mal bei mir melden, wenn wir mal spielen sollen. Ja, Lasi, also mit deiner Performance heute sehe ich dich auch auf dem Turnier. Ja, ich komme mit, ja. Du darfst halt nur nicht ins Bett gehen. Ich habe das Gefühl, ich bin alle gesettet. Du machst einfach durch, ich schlafe besonders lange. Dann brauchen wir auch nur ein Hotelzimmer. Stimmt. Kostensensitiv. Nee, 45. Die Leute reden so viel. Macht 143. Häge. Häge. Konjunktiv von Hagen. Aha. Ich weiß es nicht. Nee, von Hegen, der Konjunktiv? Ja, von Hegen. Stimmt, Von Hegen, ja. Hagen. Oh. 265. Das finde ich schön, dass mal so ein bisschen die Buchstaben gerade hingelegt werden. Entschuldigung. Nee, alles gut.
Was gibt's da? Ein Blanko? Damit müsste sich doch was machen lassen, oder? Also ich vor allen Dingen mit den Bingo-Linien da oben, die frei sind. In zwei E's. Da muss doch jetzt ein Bingo drin sein. 28, 29, 35. Höhe 35. Da unten in der L-Linie, da muss doch jetzt was kommen, oder? Belesens gibt's bestimmt wieder auch nicht. Nebels irgendwas. Kann man da was machen? Lebens. Ablesens müsste doch gehen, oder? Während stimmt, der hat ja den Joker. Während des Ablesens. Abnesseln gibt's nicht. Wie Alex. Salbens. Salbens. 82 so. Macht 225. 225 mit dem Bingo jetzt wieder dran. Vom Verb, aber salben. Jemanden oder? Salben. Ja. Salbens während des Salbens. Des Salbens. Ich hinterfrage meinen eigenen Wortschatz immer bei der Scrabble Night. Okay. Keine Ahnung. Was kommt da jetzt? Das wird jetzt die entscheidende Phase in der Partie, glaube ich. Und direkt das Ü. Der Hakt die Häge, glaube ich. Oh, das auch Ü und das W. Ich meine, das passt sogar noch einigermaßen zusammen, aber sind beides keine beliebten Buchstaben, muss man ganz klar sagen. Aber geben dir doch so viele Punkte. 33. Ja, aber Ü hast 3. wenige Kombinationsmöglichkeiten. Von den Umlauten auf jeden Fall die schwierigsten, würde ich sagen. 3-3-3, dann spielen wir doch gleich mal unseren Top-Hit ein an dieser Stelle. 225 für Alex, 333 für Ben. Wie hattest du im Finale eben? Wie viele Punkte? Habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube, dadurch, dass ihr dann ja gepasst habt. Stimmt, ja, und gar nicht zu Ende gespielt. Gezogen wurde, stimmt, war ja, es dann unter 300. Ja. Mhm. Zwei U's. Also meinem Verständnis oder meinem Gefühl nach sind ja auf jeden Fall U's zu viele im Spiel. Ja, es sind und 6 D's U's. Ne? Und D's finde ich genau, auch das haben wir eben auch schon diskutiert. Nur ein P, aber 6 U's ist schon, ja. Ist schon wahnsinnig. Was ich mich gefragt habe, eine kleine technokratische Frage. Wenn ihr beim aus dem Sack ziehen, um zu ermitteln, wer beginnt, die Umlaute zieht, welcher ist denn dann näher dran am A? Das Ü oder das Ö? Hm. Am A? Also, wer verleiht also, den Anfang? Gefühl. Wahrscheinlich geht man nach also, U und O, ne? 24, zu Hause spielen wir es so, dass wir es wieder 249. Keine Lösung für wir passen, das war's. Also. Das ganze Brett wird wieder in den Schrank gestellt. Ja, genau. Heute nicht. Das ist ein Zeichen. Wahrscheinlich wertet man es dann wie O und Ü, könnte ich mir ich glaube sagen. Auch, weil bei der Liste, die wir hatten, war auch nach dem A kam das L. Die Umlaute stehen hinter den zugehörigen Vokalen. Ja. Ah, ja. Okay, guck mal, da lerne ich direkt wieder was für meine Partien zu Hause. Das aber nur für den allerersten Zug. Also für ja? Wer anfängt. Ach, schade mit den Buchstaben. Weniger Buchstabenglück bei Alex jetzt, sonst hätte er da oben mit dieser Bingo-Linie bestimmt noch was Schönes machen können. Aber beide auch, weil Ben, das sind beides keine schönen Bretter jetzt gerade. Zur aber Erklärung, Bingo-Linie heißt, dass man Bingo legen kann, aufgrund der Länge sozusagen. Oder ja, was? Vor allen Dingen aufgrund des Platzes. Ne? Du bist jetzt da oben in der 12, 13, 14. Drei Buchstaben liegen, die alle verhältnismäßig gut sich einfügen lassen. DES und alle nach unten gehen könnten. Ich sehe zum ersten Mal, dass da Zahlen stehen. Ja, ich habe es auch gerade erst gesehen. Ach, krass. Okay. Und da unten an das Hängen kannst du natürlich noch ein S und dann das 20. S, ein O oder ein I. Hast du auch noch mal eine Linie frei? 355 jetzt für Ben. Wegen Kudu. Kudu. Auch gerne mal googeln im Chat, bitte. Kudu. Kudus gehen raus. Kudus, ja. Und das zum Beispiel ist jetzt das ist jetzt, glaube ich, wirklich taktisch von Ben auch gewesen. Damit macht er ja zumindest zwei Bingo-Linien zu, ne? Weil du kannst jetzt nicht mehr gut an das E anlegen. Mhm. Aber er macht oben diesen dreifachen Wortwert ja auf, ne? Mit dem K, aber ist schwieriger vielleicht ein Wort mit K. Das fällt mir keins Kram an. Könnte er machen, logisch, aber das ist natürlich nicht so viel. Ein Kudu ist eine Antilope. Ah ja. Ach ja. Kudu. Hatten wir, glaube ich, sogar letztes Jahr auch schon. Ja? Mhm. Aber das muss er gelegt haben, oder? Ben hat's gelegt. Ja. Gegen mich? Wahrscheinlich. Na, jetzt geht ja noch. Trifft mein Wissen hier auch an Grenzen. So genau weiß ich es nicht. Ich habe nicht mit drei Nachfragen dazu gesehen. Lapidaren Aussage gerechnet. Das kann ja sorry, ich hab's nicht. Es war ein Phony von mir. Keine Ahnung. Was war das nochmal? Phony?
Ja, wenn man was blufft. Blufft, ja. Lunzt. Nichts, mit Tauge nichts. Ja, es war kein Bluff, es war schon. Ah, das war aber genial von dir, ey, Lasi, also, muss man wirklich schon sagen. Es war aber High Risk. Aber so spielt also, man, wenn man ein Turnier gewinnen will, ne? Absolut. Ben jetzt auf jeden Fall weiterhin mit der wahrscheinlich aussichtsreicheren Bank. Aber so richtig was sehe ich da jetzt auch gerade noch nicht. Aber er hat natürlich schon längst einen Plan. Ja, am Feier, ja. Maifeuer geht es nicht. Ist irgendwas mit dem S da oben noch? Was macht er denn da jetzt gerade nebenbei so? Schreibt er denn da so vielleicht wohl? Die Buchstaben abstreichen? Streicht ab. Ja, genau. Er streicht quasi die ab, ähnlich wie beim Pokern, dass ja. du die Karten, die Buchstaben rausnimmst, die eben schon liegen, um so ein bisschen einzuschätzen, was könnte der Gegner haben, was ist noch im Sack drin. Also bei Blackjack ist sowas doch verboten, oder? Karten zählen. Aber beim Blackjack sind generell so Buchstaben anlegen, wird er gar nicht gerne gesehen. Macht 273. Er kommt nochmal ran, aber da muss schon noch was Ordentliches passieren, dass er hier noch aufholt. Ist das Y schon weg oder hat er da nochmal die Möglichkeit gleich, wenn er das ziehen sollte, irgendwo 60 Punkte zu machen? Ja. Müssen wir bei Bens Notizen spicken. Oder aufs Brett gucken? Das ist unmöglich. Nope. Nee, ich sehe es auch nicht. Weil das ist ja immer noch mal was Schönes, wenn du das auf einen dreifachen Buchstabenwert von zwei Seiten legen kannst. Das wäre natürlich jetzt noch mal eine ideale Möglichkeit aufzuholen. Aber ich habe jetzt auch noch keine Variante gesehen, wo das mal eben geht. Ich weiß auch gar nicht, ob die beiden auf dem Niveau sowas überhaupt möglich legen würden. Mhm. Aber ach so. Weißt du, ja. Auch ein bisschen länger, aber steht das dann schon. Du, Lasi, du bist komplett übernächtigt. Du hast alles Recht der Welt, ein bisschen länger zu machen. Ein paar Sekunden. Für das X würde das Gleiche ja auch gelten. Gibt es da noch eine passende Position? Nein, nur so ein einfaches Chi. Spannend. 273, 355 noch alles drin. Der Chat glaubt nicht, dass du nicht geschlafen hast. Wolltest du dich nur kleinreden? Kann gut sein. Du meintest, 355 hast du auch, ne? Nicht geschlafen ist ja auch falsch. Ich habe nur gleich durchgemacht, wenn die Show noch ein bisschen länger geht, habe ich einmal durchgemacht. Kriegen wir hin. Wir haben dann, dann bist du für Haus an Haus wirklich bestens gestellt. Wir haben ja noch das Außen-Scrabble. Ohne Namen zu nennen, gab es denn noch mehr Bewerber, die Bewerberinnen, die gerne mitspielen wollen? Nein. Okay. Acht. Also du hast in der Monatsvorschau angeteased, dass es nächstes Jahr damit das große Turnier gibt. Damit sollte klar sein, dass die Leute werden gezwungen werden. Naja. Oh, das ist schön. Vielleicht gibt es auch InfluencerInnen da draußen, die Bock haben, mal mitzumachen. Exakt. Meldet euch. Ruft uns an. 29 macht 302. 6, oder? Jetzt sind wir 273. Genau, plus 29. Und 200, 302. Achso, okay. Ja. Passiert. Das macht gar nichts, Ben. 302, 363. Vierer. Nee, geht nicht. Vierer. Viers. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Im Chat wurde jetzt auch gerade nochmal vom Scrabble-Spieler geschrieben, Ben blockiert, weil er das Kam da gelegt hat. Er hätte natürlich jetzt sonst auch nochmal den dreifachen Wortwert da unten mit dem K irgendwie erreichen können, möglicherweise. Ja. Dann wäre das Drankommen noch mal leichter gewesen. Und deswegen hat Ben K gelegt? Mhm. Aber okay, ja, okay. Mhm, mhm. Ja, man sieht es jetzt auch echt an diesem Tao, dass da gar nichts geht erstmal in der Ecke an das Anlegen. Jetzt kommen sie da mit Jod, Bö, Lux, sind sie da irgendwie drum rumgekommen. Aber ganz unten rechts ist noch frei. Englisch wird er. Ever. 21. Ever geht, okay. Ja, ist spannend. Also es ist fast immer so, zumindest bei den Partien. 384, ja. Wie mein Mann und ich zu Hause spielen, dass immer eine Ecke des Feldes meistens einigermaßen leer bleibt, so wie jetzt da auch.
aber das unten rechts ist bei uns eigentlich am häufigsten belegt. Oben links ist in der Regel das, was am schwierigsten zu erreichen ist, was ja auch logisch ist, weil die Wörter immer von links nach rechts gelegt werden. Also so eine Brettanordnung habe ich echt selten gesehen. Oh, da kommt was. Scherzen. E. Kommt noch mal ran jetzt hier. Aber leider ohne einen doppelten Wortwert zu erreichen. Macht 369. Naja. Oh. Uiuiui. Aber bei Ben das Y, das kriegt man leichter los als ich das Q eben. Boah, aber jetzt noch mal richtig nah dran kommen. Das finde ich halt auch das Coole, ne? Wie man wirklich sich auch eigentlich nicht abgeschlagen fühlen. Ich meine, bei Tobi war es jetzt wirklich schon hart eben auch. Ja. Aber auf so einem Niveau wie die beiden spielen, hast du wirklich immer noch die Möglichkeit oder das Glück, mit den richtigen Buchstaben die noch zu drehen. Vor allem, deswegen meinte ich es auch mit Nadal und Federer, weil die beiden sich auch so oft spielen. Ne? Mhm. Also klar, die Scrabble-Szene ist sehr stark, aber es gibt halt so 6, 7 Spieler, auf die du dann immer wieder triffst im deutschen Raum bei allen möglichen Turnieren. Da muss man wahrscheinlich schon mal hoffen, dass irgendwie ein Zug Verspätung hat und irgendwie ein Turnier nicht erreichen kann, weil die beiden spielen sich natürlich sehr oft. Ja, die haben ja wahrscheinlich auch so wirklich eine Handschrift, ne, beim Spielen. Ich glaube, die haben gesagt, als es 49-Euro-Ticket kam, oh nee, jetzt können wirklich alle zu allen Turnieren fahren. Jetzt haben wir ständig dieselben 4 Leute da. 4. Nochmal leider. 4. Ja, Pech für Alex. Es ist wirklich spannend, ne? Aber ich glaube, dass jetzt bei Ben schon der Vorteil liegt mit dem Y. Naja, aber es sind 15 Punkte. Aber wo kriegt man das Y? Tja, eben. Nee, ich weiß auch nicht. Yes könnte er legen, aber es bringt nicht so viele Punkte. Beim Nü meinst du, oder wo? Ja, oder beim Scherzen E. Das bringt keinen Bonus, ne? Ach da. Nee. Also wenn, müsste man es da unten ans N anlegen, damit man zumindest das doppelte Y bekommt. Aber ich weiß gar nicht, ob jetzt. Ja, genau, im Chat wird es auch gesagt, jetzt ist es. 25. Ah. 406. Das hat er jetzt gelegt. Was ich aber auch wirklich richtig strange finde, weil sowas wie nice und so weiter. Wir sehen ever da liegen. Wir sehen ever, aber nice, aber yes gilt nicht. Also, das ist schon skurril. Und was ist je? Das Spiel. Das Spiel einfach französisch? Ja, ja. Kann es sein, dass französisch einfach auch zählt? Also, das, was sie immer legen an Fremdwörtern, das zählt immer. Alle anderen nicht. Ich habe auch schon gesehen, wenn ich online gegen die Bots spiele, dann ist es immer so, was die legen, denkst du. Du spielst online, Andreas, wann sehen wir dich denn? Ja, also nächstes Jahr im Turnier. Nachdem du, was ich heute gesehen habe, ziehe ich das zurück von der Vorfeld. Na, also, dass du gerade A hier beim Scherzen legen wolltest bei dem ersten E, das hat schon gezeigt, dass du noch mal ein bisschen mehr. Aber wenn es wirklich ein Turnier gibt, dann musst du mitspielen. Ja, dann wechseln wir uns ab mit dem Kommentieren. Also halt nicht, wer so genial kommentieren soll. Aber das fällt mir auch gerade ein. Bis dahin gehen wir dann noch mal in deine Schule. Gut, da liegt fast die Odyssee bei Ben. Aber bei Weißer das gültig wäre, wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Bin ich schnell raus. Aber liegt auch nicht wirklich da, ne? Ich sehe leider nicht, was er da zudeckt. Doch, Odyssee würde passen, ja. Nee, da fehlt, glaube ich, ein S, oder? Ja, ja. Ist ganz außen noch ein? 2 S ist das, ne? Ja. Nee. Ja, nee, ist ein F. Okay. Ich dachte, ihr wollt gucken, ob es gültig ist. Ja. Ach so. Ist gültig. Ich nur gerade nicht. Ich glaub, das hat er nämlich letztes Mal schon gelegt oder so. Nee, ich weiß nicht. Aber da haben wir drüber gesprochen. Ach so, weißt du. Nee. Also ich habe auf jeden Fall ja in der Partie gegen ihn, bin ich einem Phony erlegen. Echt? Diademes hat er gelegt. Ah ja, stimmt. Das war das so, Diademes. Ich war dann auch drüber, sage ich dir. Das war ja quasi die Taktung, die ich letztes Jahr hatte, war ja in etwa so wie in einem Turnier ein halber Tag ist. 3 Spiele innerhalb irgendwie. Krass. Was waren das? 3,5 Stunden. Und du hast es trotzdem gut gemeistert. Also bist du bereit fürs Turnier. Weil du auch letztes Jahr schon gesagt hast, dass 2022 dein Turnierjahr wird. Ja, ja. Jetzt ist es 2023. Also irgendwann muss mal das Turnier auch stattfinden. Ja, tatsächlich muss man aber wirklich sagen, ich gucke ja auch immer wirklich regelmäßig auf Scrabble Info, was die Ausschreibungen angeht. Und das Verhältnis von wie viele es jetzt für nächstes Jahr schon in der Ankündigung gibt im Vergleich zu diesem ist wirklich nochmal eine deutliche Steigerung. Ja. Teils auch schon ausgebucht. Also geht da gerne mal drauf. Checkt Turniere in eurer Nähe. Ich glaube, Ben hat auch regelmäßig so Online-Runden, wo man so ein bisschen mit den Greet machen kann. Also das findet ihr alles auf Scrabble-Info. Die Community ist da super offen. IBIM. Ich glaube, so einmal pro Woche auch abends oder sowas. Genau, ja. BIM 24 war ich mir zu unsicher. 393. Das angezweifelt wird von dir, deswegen habe ich es nicht so ausgesprochen, aber ich glaube, ja. Die letzten. BIM. Ja,
Mal gucken, im schlimmsten Fall habe ich jetzt zu lange gewartet und die Liste ist doch schon voll. Dann würde ich mich natürlich ein bisschen ärgern. Ich kenne da ein paar Leute. Ich werde jetzt niemanden davon irgendwelchen Listen schubsen lassen. So, die 72-jährige Jutta Traude kann leider nicht teilnehmen. Lisa Handöck. Das war mein letztes Turnier. Kriegt er den Andrin Bingo noch unter, dann hätten wir jetzt wirklich noch mal... Ach du liebes Lieschen. Das, was du eben gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, als ich durch die Elo-Rangliste gegangen bin. 16, 17, 18, das sind alles Leute, die einen Scrabble-Namen haben. Alle Leute, die da antreten, haben Namen. 436? Ja. Was habe ich denn gerade gesagt? Weil du gesagt hast, das, was du gerade gesagt hast. Boah, guckt euch das an, das ist jetzt gerade wirklich sauspannend. Feeds. Er hat noch Andrin. Den Andrin Bingo auf der Bank. Kriegt er ihn noch irgendwo unter? Und es ist nur noch 2 Minuten. 436 für Ben, 393 für Adam. Ich glaube, er kommt fast nicht irgendwo. Sah ist nicht gültig. Da passt doch nicht mehr hin, ne? Andrin ist eine der Formen, wo das okay ist, wenn das E wegfällt, ne? Ich glaube ja. Das lässt ja die deutsche Sprache manchmal zu. Egena. Das ist aber zum Beispiel auch sowas, was ich mir noch längst nicht eingeprägt habe, wann das passiert. Also manchmal habe ich Glück, wenn ich sowas dann lege und dann gilt es, aber... Könnte er denn das Jo anlegen oder sehe ich das gerade nicht? 36,393, ne? Ja. Boah, wäre das ein Twist geht gewesen, nicht, ne? Wenn er den noch untergekriegt hätte. Ja, aber geht nicht rein. Das wäre echt krass gewesen. Aber er hätte ja immer noch das Y. Oh, gut. Schade. Das war's. Denkt er wahrscheinlich auch gerade. Ne? Was macht er jetzt noch? Kann er trotzdem was legen? Oh, das war's noch lange nicht. Oh, Hardhand. Ja. Jetzt kommt er natürlich da irgendwie. Hardhand. Aber jetzt kriegt er schön das Knie natürlich 26, da dran. Ja. Macht 419. Oh, das war's. Ach, da oben. Oh, nü. 12 Punkte nochmal drauf. Oder? Nee. 458. Ja. Und 22, oder? 458, Ben. Genau. Kann er noch was machen? Wird er das noch los? Wo kommt denn das N jetzt noch hin? Das ist nur ein R, oder? Ein N. Ach. Da oben irgendwann dieses Leben werde ich noch richtig abstreichen. Das wird man auf jeden Fall noch los. Ja, das total chaotisch, D? Oder? Ja, so da oben. Ja, das mehrfach anlegen, ne? Das schreibst du doch immer in Nachricht. On ist auch gültig. 4. Und noch. Ne? Von mir. 2 von dir, ja. Jetzt 3. Aber guck mal, auch wirklich. 425 bei mir und 456 bei Ben. Ja. Was für ein Kampf. Super Spiel. Wow. Das hat Spaß gemacht. Wahnsinn. Sauber, ey. 456 für Ben, 425 für Alex. Jungs, seid ehrlich, wie ging's euch jetzt? Also, es ist natürlich ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem guckt eine Menge Leute zu. Wie ging's dir, Alex? Wir haben ein paar Mal gesehen, da sah aus unserer Laiensicht dein Brett nicht so günstig aus. Ja. Am Ende bist du trotzdem super nah rangekommen. Ja, am Ende kam dann nochmal die ausgleichende Gerechtigkeit für das bisschen Pech am Anfang, weil ich nach Kino, dann hatte ich L-U-Z-N und dass es dann mit Lux so läuft und dann den Blanco danach und hier den einen Bingo noch, das ist dann Glück. Das heißt, im Normalfall hätte ich da nicht mehr so nah rankommen können, da hat es dann Glück am Ende gebraucht. Aber ja. Ja, auf der anderen Seite eben sogar noch mal ein Bingo auf dem Brett gehabt mit Andrin. Wäre das gegangen? Ja. Da kann das E quasi zwischen H und N dann wegfallen, ja. Bei Andrin. Also ja, das wäre gegangen, genau. Also das am Ende ist auch interessant, weil ich hierbei halt dachte, das Y kommt noch, soll ich irgendwie versuchen zu hoffen, dass ich das Y bekomme, noch was damit machen kann. Ich habe auch gesehen, dass es die Möglichkeit für Andrin gibt, ohne, aber Ben muss es halt irgendwie vorlegen. Und man hat ja gesehen, jetzt habe ich es gezogen und das bringt dann am Ende nichts. Aber ich glaube, am Ende war nicht mehr die Möglichkeit noch, mir eine Gewinnchance zu geben. Vor allem nach dem Feeds. Also deswegen habe ich das Feeds gelegt. Das war zwar eigentlich ein Risiko, weil ich mit Y und O, und ich hatte jetzt auch nicht hundertprozentig richtig abgestrichen, aber mit dem Feeds, also das war, wenn er noch ein Scrabble hat, dann war am wahrscheinlichsten, dass er hier scherzend oder scherzens machen kann. Und das wollte ich halt wegmachen. Und ich habe gesehen, hier kann ich das Y hinlegen, da kann ich das Y hinlegen oder auch hier.
Also das war dann so ein bisschen meine Lebensversicherung, dass ich da auf jeden Fall rausmache. Für mich war es natürlich schwierig, ich hatte zwischendurch ja auch so ein bisschen vokallastige Bänke, was ich sehr spannend... Deshalb hatte ich die Konsonanten erklärt. Nein, zum Thema offen war ja auch wieder, ne? Also das mit dem Kudu hätte wahrscheinlich viel nicht gemacht, weil ich auch nicht so, ich glaube, ich habe da A, E, I, E, E behalten, aber aus meiner Sicht waren auch sehr viele Konsonanten im Sack. Und aus meiner Sicht... ja, es war so schön im Flow und weiter punkten und mal gucken. Also ich würde auch sagen, ich bin vielleicht der etwas defensivere Spieler, aber wir sind beide, wenn ich die Turnierlandschaft gucke, eher unter den sehr offensiven Spielern. Wir haben auch beide mit Abstand immer sehr relativ hohe Durchschnittswerte und also, da gibt es auch Spieler, die regelmäßig Spiele gewinnen, ohne einen 400er Schnitt zu kriegen. Genau. Und ja, das war uns eher nicht so. Hier war es halt, Ben sagte, er hat da total Angst gehabt, als er hier das E hingelegt hat. Und ich hatte zu Trent halt noch ENS. Und Trenden ist kein Verb. Ja, das haben wir ja auch überlegt. Das Trendens ist kein Verb. Und ich weiß halt genau, dass Ben das weiß. Das haben wir jetzt hier nicht. Sonst legt man das für 120 Punkte hin gegen eine Person, bei der man denkt, lässt vielleicht durchgehen. Und ich habe keinen anderen Dingo damit gesehen, was ganz, ganz komisch ist mit so guten Buchstaben. Ja. Trenden hat keinen anderen Namen. Das ist so eine tote Bank, Wahnsinn. Also wir haben gesehen, das ist das Niveau, was uns erwartet, wenn wir Lisa mal demnächst zu einem Turnier schicken, was für 2023 ja nur wirklich überfällig ist. Wir sind Turnierdurchschnitt, ja, so spielen alle. Ist auch gut, wie Ben gesagt hat. Wie Ben gesagt hat, Kudu hätten viele nicht gelegt. Ja, das stimmt, weil wir keine Ahnung haben, was wir sagen sollen. Ach, Kudu, das ist diese Antilope. Ja, wir haben es dann googeln lassen. Aber. Wobei es geht noch schöner. Kips. Das ist nämlich die getrocknete Haut eines Kudus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eine bestimmte Lederart, irgendwie sowas. Aha. Also da wird es dann noch skurriler, aber Wahnsinn. Also gerade wo du es ansprichst hier, also Lisa, Turnierkalender auf Scrabble Info durchgucken. Wir haben jetzt ein sehr ansprechendes Programm. Im Januar gleich zu Dreikönig geht's los in Rosenheim. Dann haben wir im Februar Düsseldorf, März, Berlin. Viel ist schon ausgebucht, aber da ist viel. Was man sich merken sollte, ist das Turnier bei uns im Saarland in Saarbrücken. Das ist noch nicht ausgeschrieben, aber kommt bald und dann kann man sich anmelden. Dasselbe geht für unser Turnier in Freiburg. Genau. Also einfach mal reingucken. Und wir haben jetzt auch gerade für Neulinge jetzt eine neue Regelung gemacht, dass eigentlich bei allen Turnieren jetzt auch immer auch für zwei Neulinge da die, die Plätze freigehalten werden. Wenn sie so schnell weg sind wie jetzt in Berlin, bringt das nicht viel. Aber unser erklärter Wunsch ist, wir wollen mehr werden. Wir wollen ganz viele tolle neue Gegner haben. Und wir freuen uns über jeden einen Loch im Bauch, der uns schlagen kann. Das kann ich, glaube ich, für uns alle so sagen. Sehr, sehr schön. Sehr sympathisch, wie ihr den Sport Scrabble auch vertretet hier in Deutschland und bei uns auf Rocket Beans TV, genauso wie Lars, muss ich nochmal sagen, der Sieger des heutigen Abends. Mhm. Absolut. Der sich jetzt sofort hier, sobald die Kameras ausgehen, wahrscheinlich schlafen legen wird. Lisa, wir haben es gehört, Interesse ist da auch an einem Turnier. Ja. Mitzumachen. Interesse von mir ist da, da eine Kamera mitlaufen zu lassen. Das klären wir noch. Und ich träume natürlich auch noch von einem großen Rocket Bean Scrabble Turnier. Vielleicht auch mit Vorrunden irgendwie auf Twitch mit Leuten, die ganz Deutschland spielen, streamen wollen und das Ganze dann hier in ein Finale münden lassen. Also sky is the limit für das neue Schach ist Scrabble für mich. Das werden wir alles machen. Hoffentlich dann auch mit Ben, Alex, sag noch mal gerne, wenn man dir auf YouTube da mal reinschauen will, wo findet man das denn? Dann sucht man meinen wunderschönen Namen Alex Dings, der eben nicht ausgedacht ist, sondern so auf dem Perso steht. Und überhaupt, wenn man Scrabble Deutsch sucht, dann findet man meine Videos, denn es gibt die Rocket Bean Scrabble Night und dann gibt's mich und sonst gibt's ja nichts. Aber das kann sich ja auch ändern. Und es ist ein Scrabble-Name, ne? Ja, es ist gültig. Man kann Dings legen. Genau. Das ist die... Das ist das. Also das hatte, das war auch bei Fabian heute, ich glaube, der Einzige, der. Und aber Käufer. Du musst auch erzählen, was du mal gegen mich gelegt hast. Achso, das habe ich, glaube ich, beim letzten Jahr schon gelegt. So, okay. Also das schönste Wort war mal Dings da gegen Alex zu legen. Also das ist so, so das, wo ich damals sagte, ja, das kann doch gar nicht sein. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Sehr gut, also Scrabble-Info, eure Adresse, um so ein bisschen zu checken, was geht turniertechnisch, aber eben auch um die offizielle Liste euch nochmal zu Gemüte zu führen, wo ihr alle
gültigen Wörter auch einmal kurz verifizieren könnt. Das könnt ihr gerne machen, scrabby-info. Könnt ihr draufgehen, solltet ihr draufgehen, solltet ihr euch als Tab speichern. Vielen, vielen Dank an Ben und Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier runterzufahren, hochzufahren, beziehungsweise für euch. Genau. Naja, es war so weit weg, dass ihr fast hättet runterfahren können, um wieder rauszukommen. Vielen, vielen Dank für die Strapazen, die ihr auf euch genommen habt. Freude ganz bei uns, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Hat wieder viel, viel Spaß gemacht. Ja, und das wird nicht das letzte Mal sein, sage ich jetzt einfach mal so. Spätestens nächstes Jahr geht's hier weiter, denn das ist schon eine Weihnachtstradition hier. Weihnachten wird gescrabbelt auf Rocket Beans. Danke auch nochmal an Tobi und Fabian, unsere anderen Mitspieler, die, glaube ich, schon nach Hause sind und gleich wieder die nächste Partie spielen, die nochmal ihre Partnerinnen aus dem Bett zerren und sagen, wir müssen jetzt das nochmal nachspielen. Vielen, vielen Dank. Das war die zweite Rocket Beans Scrabble Night. Danke an Mattel fürs Unterstützen. Auch nochmal Scrabble Fallengefahr checken, wenn ihr da ein bisschen Pep in die Bude reinbringen wollt, unter den Weihnachtsbaum. Das war's. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüssi.